Hallihallo und wunderschönen guten Abend an diesem Montag. Jetzt habe ich zweimal Abend gesagt, ne? Schon verkackt. Tja, nein, du hast das zweite Abend noch gar nicht sogar vergessen. Ja. Ich habe es mir erspart. Egal, wir sind hier, es ist ein toller Abend, es ist Experten-Talk-Zeit und wir haben sogar zwei neue Gesichter hier, ja? Den lieben Konrad, den kennt ihr ja schon von einer letzten Experten-Talks. Der ist hier Statist, haben wir festgestellt. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Menschen hier zu meiner. Warte, ist das rechts oder links für euch? Das ist links, das ist links rechts, für euch. Das ist also links. Das ist rechts von mir, links von euch. Das ist der Rainer und der ist hier von Rarebyte aus Graz. Und der will uns was zeigen heute. Zuerst einmal guten Morgen. Guten Morgen. Du hast zweimal guten Abend gesagt, jetzt sage ich guten Morgen. Ist schon so. Schaut ziemlich dunkel aus. Aber ja. Bitte. Ja. Wer bist du? Was machst du hier? Also ich bin der Rainer, ich bin Mitgründer von Rarebyte. Wir sind ein Indie-Studio mit Büros in Graz und in Wien, sind 10 Leute und ich habe heute We Are Screwed mitgebracht. Das ist unsere aktuelle Eigenentwicklung und das werden wir dann zocken. Ja. Und in dem Spiel geht es darum, dass wir gemeinsam ein Raumschiff managen und wir sollten es nicht verkacken, weil sonst explodiert ja, das Raumschiff. Ja, prinzipiell schlecht so. Raumschiffe, die explodieren. Oder? Da will man nicht drin sein. Ich meine, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus der Fall ist. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Ich mache schnell die Tür zu, damit es nicht so laut ist. Und? Ach so, ja. Du hast genau, uns was mitgebracht. Natürlich, ja, aber ich habe was mitgebracht, nämlich echte Astronautennahrung. Die gibt es dann am Ende, wenn ihr es geschafft habt, durch das Level durchzukommen und das Raumschiff nicht explodiert ist. Ja. Oder wenn es explodiert ist, als das heißt, Trostpreis. Ist das Trostpreis oder Belohnung? Also, das überlege ich mir noch. Das überlegst du, aber ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich bin schon wirklich gespannt. Ja? Und es schaut großartig aus. Ja? Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, aber es ist so ein Affe im Astronautenanzug. Ja, ja, das ist einer unserer Charaktere, die wir haben im Spiel. Ja. Sein Name ist Albert übrigens. Albert? Ja. Albert. Hat jeder Charakter einen Namen? Es hat jeder Charakter einen Namen. Bei manchen sind wir so nicht sicher, welchen, aber es wird jeder einen Namen haben. Okay. Und ja, der Charakter heißt Albert. Kann man auch recherchieren, warum das so heißt, aber das will ich jetzt gar nicht verraten. Da könnte man ein Gewinnspiel draus machen. Ja, genau. Vielleicht machen wir das noch. Ja. Ja, das kann ja, könnt ihr schon mal nebenbei schauen vielleicht. Ne? ja, vielleicht fangen wir mal, bevor wir jetzt auf We Are Screwed eingehen, fangen wir mit Rarebyte an. Mhm. Wie lange gibt es euch schon? Seit 2006, also wobei man muss eigentlich ein bisschen länger ausholen oder weiter ausholen, weil wir haben, also 2006 haben wir Rarebyte als Firma gegründet und seitdem machen wir quasi Spieleentwicklung professionell. Davor hat es Rarebyte so als Hobby-Team schon gegeben, also für mich hat das angefangen 1999. In welchem Alter, wenn ich fragen darf? 99, da war ich noch in der Schule, also da war ich 17. Ah. Ja. Und da hat das irgendwie so begonnen, dass man... wir waren halt dieser typische Zugang, ja, man spielt selbst relativ viel. Ja. Und wir haben da halt damals wirklich ohne Ende Quake zum Beispiel gespielt. Ja. Und da ist irgendwann die Idee aufgekommen, ja, wie, oder das Interesse aufgekommen, wie kann man so ein Spiel machen und was gehört da dazu, so ein Spiel zu machen. Und so interessiert man sich halt dann dafür und dann sind wir irgendwie eher von Gamer zu Game Dev irgendwie. Es war damals, ist entstanden als Hobby-Team, also am Anfang mit meinem Bruder. Danach sind noch Leute, mit denen ich halt zur Schule gegangen bin, dazukommen. Und hat sich das alle bekehrt als Indie-Developer-Messias. Ne? Hier, setzt euch meine Jungs. Ganz so schlimm war es nicht, glaube ich. aber das war so ein natürlicher Prozess und auch ein Lernprozess. Also wir haben dann angefangen, irgendwie ein Spiel zu entwickeln. Natürlich war das ein First-Person-Shooter. Wenn man von der Quake-Ecke kommt, ja, natürlich, das natürlich. Sein, ne? Bin halt aufgewachsen mit diesen id-Software-Games, Doom, Quake und so weiter. Und ja, natürlich war das dann ein First-Person-Shooter mit dem klingenden Namen Paradigm, also Musterbeispiel. Ist dann auch ein Musterbeispiel dafür geworden, wie man es nicht macht. Typischerweise das erste Projekt, das man macht, ist... Was ist passiert? Naja,
es war jetzt zumindest nicht so schlimm, dass wir gesagt haben, wir machen eine MMO, das wäre noch schlimmer gewesen, aber... Pionier damals. Ja, also. das stimmt. Aber der klassische Fehler am Beginn ist immer, man hat irgendwas, was man gern spielt. Und das ist dann eines meistens von diesen super tollen AAA-Games, wo alles halt perfektioniert ist oder bis ins letzte Detail durchdacht und ausbalanciert und so weiter. Und das will man natürlich machen, ja, weil das ist das Coolste und dem eifert man nach. Und ja, das wird man natürlich noch übertreffen. Und das ist natürlich ein völliger Blödsinn, so zu beginnen. Ja, also ich kann jedem sagen, der anfangen will mit Spielentwicklung, fangt an mit Pong. Pac-Man. Pac-Man ist auch super. Alles möglichst kleiner Scope. Das ist so der Tipp, möglichst kleiner Scope, dafür aber den ganzen Prozess machen. Also wirklich von der Idee oder von irgendeinem Ansatz weg, mit den ganzen Prozess durchmachen, das Spiel entwickeln und so, als würde man das Spiel dann wirklich releasen oder man kann es halt probieren zu verkaufen. Ja. Und dann erst den nächsten Schritt machen, dass man ein bisschen was verändert oder dass man irgendwo Sachen noch iteriert. Im Chat sehe ich Tetris. Tetris ist auch super. Haben wir uns übrigens später dran an den Tetris auch probiert in der Form, dass wir Pentris gemacht haben. Das ist ein Spiel von meinem Bruder gewesen. So wie Tetris, nur mit 5 Kasten pro Block. Wird dann natürlich um einiges schwerer. Das haben wir dann cool sein, ja. Das war aber schon viel später, das war schon in iPhone-Zeiten. War im asiatischen Raum total beliebt. Also das, Wirklich? Ja, weil es halt so skillig ist. Ja, ja, das, ja stimmt, das passt richtig rein. Ne? Die Punkte sammeln, das ist dort das A und O. Ja. Und wie, am Anfang, also ihr habt das mit deinem Bruder gestartet? Genau, und, ja. Haben sich dann eure Rollen, weil es gibt ja im Game Development verschiedene Rollen, also der eine macht mehr Grafik und da hat sich das dann irgendwie organisch entwickelt und habt ihr dann schon angefangen zu suchen, ah, der kann gut zeichnen, das ist ein Freund von uns, den holen wir uns jetzt irgendwie, dass der da uns bei Grafik unterstützt oder wie wächst sowas organisch? Also habt ihr verteilte Rollen jetzt auch noch oder ist es jetzt so, alle machen alles, aber der eine kann das besser als der andere? Also grundsätzlich auf jetzt bezogen, wir haben schon verteilte Rollen natürlich. Es ist so, wir sind ein kleines Studio, also wir sind 10 Leute und jeder muss natürlich schon mehrere Rollen einnehmen, ja, weil du hast jetzt zum Beispiel nicht den Environment Artist, der jetzt nur für Grashalme zuständig ist, in der AAA-Produktion. Hast du natürlich nicht. Das hat eh nur Traumjob, oder? Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Ich will Grashalme modeln. Also das hast du natürlich nicht. Und vor allem in einem kleinen Team ist es dann, wichtig, dass halt jeder den Überblick hat, auch zu wissen, was macht denn der andere und wie funktioniert denn das ungefähr. Ja? Okay. Damals in Hobbyzeiten, wie es begonnen hat, wo quasi nur mein Bruder und ich das gemacht haben, war immer viel besser im Programmieren. Das heißt, er hat die Programmierrolle eingenommen. Mhm. Wir haben dann eine eigene Engine geschrieben, einen eigenen Editor, alles selbst gebaut. Und ich war eher auf der Seite, dass ich eben so Game Design, Level Design und so weiter gemacht habe. Und dann sind halt quasi aus dem Freundeskreis noch Leute dazukommen. Und die haben dann auch, da war dann noch ein Programmierer, dann waren noch Artists. Und das hat sich halt so ergeben, dass immer Leute dazukommen und wieder weg. Bei mir hat sich das später dann gedreht eigentlich, oder bei mir hat sich eigentlich zweimal gedreht, weil ich habe angefangen eigentlich als Programmierer. Also mein erstes Programm geschrieben, da war ich, glaube ich, 7 oder so. Und dann was war das? Ja, das wollte ich auch nicht fragen. Das war damals GW Basic. Also, weiß nicht, ob Basic als Programmiersprache sagt einem wahrscheinlich was. Das war die Variante, wo man noch Zeilennummern angeben hat müssen. Und da hat er angeben müssen, war immer so auf Zeile 10 irgendwas und dann gleich Zeile 20, damit man noch was einfügen kann. Und da hat es halt Beispiele dazu gegeben. Und die Beispiele, also so aus Zeitschriften, und die habe ich halt zuerst einmal runtergetippt und dann halt verändert. Ja, und so hat das angefangen. Und dann bin ich halt irgendwie weiter zu Quick Basic, danach Turbo Pascal, C++. Und dann ist irgendwie so diese Phase gekommen, wo ich eher dann in die Designrichtung gegangen bin, also Level Design, Game Design, so ein bisschen diese Geschichten. Das war dann so bis zum Studium eigentlich. Was war der Grund dafür? Es ist eine gute Frage. Hat mir Spaß gemacht eigentlich? Ja, mir hat es damals irgendwie so interessiert, diese vor allem Level-Design-Geschichten, so irgendwie das räumliche Denken eigentlich, ja, und so zu schauen, wie baut man eigentlich Levels, damit sie interessant sind und so cool wie Quake natürlich. Und habt ihr da begonnen mit Modding und so? Also habt ihr da, wir haben teilweise auch ein bisschen gemoddet, also in Quake, ja. Deswegen. Haben aber dann schon sehr viel Richtung eigene Engines entwickelt. Wir haben das war ein bisschen, damals hat es ja keine kommerziellen leistbaren Engines geben. Also nicht sowas wie jetzt, wie Unity, ladest du runter, kannst sofort starten, das hat es nicht geben. Deswegen haben wir eigentlich begonnen, man muss alles selbst schreiben. Das dauert natürlich alles elends lang und du wirst nie fertig. Ist aber zum Lernen und zum Begreifen, was jetzt quasi auch in aktuellen Engines so unter der Haube ist oder diese
ja, grundlegende Dinge zu verstehen, da hilft es enorm. Ja. Mhm. Nur du kannst halt nie ein Projekt fertig machen. Und dieses erste Musterbeispiel, also Paradigm, ist auch nie fertig worden. Das ist egal. Ich glaube, das hast schon viel gelernt. Ja, wird es noch irgendwann mal fertig? Ist das so das Lebensziel in der Pension? Kommt ihr irgendwann wieder drauf zu. Ne? Also wenn ihr jemals in Pension gehen sollte, dann mache ich es fertig. Das weiß ich nicht. Aber es war auch so, wir haben danach noch ein anderes Projekt gemacht, das auch nicht fertig geworden ist. Und das, ich glaube, das dritte oder vierte ist dann fertig geworden. Mit dem haben wir auch die Firma gegründet. Das war dann Waterstorm. Und Waterstorm war so ein 2D-Multiplayer-Shooter mit U-Booten. Von der Seite oder von oben? Von der Seite. Und zu steuern halt mit Maus und Tastatur. Ein bisschen so wie Soldat, falls das wer kennt. Ja. Das ist in die Richtung von der Steuerung. Steht voll drauf. Hat aber immer noch eine eigene Engine gehabt. Soldat? Oder das ist ein Superspiel. Ja. War immer noch mit eigener Engine, eigener Editor, eigener Netcode, alles selbst gebaut quasi. Bis auf Base Libraries. Und das haben wir aber dann fertig gemacht. Und das war eigentlich quasi ein bisschen so der Türöffner auch in die Industrie. Weil dadurch haben wir dann auch diverse Auftragsarbeiten gemacht. Das kannst du herzeigen, ne? Das ist wirklich ja, das legitim. Ja. Wie habt ihr das damals mit dem Vertrieb gemacht? Das war ja noch nicht so, das war noch vor Steam-Zeiten, nehme ich mal an. Ne? Also das habt ihr dann angerufen, mal deutschen Publisher zuerst und gesagt, wollt ihr dieses Spiel haben? Ja, Waterstorm haben wir selbst vertrieben, unter Anführungszeichen. Mhm. Es hat halt es war Free-to-Play-Game, wo es noch kein Free-to-Play gegeben hat in dem Sinne. Es war eigentlich nur zum Runterladen, dass es frei spielen können und du hast, es war ja so Donation-based. Das heißt, wenn du was gespendet hast, dann hast du so Sachen extra. Ne? Ja, dann hast du Sachen extra bekommen. <ja. lacht> Nein, nicht so nervig zum irgendwas wegklicken oder so. Sie können spenden. Das nicht, aber Du hast In-App-Purchase eigentlich erfunden. Ja. Wir haben es. Könnte man nicht sagen, weil der Purchase war nicht in-App, sondern außerhalb. Okay. Aber ja, es hat eine komplette Webseite mit Verwaltung und allem drum und dran gegeben. Völlig überdimensioniert, wenn du mir jetzt fragst, aber interessant zum Lernen. Ich lese gerade die ganze Zeit so nebenbei mit im Chat und die amüsieren sich köstlich über den Chief Executive Lawn Manager oder den Chief Executive Manager for Blades of Grass Design oder lauter solche Sachen, ging so dahin. Aber eine Frage. Und zwar ganz, ganz oben, siehst du das ganz noch? Klär mal auf. Ja. Was ist das für ein Wesen auf seinem T-Shirt? Das da. Sie haben es mit Spore verglichen. Mit Spore. Ja. Das ist der Alien-Character aus We Are Screwed. Haben wir den in unserer Testversion? Den haben wir in der Testversion nicht. Die ganzen coolen Sachen. Es gibt auch für andere coole Sachen. Ja. Aber das ist ein spielbarer Charakter in We Are Screwed. Ja, und wie heißt der? Der hat noch keinen Namen, der heißt momentan nur Alien. Aber das ist, ich warte auf den Chat und die Vorschläge. Bitte, was für ein Vorschlag? Zeig ihn nochmal, vielleicht stretch das nochmal ein bisschen. Ja, so. Sieht man das so? Man sieht es, man soll es sehen. Wenn ihr eine Idee habt für den Namen, für diesen Charakter, bitte, bitte, bitte schreibt es einfach in den Chat. Und ich will jetzt keinen Chief Executive Lawn Manager lesen. Auch wenn es geil wäre. Ja. Ja, mein Lieblings- sozusagen Titel ist eigentlich, ich bin ja eigentlich CTO, aber bin ich DST für Typo. Bin ich bekannt dafür im Chief Team, dass ich immer aufschreibe, wenn ich irgendwo ein Typo sehe. Also in dem Fall Chief Typo. Das ist der altbekannte Grammar-Nazi. Ja. Sergeant Lawson. Lawson. Rasen werden, ja, das ist eine Special Ability. Sergeant Lawson. Hat er irgendwie militärischen Charakter? Naja, er hat schon. Ist nicht sehr militärisch, oder? Das könnte schon ein Umbohrter Rasen sein. Das schaut schon nach Kampf aus, oder? Mit dem Metall und. Naja, und den Handschuhen? Das ist ja eher quasi wie ein Raumanzug. Wieder Raumanzug, ja. Genau. Ja. Ja. Da kann man noch mehr Niffel. Okay. Niffel ist cool. Ja, das nächste probier mal aufzusprechen. Knirpfend. Ach, übrigens, hallo Neff. Dem Neff habe ich ja versprochen, besonders langsam zu sprechen heute. Neff ist nämlich sehr müde. Okay. Neff, wir werden jetzt etwas langsamer sprechen und äußerst deutlich sein, damit du das auch verstehen kannst. Wir wollen ja nicht. Dass du überfordert. Genug des Guten. Neff ist müde. Ja. Das heißt. Blobby Balboa, ja, genau. Blobby Balboa ist geil. Blobby Balboa finde ich aber wirklich cool mit den Handschuhen. Ja, doch, weil er die Boxhandschuhe hat. Ne? Ja, wir haben die Charaktere eigentlich extra so aufgesetzt, dass die haben quasi keine Arme, sondern es gibt nur die Hände, die sich entfernt vom Körper bewegen. Ja. Und das haben alle Charaktere so. Also Es hat natürlich einen Produktionshintergrund auch.
Mhm. Beziehungsweise die eine Seite ist halt Artstyle, dass man halt einen Artstyle definiert, wo man wirklich lustige Charaktere hat. Ja. Andererseits dann auch Sachen macht, wo man die Sachen dann leicht animieren kann. Ja. Das muss ich gleich. Ja, klar, da sparst du die ganze, genau, ja, ganze Länge. Ne? Da wandert die Hand einfach irgendwo. Das klingt jetzt so, als wären wir faul. Nein, nur äußerst eloquent in der Umsetzung. Ja. Effizient. Ja, das heißt, das war euer Weg damals in die Industry. Und seitdem hat sich ja einiges getan. Man braucht ja nur mal auf eure Webseite schauen. Und da stehen ja ganz, ganz viele Arbeiten von euch, aber auch Auftragsarbeiten. Das genau, heißt, ja, die Wirtschaft bzw. die Industrie hat euch wahrgenommen als Zulieferer auch teilweise. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur eure Eigenproduktionen, mhm, sondern auch Zulieferungen in Sachen Auftragsarbeit. Gibt es da irgendwas Cooles, was euch überlegt? Coole Sachen gibt es ohne Ende. Aber wir hatten vorhin, bevor der Stream angefangen hat, kurz die Diskussion gehabt, ja, ist alles, was man macht dann, ich meine, Game Development als Indie-Bude ist halt natürlich eine coole Sache, ne? Ja. Grundsätzlich. Ja. Das hört sich so an nach, die haben das gemacht, auf was ich wirklich Bock hätte, sozusagen, ja. Macht denn das wirklich alles Bock, was man da macht? Oder sagt man wirklich, die eine oder andere Auftragsarbeit, die nehme ich an, weil einfach Kohle dahinter ist? Mach mal kurz einen Reality-Check. Ja. Du hast es schon angesprochen. Ja. Natürlich als Indie-Studio, du willst natürlich coole Sachen machen und du willst vor allem eigene Projekte machen. Aber um das machen zu können, du musst ja auch irgendwo die Kohle dafür herkriegen. Und 10 Mann hört sich jetzt auch nicht so billig an übers Jahr hin. Das kostet was. Und damit man sich das leisten kann, muss man quasi einen Weg finden, wie man halt die Kohle ranschafft. Und entweder du schaffst es mit deinem eigenen Spiel, einen Hit zu landen. Ja. Und Game Dev ist ein Hit-Driven Business. Ja. Entweder du schaffst das, das schaffen allerdings die wenigsten, oder du überlegst dir was anderes. Ja. Was anderes kann sein, okay, du schaffst irgendeinen Deal mit dem Publisher, kannst aber wahrscheinlich nicht, wenn du noch nicht bekannt bist. Das nächste ist, dass du langsam ein Netzwerk aufbaust und dann vielleicht Auftragsarbeiten machst. Mhm. Ja, und das ist bei uns so über die Jahre eigentlich auch gewachsen. Ja. Es ist nicht so, dass wir haben nicht Waterstone gemacht und haben 100 Aufträge bekommen, sondern wir haben Waterstone gemacht und haben dann vielleicht 1-2 Aufträge bekommen, aber das ist dann wieder Referenz gewesen und dann ist es so weitergegangen. Mhm. Ja. Und du baust ja eigentlich erst so über die Jahre professionelles Netzwerk auf. Ja. Und du connectest dich mit Leuten und die wissen dann langsam, was du kannst und melden sich dann auch, wenn sie was brauchen. Und da haben halt verschiedenste Projekte schon gemacht. Ich sage mal, natürlich waren jetzt nicht alle die obercoolsten Projekte, aber es gibt schon Sachen, wo wir selbst total dahinterstehen und sagen, dass das echt cool war. Mhm. Man allen voran kennen die meisten Game Dev Tycoon. Mhm. Game Dev Tycoon im Original für PC von Green Hat Games. Wir haben dann mit Green Hat Games gemeinsam oder für Green Hat Games die Mobilversionen davon gemacht, also für iOS und für Android. Das ist, glaube ich, das bekannteste Game, mit dem wir uns assoziieren. Ich glaube, Game Dev Tycoon kennt man. Mhm. Ja. Ja. Ist auch ziemlich cool. Habe ich selber auch gespielt, ja. Das heißt, dann an den eigenen Projekten arbeitet man dann halt immer dann, wenn halt gerade irgendwie Luft ist oder, also deswegen zieht sich das dann über mehrere Jahre wahrscheinlich, weil dann kommt irgendwie was rein, um das zu finanzieren und dann... Es ist ein bisschen auf und ab. Ja. Also es ist schon so, natürlich musst du die Aufträge haben, damit quasi der Cashflow stimmt, ja, aber dann ist ein Projekt dort fertig, dann hast du wieder mehr Zeit für das eigene, ja, dann siehst du da, okay, jetzt braucht er eigentlich wieder mehr Cash, dann muss wieder mehr Aufträge machen und das geht halt so hin und her, ja. Momentan haben wir es irgendwie so halb-halb ungefähr, ja, so halbes Team, we are screwed, die andere Hälfte Auftragsarbeiten, wobei es verschwimmt natürlich ein bisschen, weil mehrere an mehreren Projekten arbeiten. Ich lese gerade hier einen weiteren Vorschlag, Prinz90 macht einen Vorschlag, schickt man die Programmierer halt anschaffen. Ich glaube nicht, dass das alle gerne sehen würden im Team. Aber danke für den Vorschlag. Ganz so schlimm ist es dann im Indie-Development noch nicht. Okay, bin ich beruhigt. Das macht das gleich wieder attraktiver. Ja, und We Are Screwed ist allerdings jetzt, ist das euer erstes Projekt, das ihr wirklich nur für euch macht? Oder das erste große? Oder nein. Ist das für euch irgendeine Art Meilenstein? Oder? Also als Meilenstein, ja, das werden wir sehen natürlich. Ja. Wünschenswert ist es. Ja. Wir haben davor eben schon eigene Sachen gemacht, die so der Reihe nach quasi irgendwie ein bisschen auch, es hat auch uns mitdefiniert. Mhm. Also Waterstorm, wie erwähnt, das war das erste eigene, ist jetzt kommerziell nicht erfolgreich gewesen, aber war halt der Türöffner, in der Funktion sehr wichtig, auch für uns, für andere Sachen.
Und wir haben danach immer wieder eigene Sachen gemacht. Also da, wo jetzt zum Beispiel dann das erste iPhone rausgekommen ist und da iOS-Entwicklung, da haben wir einiges an kleineren Spielen gemacht. Eben vorher kurz erwähnt, dieses Pentris, das ist halt Tetris-Variante. Dann waren da noch ein paar Puzzle-Games. Und da haben wir eben einiges gemacht. Und danach waren ein paar Projekte, also wir haben eigentlich immer an eigenen Sachen gearbeitet, die aber nie fertig geworden sind oder nie rausgekommen sind. Das gibt es natürlich auch. Ja. Wie gesagt, das wo Game, sich dann rausstellt, dass... Ja, wo sich halt dann während der Entwicklung rausstellt, dass das vielleicht nicht funktioniert oder dass man irgendwie draufkommt, okay, das ist vielleicht zu groß ja, oder für den Moment zu groß. Da gibt es die verschiedensten Gründe. Ja. Deswegen sagt man, im Game Dev Bereich ist auch typischerweise so, du sagst, du machst 10 Projekte und von den 10 Projekten wird eines was. Ja. Alle anderen 9, die sind irgendwie, ja, die werden, das sind Fails. Ja. Also so wie Startups, aber ohne Kohle. Ja. Naja, ohne Kohle stimmt insofern nicht, weil du musst ja Kohle in die Hand nehmen. Ja, man muss es selber in die Hand nehmen. Was war denn, habt ihr dieses eine schon gehabt jetzt? Oder gibt es eines, wo du sagst, das war tatsächlich ein Überraschungserfolg, mit dem wir so nicht gerechnet hätten? Also bei eigenen Projekten, es hat ein paar Projekte gegeben, die sich schon, also wo wir schon Break-Even gegangen sind. Ja. Allerdings ist jetzt keins dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Super-Hit geworden. Ja. Kommt noch, ne? Kommt hoffentlich noch. Das ist aber genau das, wo du dir dann überlegen musst. Ja, okay, du weißt, diese Quote, ja, ein Spiel aus 10, das ist einfach Realität. Ja. Du weißt aber auch, dass das eine Spiel von den 10, ja, wenn du 20 Spiele machst, nicht notwendigerweise unter den ersten 10 sein wird, sondern es ist vielleicht Spiel Nummer 15 und Nummer 16. Ja. Und diesen langen Atem musst du haben. Ja. Und wie kommst du dorthin? Eben, dass du versuchst, ein stabiles Studio aufzubauen über Auftragsarbeiten oder irgendwie andere Finanzierung. Ja. Und ja, da muss man einfach dranbleiben. Ja. Momentan sind wir gute Dinge mit We're Screwed. Also das, ich sag, das ist ja jetzt schon spielbar und geht für uns schon in die richtige Richtung. Gut, und sogar richtig gut spielbar. Also ich habe es heute schon angespielt. Hast du geübt? Glaubst du, ich begebe mich in irgendeinen Titel auf diesem Stream, den ich noch nicht einmal angespielt habe? Außer bei Tekken. Bei Tekken war es tatsächlich wirklich so, da habe ich einfach aufs Maul bekommen. Das ist okay. Ja. Und wie lange arbeitet ihr jetzt schon an diesem We're Screwed? Also We're Screwed als Team jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. We're Screwed ist allerdings, also der Ursprung ist ein bisschen anders. Da hat nämlich einer unserer Programmierer, der Felix, hat das in der Freizeit als Prototyp entwickelt. Und wir versuchen irgendwie das immer zu fördern, dass man sagt, okay, man kann Sachen ausprobieren. Und wir versuchen dann natürlich gegenseitig uns Feedback zu geben, wenn wer was macht. Das heißt, ihr macht so ein Game Jam dann manchmal? Wir haben tatsächlich schon Firmen Game Jams gemacht im Rahmen von einem anderen Projekt. Bei dem war es jetzt nicht so, sondern es ist einfach, der Felix hat da in seiner Freizeit eben diesen Prototypen gemacht und wir haben den gespielt und wir haben das alles so cool gefunden und dann haben wir uns da irgendwie darauf verständigt, dass wir das als Rarebyte-Projekt machen wollen und haben dann diesen Prototyp genommen und mehr Ressourcen dran gesetzt, also noch Programmierer, Grafiker und haben dann irgendwie angefangen zu iterieren einfach. Ja. Es ist jetzt das ist ganz interessant auch, ich glaube, das werden wir bei uns beim eigenen Stream auch einmal machen, dass man quasi die verschiedenen Versionen einmal so nebeneinander sieht, weil man sich den Prototyp anschaut, der damals schon cool war. Den finde ich irrsinnig cool. Wir haben da nämlich schon eine Frage, wie macht ihr Prototypen? Also der setzt sich da hin und macht das zu Hause und dann... Hey. In dem Fall hat der Felix da wirklich alles selbst gemacht am Anfang. Also er hat alle Rollen quasi eingenommen. Er hat programmiert, er war der Game Designer, er hat auch Art gemacht. Da war der Programmer Art, aber es war halt schon in sich stimmig. Hat mit dem Artstyle jetzt vielleicht nicht so viel zu tun, aber war halt auch simple low poly und hat alle diese Rollen quasi eingenommen und hat sich um alle Aspekte gekümmert, bis halt zur erste, sage ich mal, Core Loop da ist vom Spiel, wo man mal sieht, okay, ist das was überhaupt lustig ist. Ja? Das ist aber so ein Ding, wenn man ein Spiel anfängt, ja, man sollte eigentlich immer damit beginnen, sich auf den wirklichen Kern des Ganzen zu konzentrieren. Ja. Ich kenne das auch aus unserer Zeit, wo wir angefangen haben, da hast du mal irgendwie die Vorstellung, das muss so ein Riesengame werden. Und dann fängst du an, die Systeme außenrum zu bauen, weil das löst man schon irgendwie und so. Und das ist natürlich ein Blödsinn. Das Ganze zusammenhängt dann. Ne? Genau, man muss sich eigentlich um die Core-Features zuerst kümmern und da so weit iterieren, bis man sagt, okay, der spielt sich jetzt cool. Und dann kann man alles außenrum bauen. Es gibt dann, finde ich, auch einen ganz guten Eindruck darüber, wie seine Spielebibliothek dann aussehen muss, ne? Wenn so ein Game dann rauskommt dabei.
Aber mehr dazu später, denke ich. Entsteht das zuerst als Wireframes oder mit UI oder setzt das schon früher ein? mit Wireframes, na, das, also im Prinzip ist es, ich muss, wenn ich jetzt einen Prototypen bastel, ich muss mal überlegen, okay, was ist meine Core Loop, was ist mein Second-Minute-to-Minute Gameplay? Am Anfang wäre es, ja, am Anfang, es gibt verschiedene Ansätze. Ja. Also man kann irgendwie hergehen und sagen, okay, ist auch Frage des Spieltyps. Wenn man ein sehr mechanisches Spiel hat, wo das sich eher darüber definiert, was man jetzt wirklich an Mechanik hat im Spiel und wie man also was man mit der Mechanik eigentlich bewirkt im Spiel, dann wird man mal anfangen, das zu prototypen. Da wird man mal hergehen und mit einfachsten Formen und Primitives, also irgendwelche Quader, Würfel, Zylinder oder irgendwas, einfach das einmal quasi reinklatschen und damit einmal versuchen, irgendwie ein Gameplay zu machen. Ja. Natürlich muss ich dann Schritt für Schritt das so weit machen, dass das Ding einfach erkennbar werden. Ja. Wenn ich jetzt für alles ein Quader verwende, werden wir wahrscheinlich schwer tun, es sei denn, es kommt Minecraft raus. Aber man fängt natürlich mit den Grashalmen an. Ja, genau. Ne. Danke. Top. Kommentar. Genau. ja, ich meine, wenn es ein Grashalm-Wachs-Simulator ist oder so, würde ich schon damit anfangen. Es gibt sogar Lawnmower-Simulator, oder? Es gibt sicher. In der Welt der Simulatoren gibt es Lawnmower-Simulatoren. Simulatoren gibt es für alles. Wahrscheinlich ist das eh beim Landwirtschaftssimulator dabei, oder? Inzwischen. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben sicher das Studio gekauft, die Lawnmower-Simulator. Okay. Und macht es jetzt, also wenn jetzt so ein Prototyping ist, passiert das auch manchmal, dass man einfach zum Beispiel vorher, selbst bei einem Computerspiel, den Prototypen aus Papier baut? Also ich denke mal jetzt bei diesem Fünfer-Tetris, denke mal, okay, das würde ich jetzt so machen, also okay, ich probiere das einmal mit Papier aus, ob das funktioniert. Also macht ihr das auch oder seid ihr von vornherein in absolut... Kann man grundsätzlich machen, auf Papier Prototypen, hat ja den Vorteil, dass sie quasi relativ schnell Sachen ausprobieren kann, kommt aber sehr darauf an, was es für Art von Spiel ist. Ich selbst bin da eher digital, ja, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, wirklich Papierprototypen zu machen für diverse Sachen. Also da, wie gesagt, da hat man was in der Hand, da kann man mal schnell irgendwelche Sachen ausschneiden, zusammenstöpseln und sehen. Es ist ja auch grundsätzlich sehr interessant, wenn man überhaupt dann Richtung Boardgames zum Beispiel geht und Boardgames designen. Ja. Da trennt sich irgendwie die Spreu vom Weizen. Und zwar deshalb, wenn du Boardgame designst, musst du eigentlich im Game Design viel mehr drauf haben, weil du nicht so viel kaschieren kannst. Das wäre aber auch mal ein lustiger Stream, oder? Ja. Wenn man sich mal so ein paar Indie-Entwickler zusammensucht und dann setzt man sich auf 6 Stunden zusammen und sagt, so, wir machen jetzt ein Boardgame. Es gibt für alle übrigens, die das interessiert, es gibt schon wieder ein bisschen Werbung, aber in Graz gibt es alljährlich einen Analog Game Jam. Ich glaube, der ist immer ein bisschen vor Weihnachten. Wo es genau darum geht. Also da wird an einem Tag werden einfach Boardgames oder halt analoge Spiele gemacht. Mhm. Das ist ein Game Jam für analoge Spiele. Und ich habe da auch schon mal mitgemacht und das ist echt eine coole Erfahrung. Ja. Das ist mal ganz anders, vor allem wenn man aus diesem digitalen Hintergrund kommt. Ja. Wobei das ja ganz witzig ist, ich habe schon mit Brettspieldesignern gesprochen, die jetzt anfangen umzusteigen, das Ganze jetzt auf Tabletop Simulator zum Beispiel, Boardgame Prototypen, am PC jetzt mit Tabletop-Simulator zu machen, einfach wenn man sich das Material spart, wenn man Karten braucht, da sagt man, ich brauche Karten, bum bum, 1 bis 80, ja, dann fertig. Und in der Produktion, also in der Early-Produktion, also es geht da in beide Richtungen, dass selbst jetzt Brettspiele, die nur rein Papier sind, dann aber schon am Computer geprototyped werden, weil es dann einfach billiger ist. Ja. Also es geht in beide Richtungen. Das stimmt, ja. Na cool. So. Vier gewinnt habe ich programmiert. Der vier gewinnt ist auch super, super. Vier gewinnt, gutes Beispiel übrigens, weil das habe ich auch ganz am Anfang gemacht. Da, ich glaube, da war ich, das war noch vor meiner Level Designer Phase. Der Dora war sogar tatsächlich mit mir früher in der HTL eben. Ne? Das war großartige Zeit damals. Ja. Also wir haben ja auch, habe ich dir vorhin schon ein bisschen erzählt, ein paar Spiele gemacht, nur so just for fun, also von Handyspielen. Auf Windows Phone haben wir es noch. Ist halt so, wie es rauskam, dachte man sich, na, wenn es was wird, macht man es halt. Windows Phone, ja. Ja. Habe ich auch schon ein paar Erfahrungen. Habe ich eine Anekdote dazu. Wir haben damals gemacht, wir hatten ein Fach, das hieß Netzwerkprogrammierung. Und ich glaube, wir waren das einzige Team damals, das als Note eine 1 bekommen hat. Ist in Österreich, falls irgendwelche Nicht-Österreicher da sind, eine 1 ist das Beste bei uns. Obwohl es keine Netzwerkfunktionalität hatte. Das war großartig, weil es so hübsch war und so gut funktioniert. Das war ein Top-Down-Autorennspiel, der es so, tausende jetzt gibt inzwischen. Ja, aber wir haben damals schon ausprobiert mit Shadern und mit Partikeleffekten für Staub und so Sachen. Cool. Und es war richtig, richtig cool, das in ein paar Wochen auf die Beine zu stellen. Das hat mega Spaß gemacht, ja. Ja, okay.
Wollen wir ein bisschen spielen? Ja, also wenn ihr wollt. Ich wäre, vielleicht fragen wir das Publikum. Wollt ihr, dass wir via Screwed spielen oder sollen wir noch ein bisschen quatschen? Wir überlassen das mal euch. In der Zwischenzeit, ich gehe kurz mal weg. Brauchst du noch was? Nein. In absehbarer Zeit. Okay, das ist mein Stichwort. Das ist mein Stichwort. Ich habe ja via Screwed noch gar nicht einmal ausprobiert. Also ich sehe das jetzt. Du bist der perfekte Tester. Ich bin total begeistert von der Grafik, also die wir hier schon sehen, die seht ihr bald. Und Mr. Lawnmower Man ist. Die Basis des Spiels funktioniert quasi so, das heißt, jeder hat verschiedene Rollen. Und ist das, auch, ist das asynchron oder? Nein, wir spielen, also jeder von uns wird dann einen Charakter spielen und wir können uns frei in unserem Raumschiff bewegen. Ja? Und wir können jederzeit jede Rolle im Schiff annehmen und wir müssen uns nur verständigen, wer was macht, weil sonst kommt Blödsinn raus. Also die Charaktere sind jetzt optisch unterschiedlich, aber sie können prinzipiell alle dasselbe? Prinzipiell können sie dasselbe, ja genau. Ja. Also irgendwer mag unsere Homepage. Dankeschön. Und Release-Termin ist so geplant? Soon, Trademark. Soon, okay. Nächstes Jahr. Auf Steam habt ihr sogar einen Release-Termin drinstehen, ne? Und da steht, warte, wie ist der genaue Wortlaut? Demnächst erhältlich in ihrem Multiversum oder irgend sowas steht. Ja, coming soon to a multiverse. Ja, genau. Also, Frage Multiplayer drin, ich glaube, das lebt vom Multiplayer, ne? Ja, es ist ein Co-op. Genau, es ist ein Couch-Co-op-Game. Genau. Zur das Homepage heißt, übrigens, die Frage, war damit die Rarebyte-Homepage gemeint oder wearescrewedgame.com? Das kann man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen. Zwei verschiedene, ja. Sollten wir vielleicht reinposten. Ne? Das wäre ein bisschen so lieb und kannst die Links mal reinstellen in den Chat für alle, die gerade nicht im Browser unterwegs sind. Rarebyte. Dass sie nur mal klicken. Ah, Rarebyte. Okay. So, den kriegst du? Krieg ich jetzt wirklich den Güldenen? Du kriegst den Porno-Controller. Also für mich als ausschließlichen VR-PC-Gamer ist das jetzt ein Fremdobjekt in meiner Hand. Ich muss nur sagen, muss mich vorher entschuldigen. Wir hätten noch eine VR-Brille da, so ist es ja nicht. Ne? Aber da wirst du nicht glücklich werden, glaube ich. Alles klar. Gut, das heißt, ich schalte mal um. Zack. Bin ich dann der Haupt... So, irgendwer, genau. Wer noch nicht gejoint ist, einfach mit Start schonen. Das ist so ein Cyberpunk. Der wahrscheinlich nicht angeschlossen ist, der Controller, oder doch? Ja, der ist angeschlossen. Warte mal, sind wir da klar? Da bin ich. Okay. Da bin ich. Okay, aber ich muss nur kurz die Lautstärke wieder ein bisschen hochdrehen, sonst sehen die Leute nichts, Blödsinn, hören sie nichts so rum. Wir können es so laut drehen, dass man es schon sieht. Meine Augen. Sound. So laut. Sound so, 5% kriegst du. Okay. Ja, du kannst es mit dem Beverage fragen. Coffee. Also seid ihr Kaffeetrinker oder nicht Kaffeetrinker? Ich bin nicht Kaffeetrinker. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ja. Okay. Nicht Kaffeetrinker. Nicht Kaffeetrinker. Aber vielleicht Star Trek-Fan. Das geht in Ordnung, ja. Das geht in Ordnung. Ja, dann könnten wir es vielleicht sogar umstellen. Was gibt's für. Ja, dann probier mal. Okay, jetzt will ich es wissen. Ah. Ah, schön. Schön. Genau. Mit B kommst du dann wieder raus. Achso, okay. Nee, okay. Warte mal. Ich glaube, der Controller wird uns nicht glücklich machen. Ich habe noch einen hier. Dann nehmen wir den anderen. Wir sind ja auch. Die Frage ist, wie du mit dem Controller jetzt wieder rauskommst. Aber das werden wir sehen. Also das ist jetzt kosmetisch, das Getränk? Ja, es gibt, man kann ein bisschen was verraten schon, es gibt im Schiff, oder man kann quasi finden für sein Schiff eine Station, die man studiert. Und das ist je nachdem entweder die Coffee Machine oder die Tea Station. Geht 1A. 1A geht das. Okay. Beginnen wir mal vielleicht damit, da rechts gibt es nämlich so eine Umkleidekabine, da können wir uns unseren Charakter aussuchen. Einfach reingehen und mit A kann man dann durchcyclen. Okay. Das bin ich. Das sieht aus wie ich. Ein Punk. Ein alter Mann. Ich glaube, einen alten Mann wäre ich. Ich glaube, der alte Mann, der passt. Okay, dann. Was bist du? Ich bin mit der Emily. Habt ihr da an Diversity gedacht, ne? Scheinbar. Es gibt irgendwo. Ja, es gibt es auf gibt jeden kein, Fall, ja. Keine Schwarzen und keine Japaner. In dieser Version gibt es nur 4 Charaktere. Insgesamt haben wir jetzt aber schon viel mehr und da ist wirklich alles Mögliche dabei, ja. Was heißt viel mehr? Pi mal Daumen, also wirklich nicht. Momentan sind wir, glaube ich, bei 12, 13, 14, 13, so irgendwas, 14. Okay, ja. Cool. Und das ist einer davon, ne? Der, genau, wie haben wir ihn jetzt genannt? Blobby.
Blobby Boar? Nein. Ja, glaub ich glaube, Blobby Balboa. Blobby Balboa. Okay. Ich bin schon drauf gekommen, wenn ich jetzt B drücke, kann ich so laufen. Ne? Ja. Mit B kann man dashen, genau. Mit X kannst du Sachen aufnehmen und wieder hinstellen. Ja, schau, ich kann viel mehr tragen als du. Mit Y kannst du quasi anschauen, was du in der Hand hast oder was vor dir ist. Ich würde mal sagen, ich klicke auf diese Konsole, oder? Genau, da müssen wir mal beginnen und da können wir uns jetzt eine Mission auswählen. Ja. Und oh Wunder, es gibt sogar eine. Es gibt eine. Ja. Alles klar, klicken wir die mal. Es gibt auch ein Schiff. Also ihr habt dann verschiedene Schiffe. Es wird verschiedene Schiffe geben, genau. Momentan haben wir nur das eine, die anderen sind noch gelockt. Ja. Sie haben auch die gleiche Silhouette, ne? Auch richtig, später natürlich anders. Okay, passt. Ja, dann nehmen wir dieses Schiff. Genau. Wenn wir es denn schon zur Verfügung haben und dann müssen wir schon. Dann müssen wir auf die roten Buttons darauf. Auf die roten Buttons. Ja. Du gehörst zu alle dazu in der Brille. Ja, Na, ich bin gespannt. Wollen wir, welche Herangehensweise machen wir denn jetzt? Ja, jetzt müssen wir gar nichts oder müssen wir eigentlich den frischen Tester dürfen wir jetzt eigentlich nicht beeinflussen. Wir müssen eigentlich schauen. Wir müssen eigentlich schauen, was du jetzt machst und was verstanden wird und was nicht. Also ich habe jetzt da jetzt einen Schraubenschlüssel. Ja. Schraubenschlüssel ist immer gut. Das heißt, ich bin der Ingenieur, glaube ich, oder wie? Damit könntest du. Wenn du ihn in der Hand hast, ja, damit könntest du Sachen reparieren jetzt. Ja. Okay. Momentan ist aber nichts kaputt. Und ja, was gibt es noch so zu machen? Eher, das ist Scrappy the Dog. Scrappy the Dog funktioniert so, ich kann alle Items, die irgendwo da sind, kann ich in Scrappy reinhauen. Ja. Der isst das dann weg und dann kriege ich ein bisschen Scrap raus. Das ist die Ingame-Währung. Sollte ich jetzt mal mit dem Schraubenschlüssel wahrscheinlich nicht machen. Den legen wir wahrscheinlich nicht. Super du könntest ihn vielleicht auf die Toolstation, wo du ihn runtergenommen hast, wieder draufgeben, weil dann ist er nämlich fix dort. Okay. Ja, das hat nämlich den Hintergrund. Genau. In meinem Test haben wir so einen Schraubenschlüssel verloren. Wir können, wenn ich jetzt den Schraubenschlüssel da gemeinerweise runternehmen und drop. Jetzt ist er draußen. Wenn man sieht, jetzt neben unserem Schiff, ja, jetzt haben wir wieder reingesaugt. Rechts oben, wo jetzt dieser Einser steht, das wo ist der Schraubenschlüssel ist? Genau, der beim Fenster raus verschwunden. Der ist hier. Rechts oben, wo der Einser steht, das ist die Cargo Entrance. Also alle Objekte, die man einsammelt, kommen dort rein. Und wenn du jetzt diesen roten Hebel daneben bewegst, dann kommt das dort wieder rein über Förderband. Genau, da kommt jetzt der Schraubenschlüssel wieder rein. Okay. Und was ist das da? Das ist eine Kiste. Ja, das kann man natürlich jetzt auch anschauen, indem man hingeht und Ich nehme mal die Bürde des Schraubenschlüssels ab. Okay. Ja. Ah, das gibt man da rein. Sehr genau, gut. Und das ist jetzt schon eine Station, in die du reingehen kannst. Ja. Du kannst mit A reingehen und jetzt siehst du auf der linken Seite, das ist die Außenansicht, da siehst du dieses Turret, das du schon bewegen kannst. Jetzt, Das ist eine Laserkanone, oder wie? Genau, das ist ein Standard-Turret quasi. Oh, geil. Okay. Das heißt, ich bin jetzt der Kanonier quasi. Genau, ja. Ah, da kann ich schießen. Haha, Leon. Ja, und ich bin aber, aber wir sind noch in der Raumstation, das heißt, wir sind noch am Start. Ich glaube nicht, dass du was hinmachen kannst. Aber, also ich habe mal den Pilotensitz jetzt übernommen und du kriegst die ganzen stressigen Reparaturarbeiten. Ich bin jetzt der Reparaturtyp, okay, ja. Besen gibt es auch, habe ich gehört, ne? Ja, genau. Was macht der denn eigentlich? Damit kann man das Raumschiff säubern. Momentan ist es auch nicht schmutzig, aber wenn man das tut, später, wenn wir das dann sehen, dann kriegt man auch, also erstens einmal wird es natürlich wieder schön, weil es sauber ist. Ja, das ist mir ganz besonders wichtig. Ja, ja. Und also für die Monks unter uns, ne? man kriegt aber ein bisschen Scrap auch raus, das heißt ein bisschen Ingame-Währung. Das heißt, Putzen wird belohnt. Das. Putzen wird belohnt, ja. Das finde ich hervorragend. Ja, pädagogisch wertvoll, oder? Mit dem Scrap können wir uns dann was bauen oder reparieren, oder? Das können wir verwenden, um uns dann was zu kaufen in einem Shop. Das ist eigentlich schon ein pädagogisch wertvolles Spiel durch die Belohnung. Aber was vielleicht cool ist, was man ganz gut sieht, wenn du schießt, schieß mal, ja? Es gibt einen Rückstoß, der treibt mich weg. Ja. Wenn man die richtige Waffe hat, braucht man eigentlich kein Engine oder keine Piloten. Wir haben tatsächlich einmal, ich weiß gar nicht, warum wir nicht. Ach genau, mein Controller, da vorne liegt er, den ich verwendet habe zum Testen, der ist mir kaputt gegangen. Mhm. Und dann konnte ich nicht mehr lenken. Ich konnte nur noch Gas geben. Und die Jungs haben mit den Kanonen geschossen in eine Richtung, damit wir gelenkt haben. Das war großartig. Ah, das geht so. Ja? Also quasi, das heißt, du bist jetzt der Pilot. Ich bin der Pilot, ich bin oben in der Mitte an der Konsole, genau. Aha. Das heißt, wir fliegen mal los, hätte ich gesagt, oder? Geht schon los, ja. Links und unten sehen wir die Minimap, wo wir, was wir noch nicht entdeckt haben. In dem Fall gibt es ein Jumpgate. Energie. Genau. Und da können wir uns jetzt entscheiden, wo wir hinwollen. Es ist noch relativ trivial, die erste Entscheidung. Also, warum habt ihr euch für Jumpgate und nicht für Warp Travel entschieden? Naja, eigentlich ist das eine Kombination, weil in Wahrheit ist das nur quasi das Portal und dann warpt man eigentlich woanders hin. Also,
Siehst du? Aber das Wording ist alles temporär. Die haben Astronauten essen, die wissen, was die machen, die Jungs. Das ist jetzt quasi ein Voting, wohin wir wollen. Also, wollt ihr nach Fragment 2B oder Lemon of the Galaxy? Der Name allein ist. Der hat gewonnen. Also wenn ich auf irgendwas schießen muss, sagt's mal, gell? Ja. Am besten auf alles, was sich bewegt. Genau, jetzt müsst ihr in die Station wieder rein. Wieder ans Steuer. Und wir sehen jetzt an der Minikarte, sehen wir ganz gut die Punkte, wo wir hin müssen. Ja? Das Grüne ist böse? Nein. Grün ist eine Wand. Das ist in dem Fall eine Wand. Okay. Aber ja, das ist böse. Da ist schon böse. Ich glaube, ich gehe mal den Schraubenschlüssel lieber holen. Schon so. Ah, siehst du? Ja, abgeschnitten. Ja. Gleich mal was kaputt gemacht. Ja, die Tür ist schon gejammt. Ich war ja beim Bundeswehr bei der Flagge. Ich glaube, das hilft. Ja? Alles klar. Ich glaube an dich. Hier. Schieß. So, Mine, super. Genau, diese Rocks kann man zerstören. Wo bringen die was, die Rocks? Wenn ja, manchmal ist das drinnen. Wir werden gleich eine Kollision haben. Das ist böse, das war ja blau. Ja, das ist blau ist. Und schon geht er los, der Job vom Reparatur. Wo ist der Reparatur? Oh, hast du die Ausweichnummer gesehen? Pass auf. Wo ist die Flak? Yes. Wo ist die Flak? Das ist ein Ziel, ist ein bisschen schwierig, wenn du nicht so bewegst. Schau weg, dieser. Alles klar. So, oder da? Ich gehe da mal Tokyo Drift mäßig hinein, ja? Man nennt mich auch DK. Ich brauche mehr Power auf meiner Engine. Ich sag's ganz klar im Vorhinein. Wir werden einfach auf den drei restlichen Slots nur Engines studieren. Ja, ich bin für vier Engines, ja. Vier Engines. Da sehen wir einen Schlüssel. Ja, genau. Wir brauchen einen Schlüssel, um das Portal zu öffnen. Wir brauchen keinen Schlüssel. Eine puffen. Ist das, warte mal. Kann das man Spiel, probieren, ich bringt das Spiel nur ein bisschen lauter. Ich glaube, es geht noch mehr. Machen wir so mal. Zack. Könnt ihr das Bild von der Couch rechts oben oder unten hin tun? Ich kann es tatsächlich tun, wir es weg dabei, ja? Machen wir es so, wir tun es weg. Man muss nicht immer diese ganzen hübschen Männer hier sehen. Wir können es mal wegzaubern. So. Und. Sollte uns wer vermissen, in den Chat schreiben. Ja, wenn ihr unbedingt wieder, also wenn ihr es nicht mehr aushalten könnt, uns zu sehen. Also uns nicht zu sehen, dann bitte einfach sagen. Wenn wir vorher ein paar Kommentare übersehen im Chat, erstmal Scrappy füttern, genau das. Das passiert nämlich auch oft, dass am Anfang alle in Scrappy was reinhauen und dann hat man keine Start-Items mehr. Dann wird es halt umso schwieriger. Kann aber auch ein Challenge sein, wenn man es will. Wir haben ja eh schon gesagt, ne? Also Challenge wäre schon cool. Ja. Einen Schuss abfeuern, aber... Ich sehe schon wieder meinen neuen Spitznamen, Ranger Man statt Ranger Man. Warte, jetzt so nur mit der Ranch. Das heißt, wir müssen uns mal einen Schlüssel besorgen, ne? Das wäre dann ein Achievement, dann Tipp. So. Viel zu viel. So. Es kam ein bisschen laut jetzt. Ich mach's noch. Also, aber ich habe unbegrenzt Munition, ne? Genau, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin an der Flak gewesen, ich kann schießen. Sehr gut. Aber wir haben die unbegrenzt Munition. So. Ja, je mehr man schießt, desto einfacher ist es zu treffen, ne? Das ist so die Mentalität. Hier, guck, den Brocken kannst du kaputt schießen, Mr. Flagmann. Ja. Ist da Zeug drin oder kann man die einfach nur kaputt schießen? Manchmal. Also Okay. Das Spiel ist ja auch prozedural generiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Spiel, ist es anders. Und kann er andere Problem. Items finden. Und genau. Da ist der Spiel. Top-Down No Man's Sky quasi. Sehr schön. Das kannst du sicher auch kaputt schießen, das Blaue. Ja, das kann man auch kaputt schießen. Das ist ein Kristall. Ja. Ja. So, warte, das muss ich aber jetzt die Stil verkacken. Das voll verkackt. Aber ist ein Diamant, könntest du... Ja, sehr gut. Was kann man mit dem jetzt machen? Das sind Upgrade-Crystals, mit denen kann man später dann die Stationen verbessern im Schiff. Cool. Größere Kanone. Oh, der... Ja, hochleveln quasi, dass sie zum Beispiel mehr Damage geben. Der Rückstoß ist ein Wahnsinn. Oder je nachdem, was das Modul halt ist. Das Ding abschießt oder... Nein, das ist Loot. Ah, jetzt ist unser Fenster kaputt gegangen. Ja, ja. Wir brauchen repariert. Keine Luft, oder? Ist ja. Ich würde aber sagen, gehen wir noch nach links rum, oder? Was wir haben zwar den Schlüssel schon fürs Portal, aber... Wer von euch ist der Completionist? Ist ich schon. Alles muss man sehen. Alles muss... Naja, ich meine, ich habe das eine Achievement schon gesehen, dass du in 10 Minuten die erste Mission durchspielst. Aber da musst du ja richtig Gas geben, ne? Ja, definitiv. So, ihr habt da irgendwo jetzt schon Metal Chunk, das füttert jetzt einfach mal dem Scrappy. Nom. Das schmeckt ihm besonders und ja, wir haben 28 Scrap jetzt. Ich bin schon anvisieren lassen, dang. Ja, bitteschön. Okay, gut. Also bevor ich mir sagen lasse, dass ich ein Completionist bin,
das ist so ein bisschen Schimpfwort, oder? Na, überhaupt, bei mir ist das ähnlich. Ich will auch immer alles sehen und alles entdecken. Das heißt, ich muss mich beim Testen selbst dann zwingen, wenn ich was Spezielles testen will, dass ich nicht alles aufdecke, sondern dass ich eher so quasi keine Zeit verschwende. So, gut. Das heißt, wir gehen hier, wir sperren auf unser intergalaktisches Tor mit einem normalen Schlüssel. Genau. In dem Fall haben wir jetzt sogar keine Wahl. Aber wir müssen tatsächlich dasselbe Event das Gleiche, ne? Aber ich bin trotzdem für da drüben. Miau. So, und jetzt ist das erste Mal, wir sind jetzt quasi in diesem Warp-State, also wir bewegen uns von einem Level ins andere und da kann man jetzt upgraden, ja? Mhm. Wir haben ja vorher diesen Upgrade-Crystal gesammelt. Genau. Und den können wir jetzt da in den Turret reinwerfen. Der Computer ist im Übrigen ultra süß. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Beim ersten Durchspielen ist es mir nicht aufgefallen. Hier. Soll ich jetzt putzen? Ja, geh mal putzen, während wir hier männlich erwachsenen Entscheidungen treffen. Das war sehr sexistisch. Tut mir leid. Okay, wollen wir was upgraden? Oder wollen wir können aufgeben? Wir können die Kanone, ne? Mehr können wir können momentan eh nur die Kanone upgraden. Ich würde schon sagen, dass wir das vielleicht machen sollen. Dann ist die Fire Rate etwas höher. Mit A. Genau. Jetzt sind wir da ein Level höher. Gute Nächstes Arbeit. Upgrade 3, Upgrade Crystals, cool. Die haben wir jetzt natürlich noch nicht. Okay. Im Chat sagt wer, Completion ist jetzt eher eine positive Eigenschaft, wenn man sich die Entwicklung der Gaming Community anschaut. Da ist was Wahres dran, ja. Das stimmt, ja. Ich bin da blockiert. Eigentlich stimmt's, ja. Achso, ich kann da jetzt noch nicht rein, weil wir noch im... Genau, wir warpen noch. Wir haben also... Wenn wir jetzt weiter wollen, dann müssen wir alle in den Pilotensitz. Ja, ich bin bereit. Ich freue mich auf eure großartige Unterstützung. So, haha, alles klar. Verteilt euch auf eure Positionen. Alarmstufe gelb. Also bin ich noch immer der Reparaturtyp. Magst du was anderes machen? Ich kann gerne, warte, ich mach mal. Soll ich mal? Ja, mach du mal. Komm, ich werd dafür jetzt so schnell fliegen, dass richtig viel zu reparieren ist. Alles klar. Oh, Sekunde. Such dir gleich mal die erste Wand, ne? Ich muss das wichtig umstellen. Ja, ich muss jetzt auf Tank umstellen. Sonst verpacke ich das nicht. Also wir haben wirklich diese zwei Steuerungs. Kannst du es gerne so lassen, mich stört das ganz und gar nicht. Nein, das ist eben pro Controller, also das kann jeder für sich umstellen, ja. Pam! Achtung, du hast das genau in die. Ich hab gehört, ja, wir haben ja eben in der repariert, oder? Ja. Ich muss die Tür aufmachen hier kurz. Ah, da ist ein Crystal. Wie kann ich eine Tür aufmachen? Ja. Die Tür, die gejammt ist, mit dem Schraubenschlüssel reparieren. Ja, die ist. Ja, so jetzt ist sie. Ja, wir haben ein bisschen Feuer jetzt. Ich weiß, ich wollte auch einen PvP-Mode für das. Kann ich ja nicht aufmachen, wenn ich den Schraubenschlüssel in der Hand habe? Nein, du musst den Schraubenschlüssel weglegen. Oh shit. Du wirst gleich verbrennen, gell? Aber ist okay. It's fine. Da hat er getrickst mit der Tür. Haha! Ja. Pro-Strats. Pro-Strats. So, dann Scrappy, alles wird gut. Bist ganz ein lieber Junge, Scrappy. Wir haben eh schon wieder den Schlüssel. Ja? Aber wir wissen noch nicht wohin, oder? Genau, naja, wir müssen jetzt. Oh, da oben ist noch ein Schlüssel. Es gibt nur Böse. Achso, okay. Gibt's keine Freunde der Galaxie. Es gibt schon Freunde. Aber das ist aber jetzt keiner davon. Ja, das ist keiner davon. Es gibt Freunde, echt? Ah. Du schaffst das mit Mr. Flackmann. Sehr gut. Aber da oben haben wir schon wieder zwei Items jetzt. Ja, ich drop mal den Schraubenschlüssel hier. So, zack. Mal schauen, was da unten ist. Was haben wir denn hier schon bekommen? Casino, oder? Miau. Das Caesars ist der Shop. Also da kann man uns dann was kaufen. Es ist übrigens eine gute Idee, noch ein bisschen zu schauen, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Jetzt haben wir 80. Da fliegen wir noch links rauf, da kann man noch, da wo ich hinschieße. Ja, fliegen wir mal zuerst in das andere rein und schauen, was dort ist. Und dann kommen wir zum Shop zurück. Ich bin ganz deiner Meinung. Oh, Captain, mein Captain. So. Ich schieße immer so prophylaktisch. Okay, da ist das Portal. Das braucht zwei Schlüssel. Haben wir zwei Schlüssel. Wir haben zwei Schlüssel, aber wir wollen eigentlich schon in den Shop, oder? Ja, wir gehen mal in den Shop, ja. Schauen wir, was da ist. Ist hier noch irgendwo was? Ah, okay. Er wollte es wissen, oder? Es wurde beantwortet. Oh nein, er hat meine Tür kaputt gemacht. So, ich werde da mal ein bisschen rumnavigieren, damit wir da... Au. Ja, das sind viele. Du reparierst ja eh, oder? Ja, kommt ja. Ich darf auch zu aufpassen. Ja. Das ist, ich bin. Alle Türen sind kaputt, ja? Nur mal so. Ach, der dritte ist gleich kaputt. Warte mal jetzt, das sammeln wir noch auf. Ja, okay. Da ist noch was zum Aufsammeln. So, jetzt sollten wir schauen, dass wir noch ein bisschen mehr
in den Scrappy reinhauen, was wir jetzt da bekommen haben. Ich weiß nicht, wo ist es denn hier kaputt gerade? Ich sehe nichts. Oben. Oh, das Ding ist. Genau, das ist ja, kaputt, oben die okay. drei. Also eine Wand ist quasi ein kleiner Balken auf der Lebensanzeige. Okay, und alle Balken sind alle Wände zusammen, oder? Genau. Was ist, wenn ich immer nur rechts aufschlag? Verliere ich dann Leben für die Wände, die links sind, sozusagen? Ja, es ist als Teil, also wenn du jetzt rechts die Wände kaputt hast schon, dann geht es quasi weiter im Kreis. Dann geht's. Okay, ja. Okay, verstehe. Wir könnten schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Kohle machen. Wir haben hier noch drei Items, ja, warte. Ja, und ich das mal Schiff ist so schmutzig. Ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das Schiff ist so schmutzig. Wow! Au. Was macht ihr denn? Wer hat euch denn gesagt, macht alles kaputt? Ich bin eingesperrt. Ich kann nicht helfen. Ich bin eingesperrt. Jetzt machen wir die Gegner da noch fertig und dann gehen wir in den Shop, oder? Ja. Au. Oh, ja, irgendwer muss da jetzt reparieren anfangen. Ja, ich bin eingesperrt gewesen. Bis gerade eben. Aber du hast. Okay, ja. Ah, flieg nicht weg, ich mach ihn ja ganz kaputt. Sekunde. Denk. So, sehr gut. Einer noch. Boah, echt jetzt? Macht ihr mir echt die Tür hier kaputt? Ah! So. So. Der ist kaputt. So, reichen wir gegen aus. Und. Jetzt kann ich den nicht. Ich kann die Tür nicht mehr schließen. Oh nein! So. Okay. Ich glaube. Soll ich dir reparieren helfen? Nein, wir haben nur einen Schraubenschlüssel. Wir haben nur einen Schraubenschlüssel. Wir könnten aber einen nachproduzieren, aber es kostet halt 50. Nein, das passt schon. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Wo ist der Schlüssel? Sollen wir in den Shop reingehen? Ich meine, die 220 kann man sicher schon was kaufen. Lass mich mal putzen. Ja, ich kann ihn nicht aufheben. Ich will die Tür nicht aufmachen. Ah, hier. Ha, ich habe ihn. Passt. So. Aber du kannst gerne mal den Besen dir schnappen. Du kannst mir helfen beim Putzen. Während ich hier. Ich schau, halt noch, ja, ne? Ich schau mal kurz, was da. Achso. Haha. Feuerlöscher. Warte mal. Wo soll ich putzen? Warte, ich muss kurz. Irgendwer sollte das Fenster reparieren da rechts, weil sonst können wir das nicht reinholen. Oh. Ja, ich krieg Geld fürs Putzen. Das ist das Beste, was man kann. So, da ist er, der Mr. Handyman. Super. Blitzeblank. Ja, wunderschön, hey. Beim Pilotending fehlt noch was. Da kommen schon die nächsten Gegner. Also ich fliege mal ein bisschen im Kreis dabei. Ja, also wir können auch schon einkaufen gehen, wenn ihr wollt. Ich bin schon bemannt da. Au. Oh, dann ein Laser. Kriegen wir dann auch einen Laser. Okay, warte. Ich komme nicht mehr zum Schraubenschlüssel. Dammit. Verliert man als. Kann man sterben als Charakter, wenn es brennt? Als Charakter kannst du nicht sterben, aber das ganze Schiff kann quasi sterben. Also. Da müssen wir halt von vorne anfangen. Oh, wir haben ihn gerammt. Ja, wir haben ihn gerammt. So. Da brennt. Bin schon dabei. Jetzt haben wir den Besen verloren. Wo war? Nein, der ist doch. Nein, der ist der nicht hier auf der Station? Na, jetzt ist er wieder. Geputzt. Gibt schon langsam. Aber ich finde, diese Putzanimation ist wirklich putzig. Das ist super putzig, oder? Das Reparieren macht auch irrsinnig Spaß, obwohl es so ein nerviger Job sein sollte. Also putzen ist lustig. Putzen. Wir können auch sagen, ja. Ich sage nur einer, dass das nicht pädagogisch wertvoll ist. Also auch das Lust Reparieren, das ist so Pong Pong, das macht Spaß. So, sollen wir in den Shop gehen? Oder wolltest du jetzt erst noch Sachen verschrauben? Die fünf, okay. Ja. Okay, ja. Hilf mir mal alle runter. Also ich bin ja du kannst gespannt, wann der erste Augmented Reality Besen rauskommt. Da kommen wieder Gegner übrigens. Irgendwer auf Gefechtsstation wäre nicht so schlecht und irgendwer. Ich bin mal eingestiegen ins Cockpit. Ich schieß mal da. Oh. Ich mach nur Abstand, ja. Magst du schnell rein switchen in den ins Cockpit? So, na, passt schon. Ich mach da mal kurz die Tür auf. Ja. Irgendwann das Fenster. Damit ist das ein Fenster? Das ist eigentlich ein Fenster, ey. Warum hat ein Raumschiff Fenster? Naja, damit. Zum Rausschauen. Damit man rausschauen kann. Was willst du, Frischluft kriegen, oder? Ich glaube nicht. Verbraucht die Luft hinaus. Oh, da ist eine Bombe.
So, jetzt haben wir eh schon sehr viel Kohle. Jetzt könnten wir eigentlich wirklich in den Shop gehen. Da unten ist noch einer, den kriege ich noch. Ich bin gerade im Platz. Ich bin am Weg. Hier. Komm, wir machen einen. Wie nennt man das? Wenn die Gangster. Ein PK-Manöver. Ein Drive-By-Shooting. Ein Drive-By-Shooting. Pass auf. Siehst du, ja, voll PK-Manöver. Und jetzt Drift drüber. Boom. Oh, Drift. Hast du es gesehen? Keiner hat es erwartet, den Drift. Make it so. Achtung, Bombe explodiert. Boom. Schau. Komm, pass auf. Wir driften ihn kaputt, okay? Bist bereit? Es sollte echt mehr. Ich fände das, es erinnert mich ja ein bisschen an Black Wake und so, an diese Spiele, wo man im Multiplayer quasi ein Schiff steuert, also in der Piratenzeit quasi. Mhm. Was auch immer die Piratenzeit ist, weil es heute auch noch theoretisch Piraten gibt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Mit Segelschiffen und anders, also das könnte ich mir auch ganz cool vorstellen, wenn es dann Versus-Modus tatsächlich geben. Ich weiß, es ist ein Koop-Spiel, aber... We are screwed 2. We are screwed against each other. Oder we are screwed 2 eigentlich. Oder so again, we are screwed again. Wir haben eigentlich gesagt, we are screwed 2 oder we are screwed. Weil we are. Oh, das wäre cool. Das Piraten-Setting hat mich einfach aus der Verfassung gebracht gerade. Geh mal in den Shop. We are screwed. Hier, Shop. Alles klar. Ich pack mich mal ein. Ey, we are screwed. VR. Ja, das funktioniert Screw. Auf so vielen Ebenen. Ja, großartig. VR Screw. Ja, ist auch cool, Tenduro, ist auch cool. So, was haben wir hier? Ich will shoppen. Power Loader. So, Power Loader. Das ist im Prinzip sowas wie ein Hamsterrad. Mhm. Das ist nicht so cool, oder? Das Hamsterrad ist, du kannst quasi reingehen und du kannst dann zusätzlich Energie erzeugen und dann bewegt sich das Schiff schneller und du hast den Trail of Death. T-Station. Genau, jetzt sind wir in der T-Station. Brauchen wir die da? Ja, mit der T-Station laufen wir alle schneller im Schiff. Okay, na gut, das ist jetzt für meine... Ich bin noch nie schneller gelaufen, weil ich Tee getrunken habe. Sie sind nur abgeleitet von der Coffee-Maschine. Ja. Ja, und natürlich alles geht schneller mit Kaffee. Mhm. Und weil wir so inklusiv sind, funktioniert dasselbe mit der T-Station auch. Könnt ihr euch von Red Bull sponsern lassen. ja, finde ich alles nicht überragend eigentlich. Turret haben wir eben schon. Turret haben wir schon. Ich würde auf jeden Fall das Upgrade-Case nehmen. Ja. Soll ich mal? Hier. Wir haben so viel Kohle, wir können eigentlich... Wir können alles kaufen. Wir können es ja... Also, wir können ja später das wieder austauschen. Man kann ja die Module wieder abbauen. Okay, ja. Und verkaufen auch noch um denselben Preis? Oder verlegen wir da Geld? Verkaufen kannst du nicht. Ja, aber du kannst sie scrappen. Ja, aber da kriegst du nicht gleich viel raus. Kriegst nicht Geld? Na. Nicht das Geld oder gar keins? Da kriegst du schon Geld raus, aber nicht den Kaufpreis. Okay. Wollen die wieder unser Gesicht sehen, damit die wissen, wer gerade redet, oder? Ich weiß nicht, wir können unser Gesicht mal wieder einblenden, weil wir so hübsch sind. Wollen sie unsere Gesichter sehen oder nicht? Hi! Wir können es auch ganz kurz groß machen, warte. Hallo! Aber wir gehen eh wieder zurück ins Spiel, keine Panik. So, also Hamsterrad, ich weiß nicht. Hamsterrad klingt aber cool. Wenn du dein Auto in deine Hut wirfst, kriegst du deine Kohle auch nicht zurück. Gut beobachtet, ne? Du, ja. Also ich habe auch noch nie, wenn ich meinen Hund ein Leckerli gegeben habe, irgendwie einen Euro zurückbekommen. So. Funktioniert das vielleicht mit zwei Hunden? Also eigentlich können wir uns alles leisten. Eigentlich können wir uns alles leisten, so wenn ich das jetzt so überschlage. Aber ich finde es nicht so sexy. Also den Tee können wir nehmen, um Style-Punkte zu kriegen, wenn ihr wollt. Ja, den Tee, sich schneller bewegen im Schiff ist schon cool, weil dann kann man schneller von einem Ende aufs andere gehen. Also ich finde das Hamsterrad eigentlich auch nice. Du machst das Hamsterrad, ja, aber stehst du drinnen. Ja, das kann man schon machen. Du stehst drinnen. Du kriegst oder kriegt man dann eine zweite Kanone? So, dann. Genau, aber das ist dasselbe Turret, das wir schon haben. Es gibt andere. Es gibt dann später andere. Es gibt Laser, Torpedos und den ganzen... Ah, coolen. Torpedos. Ich mag Torpedos. Du magst Torpedos? Ja, ich würde sagen, das Hamsterrad nehmen wir schon. Okay, dann machen wir Hamsterrad, alles klar. Also wenn es gerade nichts zum Putzen gibt, kann man ins Hamsterrad. Aber wir können natürlich eigentlich den Turret auch noch kaufen, weil dann können wir zu zweit schießen. Wir können es ja später wieder wegnehmen. Ja, dann komm, wir sind Big Spender heute. Heute sind wir Big Spender. Wir sind Completionists, habe ich gehört. Das heißt, wir werden Geld ohne Ende. Außerdem mit zwei Kanonen können wir doppelt so viele Schiffe abschießen. Wir werden es, wenn wir wirklich... Oder gleich viele in der halben Zeit. Genau. Ja. Es gibt schon Beschwerden, die Minimap ist nicht sichtbar, weil... ich tue es... Oh, wir sind schon... Es ist Schluss. Wir können natürlich auch kurz passieren. Gibt es rechts unten hin, wenn du das kannst? Kannst du das umstellen? Müsste ich jetzt aber vorgehen. Ich stelle es einfach aus, es ist eh... Die Leute haben eh schon gecheckt, was wir für Stimmen haben, nehme ich an, die jetzt dabei waren bisher. Cam minus, here we go. Das ist völlig in Ordnung.
Ja. Solange keiner von uns die Sing-Stimme verwendet. Die Sing-Stimme? Ja. Hast du eine Sing-Stimme? Bitte. Zum Glück nicht. Wo ist das? Freizeit abgekommen. Eine. Zweite Turmbühne. Warte, wir gehen mitten durch. Also, ja, ich muss erst installieren. Achso, das ist jetzt die T-Station, das ist aber super, weil das laufen wir dann schneller. Ja. So. Kannst du dann noch immer sprinten? Ja, es geht alles schneller. Das ist jetzt das Hamster Wheel. Wo ist mein Flaggschütze? Ja, aber das ist jetzt das Hamster Wheel erst. Wo ist mein Flaggschütze? Da schütze ich schon. Flaggen. Sekunde, bitte flacken Sie ein bisschen mehr, Herr Flaggschütze. Au. Oh. So, aber jetzt. Gebt's ihm, volle Breitseite. Also ich muss ehrlich sein. Erster Eindruck, das ist... Oh, habt ihr gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Also mindestens... Leider nicht gesehen. Gerade weggeschaut. Du musst ja das Ding da holen. Ich hol mir das Ding da. Also von dem Relax-Calm-Down-Effekt ist das Spiel mindestens genauso chillig wie Slither.io. Ja, es ist vor allem, weil links das ganze Raumschiff brennt. Ne? Ich glaube, wir sollten du roamst durch das Universum und Feuer schimmern. Das ist geil. Es hat mich gerade so brennt, wie wir. Ja, das ganze Raumschiff brennt. Es ist schon chillig. Eigentlich ist es hot. Wohlig warm im Raumschiff. Alter, ja, sagt er, während das ganze Schiff brennt. Genau. So, ich fahre mal im Kreis, nur für den Fall, dass irgendwas kommt. Repariert ihr mal. Ich schieße im Kreis. Du brauchst nicht schießen, wir haben keine Gegner. Ich geh mal kurz ins Hamsterwheel. Hamsterwheel oder putzen? Ja, jetzt kommt Hamsterwheel. Also was macht das Hamsterwheel jetzt? Was sind wir schnell? Ja. Holy shit, sind wir schnell. Wären wir schneller. Oh, das ist aber gefährlich auch. Und dahinterhalb ist der Trail of Death. So. Das heißt, wenn da wer raufkommt, dann nimmt er Schaden. Aber die bewegen sich so langsam, die Schiffe, ne? Deswegen finde ich es nicht so effizient. Kannst du es steuern, wann das fertig ist, der Train? Nein, es gibt dann quasi einen Fortschritt. Warte, das heißt, ich müsste hier diesen ich hier machen, oder? Reparieren. So. Warte Sekunde. Was hat das mit der Tiefe da herumgeschissen, muss ich sagen. Okay, reparier mal. Okay. So, Ausweichmanöver Alpha PK 5. So. Ich habe jetzt irgendwas gesagt, aber ich hoffe, es ist. So, jetzt Trade of Death. Ja, gut, das war jetzt zu spät. Die sind zu langsam, die Gegner. Oh shit, kurz nicht aufgepasst. Ich habe uns mal eingepackt. Advent, mein Raumschiff brennt. Schießt uns weg, danke. Ja, wir können dann so auf die Seite drehen. Danke. Machen wir wieder Zugriff. Ich hätte gesagt, wir gehen zum Portal, oder? Während das Raumschiff mal repariert wird. Während ich das Raumschiff reparieren darf, genau. Vielleicht, wir hätten auch noch einen Besen zur Verfügung. Ich muss schießen, sagt er. Magst du mal steuern, das Schiff? Ja, tauscht. Ich bin gerade so im Schussmodus, aber jetzt, wo es friedlich ist, traue ich mir das zu. Ja, mach mal. Ich gehe dabei putzen. Aber da warte, bei mir ist dreckig, bitte. Meine Kapitänskabine ist dreckig. Kannst du da vorher... Ja, bin schon am... Also sonst kannst du nachher nicht mehr putzen. Ja, schau, ich wähle mal durch hier. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Wo ist denn der Besen jetzt hin? Der Besen ist... Also der klebt da an der Wand. Achtung, irgendwer schießen! Schießen ist okay. Achso, ja, das schießen. Das sind zwei schon. Wie schieße ich überhaupt? Ja? Mit A, ja. Also das ist jetzt ungewohnt. Kann ich irgendwie einen Boost machen oder so? Nein, du bist einfach der du bist. Ah, ich bin jetzt weg. Oh, der kassiert. Oh, da wird gleich was hinten einschlagen. Zack. Wo ist unser Pilot? Ja, er ist gerade ins Hamsterrad, Entschuldigung. Warum? Das ist keiner steuert. Wer ja, jetzt steuert schon wieder. Aber... Alles klar. So. Komm, wir gehen Angriffs. Alpha, Charlie, Zulu und so weiter. Die ganze rechte Seite ist kaputt. Das ist ein Gerücht. So, wohin wollt's? Oh, Waste Aliens, Space. Aliens. Oder bester Name, meiner Meinung nach. Nuclear Waste. Wow. Es muss Alien sein, eigentlich. Also wir haben ja den Area 51 Raid erst gehabt, ne? Vorgestern? Ah ja. Haben die das jetzt echt gemacht eigentlich? Ja, es sind irgendwie... Gestoppt worden. Gestoppt worden. Was erwartest du, wenn es dein Area 51 Raid ist? Sorry. Aber ich glaube, es hat keine Toten gegeben. Ich glaube, die waren alle... zu sehr vernarrt in ihr Anime-Movement. So, jetzt können wir... Ich habe eigentlich erwartet, weil das amerikanische Heer hat ja angekündigt, dass sie... sie haben das ja ganz subtil gemacht. Sie haben irgendwie nur gepostet, wie so eine Art Szenen, wie die quasi so ein Rundown macht.
über ein definiertes Gebiet und hat gesagt, we are waiting. Also, warum? Jetzt können wir mal fertig reparieren. Haben wir zwei Besen? Wir haben zwei Besen. Wir haben zwei Besen, ja. Wir haben einen Scrappy, Besen irgendwo aufgenommen oder Scrappy so. Hier, bitte schön. Nein, wir können wir zu zweit putzen, geht schneller. Nein, ich will nicht zu zweit putzen. Wir haben nicht was, volles Leben, ja. Was wollen wir denn upgraden überhaupt? Den Besen. Den Besen kann man nicht upgraden. Würde ich mal drüber nachdenken in der Entwicklung. Der Besen wird größer. Ein Staubsauger. Ein Staubsauger. Das ist gar nicht so weit hergeholt, die Idee gibt es nämlich. Ja, wirklich? Ja, so wie der Roomba, der dann quasi automatisch durch den Schiff... Ah. Also gibt es noch nicht, aber die Idee gibt's. Bräuchte einen sexy Namen dann. Irgendwo fehlen mir zwei Reparaturen. Oder Product Placement. Oder das. Ja, fragst. Und dann geht ihm gleich nach einem Raum der Akku aus. Frag's mal Dyson oder irgend so wen. Oder Kercher. Kercher. So ein richtiger Kercher. Ja. Holy shit, das wäre cool. Weil dann könntest du wirklich die Leute, dann würdest du die Leute auch wegschieben quasi. Das wäre. Und du könntest Feuer löschen. Ja, das stimmt, ja. Und er könnte Rogue gehen, wenn er infiziert ist. Ein infizierter Kercher. Er isst Menschen und auch. Der Kercher auf dem. Wir sind hier im Weltall, hier ist alles Menschen. So, Upgrade. Was upgraden wir? Vier Diamanten haben wir. Ich finde das Rad nicht cool. Ich finde das Rad super cool. Ich finde. Aber wir sollen ja den Chat entscheiden lassen. Ja, Chat, bitte entscheidet. Was sollen wir upgraden? Ihr seht eh, was wir haben. Turrets, T-Station und Power Loader. Ihr könnt frei entscheiden, was ihr denn upgraden wollt und wir werden uns eurer Entscheidung beugen. Ich würde, also wenn es die Coffee Machine wäre, würde ich sofort die Coffee Machine upgraden, damit man noch schneller laufen kann. Ist das bei der T-Station nicht so? Doch. Aber es ist nicht so cool, oder? Es geht jetzt ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Eine Coffee Station würde ich upgraden, ja, T-Station nicht. Aber was ist dann eine upgegradete T-Station? Ist die dann noch heißer oder? Noch schwärzerer Tee. Noch schwärzerer Tee. Ja, ja. Kennst du diese, die haben ja eh diese schwärzeste Farbe der Welt sozusagen, ne? Wo sie streichen und das absorbiert 99,9% allen Lichts und ist das schwärzeste Objekt, das es gibt auf der Welt. Aber es ist doch diese patentierte Farbe, die darf keiner verwenden. Du hast irgendwas abgegradet, oder? Was hast du? Hast du wenigstens die T-Station abgegradet? Du hast nicht die T-Station. Ich habe unabsichtlich den Turret. Neff, das ist die beste Idee. Wir sollen einen kugelförmigen Roomba machen und ihn Dyson Sphere nennen. Oh. Warte, können wir bitte ihm einen Slow Clap mit Kamera geben? Warte, Kamera, warte, du kriegst die Kamera mit dem Clap. Moment, hier. Und wir klatschen auch alle im Takt, wie du mitbekommst. So typisch österreichisch. Wir sind so sehr im Takt, wie wir unser Raumschiff auch managen. Dyson Sphere, hey, Dyson Sphere, das ist schon... Von mir drei goldene Sternchen. Aber, wir sollten die T-Station upgraden. T-Station, haben wir denn noch? Oder ja, wir haben noch einen Upgrade-Punkt. Einen, dann machen wir den einen, ja. Nachdem du hier einfach in eigenem Interesse deine... Ich werde jetzt einfach schauen, dass ich dann genau in den Turret reingehe und nie mehr wieder rausgehe. Ja. Aber was kann ich? Ist egal. Der schießt jetzt schneller quasi, ne? Ja. Das schießt jetzt schneller. Ja, höhere und stärker. Genau, ja. Oh. Ja. Also wann auch immer ihr ready seid, ne? Ich war schon hier oben. Also da muss man da her. Ja, beim traurigen Roboter musst du hin. So, jetzt brauche ich noch sein Seilerbrust. Cheers. Cheers. Ich will Pilot sein. Treasure Chest. Pass auf, wie ich da. Oh. Ja, fast mal die erste Seite bekommen. So, soll ich lieber schießen? Ja, dann machen wir mal schießen. Okay. Warum bewegt sich das Auto? Schießen Sie die Wand zurück, gell? Mit jedem Schuss. Ach, boah, der Rückstoß ist ja stärker, oder? Ja. Boom. Oh, jetzt bin ich ausgesperrt. Ausgesperrt? Oh, das war. Ja, ich wollte eigentlich zur Ranch, die ist in der Mitte, aber. Schau, hast du den Piercing Shot gesehen? Ich hab was gesehen, ja. Damn. Also ist tatsächlich. Warte, da unten liegt noch was zum Einsammeln. Sorry, wir fahren schon hin. Loot, ich habe schon gehört, Loot ist wichtig. Hier, komm. Aber wenn wir mal daneben schießen können. Wir sollten einen Schlüssel suchen, dann können wir die Treasure Chest aufmachen. Ja, komm, gib den Ding. Da ist der Schlüssel, bitteschön. Ah, die neue Kanone. Ein Schlüssel jetzt, und hin zur Treasure Chest, dann können wir sie öffnen. Sie ist auf der Minimap. Ein bisschen weiter, da wo wir angefangen haben, da runter. Ja, oh, schieß mich nicht in die Wand. Jetzt kommen die klassischen Fragen. Gibt es schon eine Release-Date? Und Neff hat schon beantwortet, soon, Trademark. Aber nächstes Jahr stimmt, ja. Du könntest tatsächlich auf Steam auch schauen, da ist diese geile Antwort mit dem Coming soon to your multiverse.
finde das großartig. War das deine Idee? Schmückst du dich einfach mit fremden Federn? Ich schmücke mich mit halbfremden Federn. Okay. Also an welche Plattformen kommt das eigentlich dann? Also ist das PC oder? PC und Konsole. Welche? Alle? Alle, ja. Also wir haben es vor, auf alle zu bringen. Wir wissen noch nicht, ob es jetzt gleichzeitig sein wird. Wir sind gerade irgendwie so in Gesprächen auch mit Publishern. Es wird sich noch entscheiden, ob wir es mit einem Publisher machen oder ob wir alles selbst machen. Es gibt aber schon eine Steam-Page, also man kann schon suchen nach We Are Screwed auf Steam und man kann schon Wishlisten. Warum schießt du auf die Kiste? Also alle, die es noch nicht gemacht haben, Wishlisten. Das ist echt cool. Wishlisten ist super, ja. Ich glaube, ich habe 300 Titel auf meiner Wishliste mit drin. Hey, diese Ausweich-Skills! Also wir sind ja in einer Wir sind ja in einer Challenge. Sind wir in einer Challenge? Wir sind in einer Challenge jetzt. Was heißt, wir kommen aus dieser Barriere da nicht mehr raus. Es sei denn, wir erledigen alle Gegner da drin. Da hinten drinnen ist ein Loot. Ja, da müssen wir aber alle Gegner erledigen. Ja, die Mine ist auch ein Gegner, genau. Challenge complete! Und jetzt kriegen wir da... Ich kämpfe tatsächlich gegen seinen Rückstoß extrem an. Genau. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt haben wir ein cooles Item. Schauen wir mal. Schieß mal ein paar Mal. Schieß ein paar Mal. Ah! Alter, muss drehen. Siehst du das? Siehst du das, wie krass das ist? Wir haben einen Mortar gekriegt jetzt, weil wir die Challenge geschafft haben. Weg mit dem Rad, oder? Entweder weg mit dem Rad oder weg mit dem anderen Turret. Was wollt ihr? Weg mit. Schieß mir mit zwei Turrets? Nee, aber wenn du jetzt. Wir können uns mal wohin stellen und das, alle drei schießen. Wenn du das Hamsterwheel abmontierst, dann haben wir aber ein Rad ab, gell? Just saying. Warte. Du kriegst jetzt von mir. Wir werden währenddessen belagert. Ich hoffe, du kriegst das mit. So. Aber Priorität. Ja. Ich komm nicht ins Cockpit. Breitseite, Achtung. So, zack. Ihr habt repariert. Bau jetzt den Turret. Wir fliehen. Bau jetzt den Mortar da auf, ganz schnell. Alpha PK 3, 5. Turret können wir vielleicht später scrappen. Wir müssen mal sein. Und saugst den Turret raus. Ja, der ist jetzt da hängen geblieben. Ich repariere mal kurz. Wenn wir das tatsächlich, was ihr noch nicht wisst, wir werden in den nächsten 1-2 Wochen. Man munkelt, wir werden in den nächsten 1-2 Wochen ein Studio kriegen für uns. Abseits dieses privaten Wohnzimmer-Settings, das wir jetzt gerade haben. Und da wird sich meine Freundin extrem drüber freuen. Und vielleicht könnte man dann ja mal in VR zu dritt oder zu viert Star Trek Bridge Crew machen. Das wäre doch sexy, oder? Das könnte man wirklich mal machen. Vielleicht hat der Rainer dann auch wieder mal zufällig einen Wien-Termin. Das wäre schon cool, ja? Also eigentlich dadurch, dass er VR ist, kann man ja... Also wir werden in die Ankündigung würde ich auch reinschreiben VR, also VR. VR Screw. Weil das wird wirklich zutreffen. Da wird sich der... Achtung! Ich werde mal den Mortar ausprobieren, gell? Bitte, jetzt Mortar an Sie. Boah! Das war's? Ja, also... Können wir uns da selber auch wehtun damit? Nein, mit dem... Mit dem Mortar? Nein, mit dem Mortar. Aber mit dem Torpedo, oder? Mit dem Torpedo geht das, ja. Schieß mal mit dem Mortar. Ich war vorher im Stress, wie das geht. Bitteschön. Und kannst du selber sagen, wo der explodiert, oder explodiert der quasi immer in dieser gleichen Reichweite? Entweder Maximalreichweite oder wenn er auf ein anderes Objekt trifft. Okay. Also das ist quasi ein Guided Missile Mortar. Habt ihr euch für Steam entschieden oder auch für Epic und so weiter? Ah, gutes Diskussionsthema. Epic, ja. Was hältst du von Epic? Ehrliche Antwort. Ja? Weil so viel wegen den Exklusivdeals geredet wird, wahrscheinlich das dieses Thema. Das ist ziemlich gehatet. Also aus Entwicklersicht, gerade als Indie, muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, einen Epic-Exklusiv-Deal zu kriegen. Ja, Geld ist auf jeden Fall am Tisch dann, ne? Weil Epic hat halt schon Kohle, ja. Und sie sind auch gewählt, es auszugeben. Muss man ehrlich sagen. Das auch. Das heißt, als Entwicklersicht muss er eigentlich das anders bewerten als jetzt aus Spielersicht. Ja. Wobei. Ich persönlich finde es tatsächlich aus Spielersicht auch gut. Weil du dann wegkommst von dieser Steam-Monopolstellung, die es halt einfach gibt. Das stimmt natürlich. Es ist halt für einen Entwickler immer wichtig, dass die eigenen Spiele sichtbar sind irgendwo. Ja. Und auf Steam gibt es halt so viele Games. 1 Million Spiele. Und hast du dich mal in die Tiefen verirrt des Steams? Wirklich, welche Titel es denn da gibt? Da gibt es so viel Spiele. Ja. Das ist unglaublich. Ja.
Das ist, war dann auch die Diskussion mit Steam Direct, ja, wo man ja quasi ein bisschen was zahlt jetzt, damit man Titel reinstellen kann. Meiner Meinung nach ist das viel zu billig. Weil, also, wie funktioniert das? Das heißt, man zahlt quasi als Entwickler, ja, dafür wirst du quasi weiter oben gelistet. Nein, nein, um überhaupt zu veröffentlichen auf Steam, ah, okay, gibt es halt Steam Direct, da zahlst du quasi pro App oder pro App-ID, zahlst du einmalig, ich glaube 86 Euro oder so, und dann kannst du dann Titel reinstellen. Meiner Meinung nach viel zu billig, ja, weil dadurch hast du eigentlich nicht die Hürde, dass du richtig... Du hast lauter Schrott, ja. Ja, so schrottige Sachen kommen halt. Man muss ja nur einmal suchen, man muss ja nur... Ey, der Rückstoß, ja, ist ein Wahnsinn. Ich meine, viel schrottige Sachen heißt aber auch, weil unter viel Schrott ist dann vielleicht eine Perle von so einem, der sich sonst nicht leisten kann. Aber die sind nicht sichtbar. Du findest die Perlen ganz schwer. Das ist halt wirklich auf Steam, es ist wirklich krass, du findest Spiele. Ja, deswegen gibt es solche Sendungen da wie Preplay TV, damit man quasi einfach... Ja, also die 10 oder die 20, die da jetzt zuschauen, die werden es auch sehen, ne, aber... Also das ist eine Perle, muss ich echt sagen. Das wird richtig, also ich freue mich wirklich drauf. Ich will jetzt hier keinen Honig ums Maul schmieren, aber es ist ein richtig cooles Partygame. Cool, danke. Ja. Also man kann ja auch ganz gut die Anleihen erkennen und ich glaube, es stört dich auch nicht, wenn wir drüber reden. Na, überhaupt nicht. Weil ich meine, es orientiert sich ja ganz stark an Lovers in a Dangerous Spacetime, an FTL, an Overcooked. Genau, das ist so, Dinge. Das ist so der Mix eigentlich. Das, ja, ist so der Mix und ich finde, das ist ein extrem gelungener und gesunder Mix. Weil diese Spiele alle sehr gut funktionieren. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat auch was von Slither.io. So, ja, blöd das jetzt klingt. Ja. Das klingt wirklich blöd. Aber einfach nur dieses Free, aber dumm Roman da die ganze Zeit. Und ja, da müssen wir mit dir Lovers in a Dangerous Spacetime spielen. Das ist tatsächlich... Achtung! Hey, ich weich aus, du. Ich bin der Ausweich-King. Guck dir das an. Ich sollte irgendwelche japanischen Punkte-Sammelspiele spielen. Die gehen mal ein bisschen Pusten. Oh nein, der Laser! Der kam aus dem Nichts. So, was ist im Chat? Könnt ihr das nächste Spiel auch hier vorab präsentieren? Das ist eine mega geile Vorstellung. Wupp, wupp. Wupp, wupp, sagst du? Finde ich gut. Oh, ich glaube, so, das ist infizierend, so wie das heißt. Dieses Wupp ist echt infizierend. Und es ist großartig. So, du bist einfach permanent am Schießen, oder? Ja. Das ist dein Button, oder? A ist dein Button. Sag du, da ist ein Mystery. Da gehen wir hin. Oh, da gehen wir hin, da gehen wir rein. Kannst du mal aufhören zum Schießen, das ist freundlich. Siehst du, grün? Grün ist gut. Grün ist gut. Blau ist schnell, so. Rot ist böse. Oh yeah. Okay, nur mal kurz zur Erklärung. Das ist ein Mystery-Minigame. Das heißt, da gibt es jetzt zwei Items in dem Fall. Ja, können wir die... Stühle mitnehmen. Na, können wir nicht, mit denen können wir nur rumblödeln da. Können wir die hier nicht rauskriegen? Was? Ey, die Slide, da kann man so Hockey spielen. Quasi. Ja. Die können wir nicht mit teleportieren, oder? Na, können wir nicht. Das würde ich noch ändern. Und okay, bitte erklär mir, cool. Ich sehe hier jede Menge Katzen. Wie kommt es zu den Katzen? Ja, das ist das Mystery. Ich glaube, dieses Mystery... Wird das aufgelöst, oder? Jetzt wird es einmal nicht aufgelöst. Aber irgendwann? Vielleicht wird es irgendwann aufgelöst, ja. Aber es ist mysteriös, warum da eigentlich so viele Katzen sind. Es ist durchaus, ja. Also ich habe mich eine Theorie an. Jetzt. Hast du, ja, sagen, bitte, eine Theorie. Ja, weil bei den alten Ägyptern... Warte, machen wir kurz. Die Kamera. Ägypter hatten ja so den Mythos, dass die Katzen ja eigentlich die außerirdischen Beobachter, also die Götter, die Beobachter sind, die sehen alles durch die Katzen. Das heißt, eigentlich ist das Universum sehr von Katzen besiedelt worden und die Katzen sind quasi so die ursprüngliche... Alien Race, die da quasi hergekommen ist. Ich glaube, so, du bist gar nicht so weit weg. Interessant, ja. Das heißt, die Ägypter haben das wirklich. Die haben glaubt, dass die Katzen quasi die Augen der Götter, ja, sind. Ja. Ja. Sphinx. Ja. Klingt cool. Kann man was machen, ja? Klaue mir vielleicht noch. Klaue mir vielleicht noch. Okay, aber spielmechanisch, was haben wir? Wir haben hier spielmechanisch schon mal ein Hockeyspiel. Ja. Laserbeam. Laserbeam. Oder Engine. Das ist meiner. Sia. Also, bis wieder. Ja, gut, jetzt hast du es eh schon entschieden. Und was wäre das zweite gewesen? Nein, in dem Fall, na, du hast wir können den Laserbeam jetzt auch nehmen. Man kann nur da auf den Button draufgeben und dann kriegt man zwei neue Items. Aber Laser und Engine ist eh großartig. Ja, das ist eher super Combo, ja. Es gibt viele verschiedene Varianten von diesem Minigame. Mhm. Also, bei manchen kriegt man nur ein Item, bei manchen kriegt man Auswahl aus vier und so weiter und so fort.
Das ist alles, da ist noch nicht viel User-Führung mit drinnen, weil es ist noch in Arbeit. Mhm. Deswegen hat man das jetzt auch nicht gesehen, dass man gleich beide nehmen kann. Aber was für meine Katzentheorie ist, weil ich schaue, wenn ich da vorbeigehe, die Katzen schauen mich immer an. Ja. Die schauen uns, das ist total creepy. An. Ich würde dich auch anschauen. Aber das ist total creepy, die Katzen sind, die Katzen schauen immer... Also du hast jetzt die Engine, oder? Ich habe den Laserbeam. Du hast den Laser, ich habe die Engine. Ich nehme meine Katze mit. Kannst du bitte das Mobiliar mitnehmen? Ja, warte, kann man auch stehlen? Da braucht man nicht stehlen. Aber kann man stehlen? Vom Shop kann man stehlen, ja. Wirklich? Ja, man kann stehlen, ja. Wir müssen flattern gehen. Kommt's, Jungs. Warte, ich brauche mein Kissen. Wir brauchen mit. Du kannst Curling spielen mit den Kissen. Kannst du bitte Rocket League-mäßig das Kissen mitnehmen? Wir brauchen das an Bord für die Kapitänskajüte. Also die Curling-Physik von muss den mit Kissen, B, mit das B ist besser, das ist ein sehr leichtes Kissen, das kann man jetzt schon sagen, oder? Ja. Ich würde das Kissen ein bisschen, kann man, also, ja. Ein bisschen schwerer könnte es sein. Das ist aber Meckern auf einem hohen Niveau, auf einem extrem hohen Niveau. Ja, also das, die Kissen-Physik ist Bombe. An dem haben wir eigentlich ein Jahr gearbeitet. An der Kissenphysik, ja. Das ist, der Flausch muss drin sein, ne? So, ich reiß jetzt dieses Rad ab. Ich mag das Rad ab nicht. Ja, weg damit. Genau, Zack. Dann stellen wir den Laserbeam da rein. Ja, und das zweite Geschütz braucht auch keinen Strom. Oh, das war der Mörser! Ja, aber wir haben einen Laser. Dann gibt die Kaffeemaschine weg. Leute, wir haben ein Problem. Ich baue mal die Stunt auf, ja? Gib den Mörser wieder her. Mörser ja, Laser nein? Nein, die Kaffeemaschine geht weg. Ich finde den Mörser braucht. Ich finde der Mörser super. Geh mal zum. Aber Laser. Ja, beides. Laser. Laser-Mörser. Schau mal den Laser an. Das ist nämlich der. Boah! Guck ihn dir an. Schau. Deswegen investieren wir in Laser-Aktien. Und Mörser. Ja, Laser ist ein bisschen okay. Können wir den, und nur um hier eine Rocket Beans-Referenz zu machen, können wir den Laser bitte Eduard nennen? Kennst du Rocket Beans? Ja, wir haben, Rocket Beans war auf der Gamescom an unserem Stand und wir waren auch im Gamescom-Beitrag dann drinnen, ganz cool. Großartig. Also wir waren ja auf der Gamescom in der Indie-Arena-Booth. Ja. Und ich sehe auf der Karte Loot. Und ja, holt man das Loot. Bitte, ja, auf jeden Fall waren wir volle 5 Tage auf der Gamescom in der Indie-Arena-Booth und war eigentlich ganz cool, weil durchgehend Leute das Spiel gespielt haben. Ihr wart Helden am Platz, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, also es war dauernd was los, ja. Ich meine, Gamescom ist sowieso sehr viel los, aber bei uns waren dann das wirklich viele Leute. Am Menschenschal mangelt so. Haben wir die anderen Sachen gescrapped jetzt, oder was haben wir gemacht? Die liegen noch rum, glaube ich. Wollt ihr nach Lemon of the Galaxy oder Droswell? In Lemon of the Galaxy ist ja schon ein Shop. Das ist da nicht... Wieder was kaufen. Aber den Namen. Orientieren wir uns mal an. Ja, Alien Derelict oder Shop Stage. Ross, ja, du wolltest fladern vorher, oder? Ich wollte fladern. Dann müssen wir aber zum Shop. Dann müssen wir zum Shop. Okay, passt. Ab zum Shop. Wir sind Diebe. Ja, was geht ab im Chat? Das waren nicht die Ägypter, das war Erich von Däniken nach einer durchzechten Nacht und tausend Idioten, die es glauben. Ja, und warum haben die Ägypter dann so viele Katzen gehabt? Überall. Die bessere Frage ist, warum haben wir kein Kissen hier? Stimmt. Ja, das Kissen wird nicht. Darf ich das verkaufen? Was habe ich in der Hand? Ich verkaufe es. Du kannst ja mit Y immer schauen, was du in der Hand hast. Ja, jetzt stehst du direkt beim Scrapping, muss ein bisschen weggehen. Die Engine. Die Engine nicht. Oh, die haben wir nicht eingebaut. Was kommt weg? Ja, die Kaffeemaschine. Oder. Ihr wollt Kaffee weg haben? Na, oder den normalen Turret, den braucht ihr nicht mehr. Der ist aber schon verdoppelt stärker. Okay, wisst ihr, also den normalen Turret würde ich nicht wegnehmen, weil wir sie schon zweimal verdoppelt, also verstärkt haben. Ja. Ich würde den Mortar wegnehmen, weil der Laser geil ist. Okay. Und weil wir nie zu dritt schießen können. Naja, könnte man schon. Ja, aber dann reinstellen und einschalten. Wir fliegen nur mit dem Rückstoß. Oh, wir fliegen nur mit dem Rückstoß. Ja. Hat der Laser Rückstoß? Aber wir bräuchten noch eine andere Waffe, die sehr viel Rückstoß hat, aber die haben wir noch nicht gefunden. Also wir machen ja eine demokratische Abstimmung. Wer ist für... Jetzt muss man auch kurz die Cam wieder einblenden, ne? Oh, im Chat so gut. Wir sollten fladern. Famous last words. Wir sollten fladern. Wir machen das mal. Aber wer... Okay, hier, demokratische Abstimmung. Wer ist für das Ersetzen des Mortars durch eine Engine, Hand hoch. Ja. Das kannst schon unten lassen, ist egal. Kannst die Position... Aber der Chat ist auf meiner Seite. Wir brauchen keine Kaffeemaschine. Wo steht das? Das steht doch nirgends. Na warte, Ich warte drauf. Auf das und auf Ring. Wer hat bitte kann irgendwer den Schraubenschlüssel nehmen. Wir müssen hier nicht... Kannst du bitte nicht unsere tolle Teemaschine kaputt machen? Sorry. Sunzi! Psst!
Nein, du hast hier ist nichts. Zum, steht nicht. Es ist egal, wir haben keine Kaffeemaschine, es ist die Tea-Station. Also, ja, siehst du es. Wir würden sie gern wegschmeißen, aber leider, ist es eine Tea-Station. Keine, ja. Kann, also, okay, warte. Okay, also ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ja. Ich hole mir hier den. Vor allem, habe ich die Tea-Station geupgradet, glaube ich. Zack, Tea-Station upgraden, ja, siehst du? Oh, ich habe hier aus Versehen was repariert. Siehst du, so passiert das. Weg hier mit dem. Ist ja wieder herumgebaut im mörderischen Tempo. Im mörderischen. So, jetzt. Engine. Und gleich upgraden, oder? Oh ja. Kann ich schon? X, oder? Mit A. Ah. Genau. Okay, ich glaube mal, den Mortar kann man mal hier. Scrappy, hast du Hunger? Wuff. Was haben wir hier noch, Igor? Powerloader. Scrappen, oder? Ja, scrap mal. Ja. Wir haben schon total viel Kohle übrigens. Ja, wir sind eher im Weg zum Shop, ne? Ja, aber du bist da stehen. Das ist irrelevant. Hauptsache, wir haben Kohle. Was ist das für ein Message? Die eh so reich sind, stehlen dann erst recht. Oder? Ja, wir sind quasi Robin Hood. Ja. Reverse Robin Hood. Reverse Robin Hood. Wir stehlen von den Armen und geben sie den Reichen quasi oder was. Okay, ihr kann irgendwer den Schraubenschlüssel nehmen. Wir haben noch zwei Elemente, die nicht repariert sind. Ich weiß, ich sehe sie jetzt auf einmal nicht. Die sind wahrscheinlich da irgendwo unten. Ah, da. Ne? Warte mal, da ist eines. Mhm. Und irgendwo da ist wahrscheinlich eins noch eines, was wir nicht sehen. Fühlst du dich eh in deiner demokratischen Abstimmung nicht überrumpelt? Absolut. Wir hören auf dein Wort. Wurscht, mach mal es später. Ist halt wertlos, absolut. Weil zwei sich dagegen entschieden haben. Genau, da würde alle Waffen raus, Gewalt aus dem Weg gehen und flüchten. Ja. Ist friedliches Spiel eine Option? Ja. Also kann man es rein theoretisch durchspielen, ohne einen Schuss abzugeben? Ja, das ist eine Challenge und es geht. Also es gibt schon ein Achievement dafür, so Pazifist, keinen Schuss. Ja, wir haben, also es ist jetzt die Challenge an sich noch nicht eingebaut in dem Bild, aber wir haben die quasi uns selbst schon mal auferlegt. Wenn ihr wollt, können wir, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt kommen, aber wir können danach probieren, quasi so eine selbst auferlegte Challenge zu spielen, oh ja, so wie oh das. Ja, ja. Oh ja. Aber ohne Schießen. Ich bin zu viel gute Women. Ich bin für vier Engines. Weißt du tatsächlich, was ich vermisse? Eine Nahkampfwaffe. Ja. Also nicht eine Shotgun, sondern eine Kreissäge oder irgendein Rambock oder irgendwas. Okay, ja, irgendwas, was ans Raumschiff vorne drankommt. Ja. Wenn du von der Seite getroffen bist, nimmst du trotzdem Schaden. Ja. Aber wenn du volle Kanne reinkrachst, hängt es ab von der Velocity. Es gibt das Shield, mit dem du zumindest den ersten Aufprall. Der erste Aufprall ist nicht. Ja, und dann musst du es wieder reloaden quasi. Und dann das heißt, du kannst zwei Engines und ein Schild, oder? Ja, könntest du machen. Ja, und du kannst das Schild, es ist eine aktive Station, das heißt, du musst reingehen und du kannst das Schild dann bewegen. Mhm. Allerdings ist das Schild nicht in der Version. aber schon richtig im Chat, genau, sind die Favor Returner. Der Favor Returner teilt quasi, wenn du Schaden nimmst, ja, gibt es eine kleine Shockwave und der teilt den Schaden wieder aus. Okay, das also heißt, den, ich krach volles Karacho rein in den. Ja, und dann... Mehr kriegt's doppelt. Ja. Okay. Das wäre eine Möglichkeit, aber... Jungs, wenn wir den finden... Das wär für den anderen Run das Richtige. Schießt auf Wände, oder? Böse Wände. Einfach nur da schauen, dass man irgendwo weiterkommt. Warte, ich habe gerade den Chat gelesen. Siehst du, sowas passiert, wenn man... Das passiert, wenn man beim Autofahren aufs Handy guckt. Genau das. Wenn du von den Armen stehlen, das den Reichen geben willst, musst du Bank spielen. Echt brutal realistisches Gameplay. Komm, wir stehlen von den Armen und geben es den Reichen. Ah. Alles klar, ich bin bereit. Ich mache hier wieder einen auf Tokio. Oh, ich fühle mich so schnell heute. Ja, mit der Engine. Machen dich vier Engines wirklich wesentlich schneller? Ja. Ja? Bist du dann wirklich ein Fidget-Pfeil? Es wird ziemlich schnell dann, ja. Okay. Ich bin für vier Engines. Nein, ich bin für drei Engines und einen Favor Returner. Ist Favor Returner, heißt die Waffe so, oder wie? Das Modul heißt Favor Returner. Komm schon, Mr. Flak. Oh, jetzt schießt mich in die Wand. Da hinten ist noch Loot, gell? Ich weiß, den holen wir uns dann. Und maximale Spielerzahl ist 4, oder? Genau, ja. Also 1 bis 4. Man kann es im Singleplayer übrigens auch spielen. Aber es wird stressig, oder? Da hast du ein paar Hilfsmechanismen. Du kannst zum Beispiel zwischen den Stationen mit den Trigger-Tasten hin und her springen. Und später gibt es dann noch so Turrets, die automatisch schießen. Aber gemeint ist halt schon für die Molded Area, ne? Oh ja, es wird halt umso lustiger, je mehr Leute es sind. Natürlich. Ja. Es ist halt auch... Aber es ist schön, dass ihr Mechanismen einbaut, damit auch Leute, die keine Freunde haben, springen können. Ganz böse ausgedrückt, ne? Ihr habt eine Mine. In Wahrheit ist das natürlich ein Verkaufsargument auch.
Singleplayer zu haben, natürlich. Weil halt viele Leute auch wirklich natürlich, Singleplayer probieren. Das heißt, es sind aber dann keine Bots da, sondern es ist wirklich... Nein, man spielt quasi alleine, aber man kann halt mit den Hilfssystemen leichter hin und her springen und gibt dann halt Turrets, die automatisch schießen und noch so ein paar so Sachen. Ist einfach leichter machen. Sie sind tot. Ja. Du kannst aufhören. Sie tun niemand mehr was. Ja. Es gibt einen Energiewaffe. Darf ich mal erwähnen, dass das wirklich schwer ist, wenn du es erschießt? Ich Geh putzen. Hier, komm, ich hol sogar deinen Loot. Es gibt dann für Singleplayer auch noch Schiffe, die sich eher dafür eignen. Also das Schiff ist jetzt eigentlich so für 2 bis 3 also Spieler. Also quasi einen Jäger gibt es dann quasi. Und genau, da gibt es Schiffe, die sind kleiner, da hast du dann nicht so weite Wege. Mhm. Und es gibt überhaupt dann viele verschiedene Schiffe, die vom Layout anders sind und die sich ja anders spielen. Also jetzt bin ich irrsinnig gespannt, ja, weil da kannst du so viel reinbringen. Es ist ja FTL im Prinzip, ne? Da kommt ja auch ganz, ganz viel rein mit dem, das, oh, ich will noch nicht springen. Ja, wir haben noch zwei Bereiche. Ja, genau. Completionist. Completionist schreit in mir schon. Hol sie! Oh. Aber wie kann ich da jetzt reparieren? Einfach die Wrench nehmen mit X. Irgendwer muss schießen. Und dann mit A gegen die Wand klopfen. Oh, das war mein Feuer. Feuer löschen. Au. Wie kann ich Feuer löschen? Du musst die Tür aufmachen, rechts. Ja, du musst das Fenster öffnen. Ah, das Fenster, so ist ein Fenster, ja. Keine Tür. Wobei es ist groß genug, dass man durchpasst, oder? Ja, das geht im Schraubenschlüssel nicht. Du musst den Schraubenschlüssel fallen lassen. Nein, nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen. Ich mach das da gerade das erste Mal. Das ist der alte Vierschmäh. Haben wir eh schon wieder eingesammelt, oder? Ich glaube schon, ja. Jetzt komm, lese sie mal weg. Ja, ich will mal weglesen. Mach mal Eduard Stolz. Bam. Warum kommt da ein Schuh? Ein Schuh? Ja, das sind keine Schuhe haben. Das sind übrigens Moonboots. Das sind Oh Gott, ist das. Ey, Moonboots, das gibt's jetzt seit den 80ern immer. Geil. Da merkt man. Willst du sagen, Hansi Hinterseher ist nicht modern mit seinen Moonboots? Der ist Trends. Müsst ihr das sagen? Der hat den immer noch an. Ich glaube, der hat die auch schon. Ja, die aus den 80ern. Die gleichen hat er an. Also, dieselben sogar. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Volksschule waren, war das hip-hip moderne. Oh, jetzt sind wir bei gleiche, selbe Thematik. Ja. So weit ist es gekommen mit uns. Warum haben wir keinen Besen? Ja, den hat irgendwer verschrottet oder ist rausgefallen. Kann irgendwer bitte, ja, ich habe gehört. Oh. Die Ranch ist verbrannt, das war's. Okay, das haben wir gar nicht bemerkt. Kann bitte irgendwer das, ja, mir ist so warm, kann bitte irgendwer das Feuer an meinem Arsch löschen. Ich werde das Ranch nachproduzieren und dann Besen auch. Also du hast schon Besen. Ich mach das Fenster auf, Achtung. Hey, da ist ein Shop, da gehen wir hin. Wir haben eh so viel Kohle. Kann irgendwer also wir wollen da stehlen, genau. Wir wollen stehlen, wir sind Anti-Robin. Ah, Neff hat noch gesagt, da es im Weltraum so wenige Wiese gibt, hat der Grashalm-Entwickler übrigens letzte Woche zur Kissenphysik gewechselt. Ja. Das stimmt alles, aber das ist letztes Jahr gewesen. Jungs, wir haben ein Problem. So, was ist das Problem? Wir haben ein halbes Leben, 2 Gegner und die Luken sind alle offen. Also ich schieße mal ein bisschen. Ich flüchte vor den Schüssen. Da, aufsammeln. Aufsammeln. Soll ich vielleicht auch schon putzen, oder? Bist du noch immer am Putzen? Ja, sicher. Ja, das Raumschiff hat halbes Leben, alle Wände sind im Arsch. Ich putze. Wir brauchen irgendwen mit einer Wrench. Kann mir der Wrenchman hier mal durchgehen? Rangerman? Rangerman. Ja, Rangerman. Braucht sie erst einen Wrench-Code? Du musst ein paar von diesen Namen wirklich übernehmen, das wäre großartig. Jetzt verseuche eure Stream auch du schon gerade? Mit Wir reden hier gerade über Arbeitsteilen. Auf was schießt du? Ich schieße die Kanone ein. Aber ich sehe, es ist später, oder was? Okay, gehen wir zu Team Game. Toll, ein anderer macht. Oder wollen wir noch? Team. Ja. Das ist Teamplay. Toll, ein anderer macht. Wollen wir noch die 4 scrappy Sachen hier mal zu Geld machen? Wir haben ja eh so viel Kohle. Ja, aber wir wollen ja. Wir wollen stehlen. Wir wollen viel Geld haben und dann noch mehr draus machen. Ach so, okay. Ein Bier? Nein, ist ein Besen. Das werden wir nicht weg. Muss ein kleines Vermögen haben. Na, muss ein großes Vermögen haben, um ein kleines Vermögen zu machen. So, ja, ich würde sagen, entweder weg oder... Bitte einmal schießen. Dankeschön für Ihre Beihilfe zum Erfolg der Mission. Warte, ich muss Ausweichkurs. Achso, was, wir gehen mittendurch. Mittendurch! Ja, hätten wir den Mörser, hätten wir beide gleich selber. Bitte, auf mich hört er keiner. Auf mich hört er keiner. Aber jetzt haben wir eine Teemaschine. Das ist ja super. Was machen wir eigentlich mit dem? Wir gehen jetzt flattern. So. Wie kann ich jetzt den Tee machen gerade? Wir brauchen keinen Tee. Nein, den haben wir eh ständig. Tee hast du immer. Also, der Tee ist ja ständig schneller. Tee ist immer da. Ja. So, ich habe gehört, was gibt's hier?
Ich lenke den Octopus ab. Achso, ja, wir können. Nein, Moment mal, was wollen wir denn überhaupt alles haben? Weil wir können ja nur drei Sachen aufnehmen. Stimmt. Also den Mortar, den kennen wir ja schon, oder? Ja, wir kennen alles schon. Aber wir kennen alles schon. Das ist sehr unbefriedigend. Also das hier auf jeden Fall, ne? Dann nehmt halt irgendwas und das verschrottet man dann. Dann machen wir noch mehr Geld drauf. Ich stehe hier mal. Mit X kannst du es nehmen und dann kommst du zu uns. Haben wir jetzt mega viel Feinde? Where do you think you're going? You have been warned. I'm calling in some friends. Waren das auch Katzen jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Also ich würde sagen, jetzt sollten wir mal schauen, dass wir in die Gänge kommen. Wir gewinnen Land. Oh, Friends. Ich habe Friends gefunden. Aber die haben keinen Meter gegen meinen Picard Alpha 3 Manöver. Wollen wir die töten? Komm, wir töten die. Wir sind die Helden am Platz. Ja, wir töten alles. Wir sind die geilsten. Jetzt bräuchte man Mortar. Jetzt bräuchte man Wir brauchen keinen Mortar, wir haben den Drift King. Guck dir das an, was hier passiert. Oh! Keiner kann uns treffen. Oh, shit. Okay. Repariert dein Gegner? Die treffen uns schon. Die treffen uns. Oder? Nee, wir schießen. Schießen wir auch aus Entfernung. Oh, haben wir? Eins haben wir? Komm, wir haben Rückstoß, oder? Wer braucht Antrieb? Jo, schieß mal weiter. Schieß mal weiter. Wir spielen das Entfernungsspiel. Warte, ich scrap. Ja, da kann man Sachen noch aufnehmen. Sind noch ein paar Gegner, ha? Aber ich habe gehört, wir gehen zum Portal, oder? Ja, wir haben noch ein unentdecktes Ding, oder? Oh ja, das wollen wir. Completionist, ne? Aber das sind ein paar Gegner, ne? Ja, wir bräuchten einen Mörser. Wer repariert denn eigentlich? Irgendwer muss reparieren. Haben wir Freiwillige? Da ist der Katzuk. Ich steuere gerade, ja. Wir machen das mit. Leute, wir haben 4 Lebenspunkte. Ich gewinne Land. Ja, flieg weg. 3. Wer repariert denn jetzt? Komm schon, reparier mal. Dankeschön. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Oh! Wo ist die Schraube? Oh nein! Was lernen wir da? Man sollte nicht fladern. Nein, man sollte fladern, aber auch reparieren. Ja. Ja. Das hätte man vermeiden können eigentlich, ne? Keiner kann uns treffen, außer Famous Last Words. Es gibt kein Astronautenfutter, ne? Walt's Repaired 161. Ich sage euch kurz den Rekord von der Gamescom. Ja. 975. 975? Was haben die denn gemacht? Nur repariert die ganze Wollten Zeit. Die Achievements handen, oder? Ja, hat sich wahrscheinlich so ergeben. Die waren aber zu viert und haben wirklich immer geschaut, dass alles repariert ist. WeScrewedGame.com. Vielleicht zeigen wir das mal langsam. Haben wir eh schon, aber. Ja. Stellt sich auch nicht scharf, weil ich auf manuell eingestellt habe. Aber. Ich glaube, eins werden wir essen, oder? Ja, als Stärkung für die nächste Runde mit Challenge jetzt. Weil mit das Challenge? War ja viel zu leicht. Mit Challenge? Offensichtlich war das ja viel zu leicht. Ich bin dafür. 4 Engines. Challenge, man darf nicht reparieren. Ja, das wäre eher Challenge. Das ist Repair No More. Bitteschön. Ah. Echtes Astronautenessen für echte Menschen. Und weil es von dir kommt und wir sicherstellen wollen, damit es nicht vergiftet ist. Deswegen warte ich jetzt einmal bis ihr. Er wartet wirklich. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Er wird schon leicht bleich. Na. War nicht so schlecht das Leben als Astronaut, oder? Ist essbar, oder? Ich weiß eigentlich, ich also so World Artist, weil Minority, also ihr habt schon viele Word-Jokes drin. Ja, ich bin überhaupt nicht Chief World Artist. Der ist allerdings nicht von mir. Der ist von Matthäus, glaube ich. Aber viele, also die Level-Namen sind die habe ich mir einfallen lassen und ein paar andere Sachen vielleicht auch. Aber magst du noch? Es kursieren halt so ein paar Worte. Ich finde die Dyson Sphere, finde ich großartig. Dyson Sphere vom Neff. Finde ich großartig. Super. Unbedingt einbauen. So, ich hätte Folgendes vorgeschlagen. Ich schenke nach. Mhm. Und wir werden noch ganz kurz ein bisschen Challenge probieren, oder? Ja. Nehmen wir uns wirklich die Challenge, ohne zu schießen, durchzukommen? Ohne schießen. Dann müssen wir wahrscheinlich so spielen, dass irgendwer muss das Ding fliegen. Zwei Ranches, oder? Und zweimal Reparatur. Ja, wollen wir dann wirklich das Rammschiff bauen, oder? Ja, müssen wir dann fast, weil wir kommen ja sonst nicht weiter. Ja.
Wollen wir trotzdem dann alle, also Completionist spielen? Oder wollen wir wirklich nur jene töten, die wir töten müssen? Ich glaube, das kann man es dann einfach so ausmachen zwischendrin, ja. Nachdem. Ja, wenn uns einer böse anschaut, ne? Ja. Also, den. Es wird wahrscheinlich am Anfang mehr Flucht sein. Ja. Und schauen, möglichst viel reparieren und dann doch Sachen aufsammeln oder Sachen stehlen. Rammschiff. Rammschiff. Livestream-Selfie. Naja, gleich wieder da. Braucht ihr noch was, Jungs? Setzt die Tradition von Samstag, danke. Setzt die Tradition von Samstag fort. Was war die Tradition von Samstag? Offenbar Livestream-Selfie, oder? Keine Erinnerung. Doch, ich kann mich erinnern. Ja. Ich war dabei. Aber ich weiß, da vor allem auf Local Multiplayer setzen, also es ist nicht. Das Spiel ist Local Multiplayer. Ja. Allerdings kann man es am PC auch mit Parsec online spielen. Oh, also ja, Parsec ist ein. So haben wir es heute gespielt, ja. Ja, wir haben geplant, dass wir Parsec direkt ins Game integrieren. Das heißt, das geht? Ja, bald. Wenn man denn will, sozusagen. Ja. Parsec ist richtig cool, das kann ich jedem da draußen empfehlen. Es ist gratis. Punkt 1, es ist gratis. Also alles, was gratis ist, ist schon mal nicht so schlimm. Es versucht einem nichts zu verkaufen, außer die Pro-Version, wo ich bis heute keine Ahnung habe, wofür man die braucht. Es ist im Prinzip, ihr könnt jedes Local-Multiplayer-Spiel damit spielen, im Internet mit Freunden. Ja, also die Controller werden quasi übernommen und dann der Feed wird rübergegeben zu der Hostmaschine. Ja. Du kriegst quasi einen Videostream und kannst mit deinem eigenen Controller spielen. Ja. Input aber wird quasi weitergeschleust. Nicht vergessen, die Verbindung zu trennen, wenn ihr der Host seid, weil die Leute danach auch noch zuschauen können. Nur mal so. Nicht, dass es da Inzidenzfälle gibt. Aber man weiß ja nie. So, aber wir können die Tradition fortsetzen mit dem Livestream-Selfie. Was? Da war gerade ein F-Schlag Arbeitsteilung. Ihr macht den Livestream, Caribou macht ein Selfie. Oder eigentlich haben wir ja schon ein Selfie. Da wäre ich schwer dafür. Machen wir das mit meiner hässlich. Hat irgendwer eine gute Cam? Am Handy? Besser als ein Nonsens Huawei-Foto. Telefon. Ja, also. Schaut gut aus. Komm her. Mit Selfie. We are screwed. So. Ja, so schaut ein Selfie aus bei uns live on Stream. Werden wir dann posten, hätte ich gesagt. Dann können die Leute ihre Meinung dazu geben, wie doof sie uns nicht finden. Challenge time. Challenge. Challenge accepted. Woher kenne ich das? Wobei Drake sagt, denn war witzig heute. Das heißt, jetzt wird es nicht mehr so lustig, oder? Ja, das ist Vergangenheitsform. Ja. Drake, das ist nicht akzeptabel hier. Will ich nicht mehr hören. Ist aus meinem Gedächtnis gelöscht. So, Schaltbogen ins Game. Ja, ich glaube, ich bleib jetzt der Gleiche, weil sonst bin ich verwirrt. Das wird anstrengend. Ich mache mich hübsch. Das wird jetzt nicht easy. Never mind. Euer Punk passt aber schon gut, der deine Frisur fasst. Never mind, ich bin meine Frisur. Fast. okay, passt. Also, andere Schiffe gibt es ja noch nicht, ne? Geklärten schon. Haben wir ja ganz freigeschaltet. Aber sie gibt es schon? Nein, in der Version gibt es nur das eine Schiff. Aber? Ist aktuell gerade in Entwicklung. Also, wir spielen. Magst du ein paar Beispiele nennen für solche Schiffe? Kann ich machen, ja. Also, grundsätzlich ist es so, das, was wir jetzt gesehen haben, das ist ein Layout. Es gibt verschiedene Layouts, wobei es ist nicht nur das Layout, was sich unterscheidet, sondern es gibt auch Mechaniken, die anders sind. Das heißt, in dem Schiff habe ich jetzt zum Beispiel Türen. Ja. Es gibt aber Schiffe, die haben überhaupt keine Türen, sondern... Fenster, dachte ich. Fenster gibt es ja in dem Schiff auch. Ja. Aber die Türen zwischen den Räumen. Schocken, und es gibt welche zum Beispiel, wo Teleporter von einem Raum in den anderen verwendet werden müssen. Und dann gibt es halt so Sachen, wo du zusätzlich einen Schalter umlegen musst, um irgendwas zu aktivieren. Oder Türen, die nur in eine Richtung gehen, zum Beispiel solche Dinge. Das heißt, dadurch ändert sich das Gameplay dann noch einmal. Und ich muss mir eigentlich überlegen, okay, wie schaffe ich es eigentlich im Raumschiff möglichst effizient zu bewegen von A nach B. Mhm. Da muss ich mir halt mehr Sachen ausmachen, wer welche Bereiche übernimmt oder welche Räume und ob man sich dann was weitergibt von einem in den anderen Raum. Gibt es auch welche, also zumal ich ja auch ein bisschen an Overcooked laut eigener Aussage orientiert, gibt es Raumschiffe, die sich in ihrer Erscheinung verändern? Die schauen auch, ja natürlich, die schauen auch anders aus. Nein, ich meine jetzt nicht nur, welche die ein anderes Raumlayout haben, als die jetzt hier sind. Das ist ein Bei Overcooked ist es tatsächlich so, dass es Levels gibt, wo sich das Level verändert mit dem Spiel.
Ja, aber beim Raumschiff müsste dann so ein Morph die legen dann. Genau, genau, genau. Haben wir momentan noch nicht drinnen, aber ich finde die Idee interessant, ja. Es ist schon so, dass das quasi dieses grundsätzliche Shape, ja, das Raumschiff hat, das also quasi innen das Layout anders sein kann. Wir haben zum Beispiel ein, ja, so ein Wingman-Schiff, das hat halt irgendwie so zwei Wings, wo du halt die drinnen bewegen kannst. Das schaut aber außen dann, also in der Außenansicht natürlich auch so aus. Ja. Ja. Und da experimentieren wir eigentlich noch rum. Ja. Also ich denke gerade an so ein Blobbel, irgendwie so ein organisches Schiff oder so, das sich vielleicht in seiner Form ändert. Man, das ist halt super aufwendig zu machen. Bei Overcooked, das ist das aus der Außenseite, ja. Bei Overcooked ist es halt teilweise so, dass ich das Level oder Teile des Levels, ja, verschieben. Genau. Und da haben sie zum Beispiel was, ja, haben sie ein Piratenschiff und das fährt irgendwie so und dann schieben sich die Tische bei jeder Welle irgendwie in die andere Richtung. Genau, und du musst dich halt immer auf das einstellen, ja. Genau. Solche Mechaniken sind halt spannend, ja. Das ist super spannend, weil, ja, das Teamplay extrem schwer macht. Aber vielleicht gibt es ja einen Gegenwert dafür, quasi, wenn das Raumschiff als solches super stark und overpowered ist, wenn man das dann in den Griff kriegt, diese Teamplay-Sache. Nur eine Idee, kann man machen, muss man nicht. Könnte. Aber da werden noch einige Sachen kommen. Da wird noch einiges. Ja. Also ich kann nicht alles schon verraten. Ja, ohne Dyson Sphere will ich das nicht kaufen. Ja. Bin ich gespannt. Okay, alles klar. Schauen wir wieder in unser Gameplay rein. Das heißt, Missions, wir starten das nochmal gleich in Missionen. Mehr gibt es hier noch nicht oder gibt es die schon und wir haben es noch nicht freigeschalten? Ich sage mal, es gibt natürlich mehr. Aber in dem Bild nicht. Aber in dem Bild nicht. Dann bauen wir ein kleines Häuschen. Und los geht's. Das heißt. Okay, wir spielen jetzt wirklich die selbst auferlegte Challenge. Ja, kein Schuss wird abgefeuert. Ja, wir überlegen uns, welches Ziel wir rammen und welches nicht. Okay, gleich mal verkaufen. Also gleich mal den. Gleich mal Scrappy scrappen. Ich so. Nehme mal schon mal einen vorsorglichen Schraubenschlüssel, ja. Können wir uns einen zweiten gleich leisten dadurch? Wir können uns jetzt einen zweiten gleich leisten. Wir werden zwei brauchen. So, und der Chat kann jetzt, glaube ich, Wetten abschließen, oder? Wie lange wir überleben? Ab wann wir im Arsch sind, ja, das dürft ihr gerne wetten. Scrap the Steward and spawn in a favorite. Cheaten werden wir jetzt aber nicht, oder? Cheesy Debris. Wollt ihr nach Cheesy Debris 4C? Oder nach Rough Riff Raff? Rough Riff Raff. Ich bin gegen Demokratie. Ja, du kannst ja anders voten. Das ist jetzt nicht so, weißt du, in Österreich ist auch Abstimmung demnächst, nächstes Wochenende. Ja. Du musst auch nicht sagen, ja, ich mache hier einen auf ÖVP oder SPÖ, nur weil andere anders voten. So funktioniert. Karl, ja, sagt Death Counter, ja. Death Counter können wir, ja, warte, gib mir eine Sekunde. Wobei, früher bei diesen 1, 2 oder 3, da macht man dann doch immer das, was die anderen machen. Einfach nur, wenn man nicht der sein will, ja, immer der Einzige, der dagegen ist. Das ist der soziale Faktor. Das ist ein Peer Pressure, ja. Das ist Gruppenrauchen, ne? Ja, das ist Peer Pressure. Aber wir sind doch alle Outsider heute, oder? Ja. Sind wir gemeinsam Outsider. Achso, weißt du, bei dir ist Cider? Nein. Purer Apfelsaft. Ja. Wer ist jetzt der Outsider dann? Ich bin der Outsider. Ja. Das ist okay für mich. Ich stoße an, dass ich der Outsider bin. Cheers, Leute. Auf die pazifistischen Run und möge länger dauern. Ich habe gerade drüber nachgedacht, kein Death Counter macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn wir tot sind, sind wir tot, dann ist die Runde aus. Dann steht eins da. Wir haben nämlich für andere Spiele haben wir Bastion zum Beispiel haben wir gespielt. Kennst du das? Bastion? Ja, klar. Ja? Da haben wir einen Death Counter gemacht. Wie oft wir gestorben sind, wirklich. Da war es spannend, weil es dann in 22 gestanden oder so, weil wir so ultra schwer gespielt haben, ja. Aber hier macht es eigentlich keinen Sinn, weil wenn wir einmal. Wir könnten natürlich schon und dann halt so lange die Challenge probieren, bis man durchkommt. Aber das wird ein ziemlich langer Stream, glaube ich. Na, das werden wir beim ersten Mal. Wir machen das jetzt einfach nicht, bis wir tot sind. Weißt du was? Hier, komm. Aber wir brauchen schon Upgrade Points, gell? Bam! So, super. So. Aber warum ist die Tür jetzt eigentlich zu? Kümmert euch mal. Ja, die ist gejammt. Du kannst die aber mit der Wrench reparieren. Also ein Viertel Leben verlieren wir, wenn ich so ein Ding habe. Ah, meine Wrench ist kaputt. Die Wrench? Ja, die Wrench, wenn die Feuer fängt, wird sie kaputt. Also das ist scheiße, das hätte ich hießen müssen. Ja. Machst du mal die Tür auf, oder? Sekunde. Machen wir die Tür zu, da auf, damit. Okay, das heißt, die mittleren Räume werden jetzt extrem wichtig werden für uns, denke ich. Um diese Werkzeuge zu verstauen. Du kannst dir aber noch eine Wrench kaufen, ja? Wir haben jetzt gerade zwei, aber. Achso, jetzt zwei. Wir sollten wahrscheinlich fliegen. Komm, flieg weiter. Ja, flieg weiter. Okay. Crashen ist ein Crystal rein. Scheiße. Also das ist sogar nicht als Crystal macht uns das kaputt, oder was? Dann teilen wir uns beim Reparieren auf, dass irgendwer. Ja, einer links, einer rechts. Ich werde rechts nicht, reparieren. Ja. Aber klar. Putzen sollte auch einer. Das ist nur mal ein Putzen sollte auch einer, das ist wichtig. Wobei, ich meine, es ist gut für Ressourcen, ne? Ich crash mal in die Mine rein. Ich will nur wissen, wie viel Schaden wir kriegen. Ja, that's the famous last words. Oh, die macht uns gar nichts, guck mal. Naja. Wir sind noch nicht angestoßen.
Wo wolltest du den Schaden haben? Rechts oder links? Vorne. Links. Vorne? Ich bin rechts. Ja, oder? Ja, ey, oder reinfliegen und dann gleich wieder zurück. Stimmt, ja. Ich kann so rein. Ja, aber dann werden wir trotzdem Schaden kriegen. Aber egal, es wird. Okay, alles klar. Passt. So. Da brennt noch was, gell? Ah, das ist wurscht. It's fine. Probier das mal, oder? Ich probier das mal. Ja, eigentlich, oh, warum? Ich wollte im Seiten im Vorbeifliegen, wollte ich sie berühren einfach. Ja. Jetzt ist schon wieder bei mir alles kaputt. Ist da. Das wird eine heftige Challenge, oder? Da glaube ich, wir haben die 900. Haben die auch die Challenge gemacht oder haben die das? Nein, das war einfach so. Das war einfach so. Ja, die wollten alles sehen und sind sehr langsam unterwegs gewesen und haben immer alles repariert sofort. Ja. Das heißt, die wollten es wissen, oder? Ja. Okay, wir brauchen Schlüssel, wir sind auf dem Weg zum Schlüssel. Aber jetzt nur mal so ohne Completionism, oder? Ja, genau. Also ich suche den Schlüssel jetzt, explizit. Death Counter 1,6. 1,6, sind wir schon so weit? Oh Gott, warte. Jetzt wäre ich fast vor dagegen geflogen. Wäre es 1,8 gewesen, ne? Ich gehe jetzt mal putzen. Okay, warte, das müssen wir hier machen. 9 3/4. Okay, ich habe uns einen weiteren Upgrade-Kristall geholt. So. Ich suche den. Der Schlüssel? Den Schlüssel. Aber da gibt es einen Indicator. Siehst du da diesen Pfeil da in der Nähe vom Schiff? Der okay. Das links ist der zeigt den Schlüssel. Der zeigt da an, wo der nächste Schlüssel ist, ja. Okay. Ja, muss man wissen, UI-technisch, ne? Oder wird das irgendwie erklärt? Ja, ich hab's einfach nicht gelesen. Nein, es wird momentan noch nicht erklärt. Du musst jetzt aber nicht unbedingt in die Mine reinfliegen. Nein, ich weiß nicht. Naja, doch, alles räumen wir ab. Es Completion ist und es könnte ja was drin sein in der Mine. Das ist so falsch, was wir hier machen. Was ist denn da oben? Na, da ist der Schlüssel, bitte. Ah, ich wollte den streifen. Boah, das war geil, oder? Das war stylisch, das muss ich Chapeau. Nice. Okay, ab zu unserem Portal, hätte ich gesagt, oder? Wollen ja, noch, ja. Wolltest du noch mehr Schaden einsammeln? Na, ab zum Portal. Wollen wir die Jungs mit 900 irgendwas... Warte, darf ganz kurz? Komm, ja, 49 haben wir jetzt schon. Okay. Warte, ich jetzt immer 50. So. Containment Preacher's End oder Odds and Bands? Schwere Wahl. Ja, a Shop Station. Aber ich bin. Das klingt irgendwie pazifistischer. Nur um. Welcher bist du? Rechts oder links? Rechts, ja. Dann bin ich bei dir. So, damit du dich mal nicht. Ja. Demokratisch. hintergangen fühlst. So, ich mache auch wieder die Cam weg, Leute, damit ihr. Ja, wobei, ich glaube, die wollen uns beim Leiden sehen. Wollt ihr uns beim Leiden sehen? Ja, schaut mal rein. Wollt ihr die Map sehen oder wollt ihr uns beim Leiden sehen? Die Auswahl habt ihr. Ich schau gleich wieder rein. Wir haben ein Upgrade, wir haben aber noch nichts, was wir abnehmen können. Wir haben nichts. Fertig. Wir sind fertig, genau. Irgendwas reparieren könnten wir aber. Oben links. Ach, das machen wir dann. Beim Leiden wollen sie uns sehen, alles klar. Beim Leiden. Du musst ja die Wrench wegwerfen, sonst kannst du nicht denen. Genau. 2 Stimmen für Leiden sogar. 2 für Leiden. Ja, sind halt Sadisten hier, die Leute. Preplay, Sadismus TV, ne? So. Putzen. Mir hat das rote Licht von den Minen immer Angst gemacht, aber jetzt wo ich war. Oh. Okay, das gut. Ist aber irgendeine Special-Mine, oder? Oh, das Spiel. Der eliminiert sich hier selber. Die Leiden des jungen Picard. Wolltest du einen Crash? Rechts, komm rechts. So, der nächste kriegt links. Nein, ich bin nicht bereit. Oh, what the fuck? Das hält aber viel aus, das Ding. Au. Der hält viel aus, hey. Kann man den überhaupt mit... Leiden klingt immer gut. Ja. Holy shit, der ist stark. Warum müssen wir eigentlich mit dem kämpfen? Müssen wir eigentlich nicht. Wir können ja flüchten, aber da oben ist ein Kristall. Den wollte ich haben, ja. Ich wollte den Kristall. Nicht, dass wir jetzt irgendwas zum Upgraden hätten, aber später. Evasion! Wow! See ya! Oh shit, der Nixe, das ist ein großer Bruder. Ah, sind nicht ausgegangen. Schade. Oh ja, hinten hat er da erwischt. Da sind wir kaputt, aber wir reparieren. Ey yo, Jacques ist da, hello. Jacques, ist er Franzose? Französischer Grazer, na. Eigentlich überhaupt kein französischer Grazer. Aus dem französischen Teil von Graz. Ja, genau. Hallo Jacques, grüß dich. Wir haben hier Caesars.
Ich glaube, das ist der Moment, auf den wir hingesteuert haben, oder? Ja, jetzt haben wir den Salat. Ey, ist nicht okay, hier auf uns zu schießen, während wir andocken. So. Oh ja, jetzt. Okay. Also haben Fladern wir... würde jetzt blöd sein, glaube ich. Ja, wir können eins können wir kaufen, ja, aber wir dürfen ja so. Slotmaschine! Ja, ich meine, Powerloader. Was kann die Slotmaschine machen? Slotmaschine ist für alle Gambler, da wirft man ein bisschen Scrap rein, also Ingame-Währung, und dann kriegt man irgendein Item oder irgendwas raus. Ja, das nehmen wir. Was ist mit dem Powerloader? Ja, wir haben doch gesagt, ohne. Ja, gut, das ist nicht Schießen. Aber es macht Damage. Es macht Damage. Ja, aber auch wir könnten eigentlich schon den Powerloader. Ich meine, er ist eh nicht so gut. Es ist so Halb-Cheaten. Es ist so Halb-Schummeln. Ja. Auf das wollen wir uns nicht einlassen. Nein, oder wir fragen, ist ja, fragen wir den Chat. Aber er ist eh nicht so gut, oder? Der Powerloader. Dann nehmen wir eine Slotmaschine. Da können wir nichts dafür, wenn wir schießen müssen. Slotmaschine? Ja, es kann ja sein, dass aus der Slotmaschine irgendein anderes cooles Item rauskommt. Ja, das könnte sein. Ich habe eine Slotmaschine, kaufen wir es mal, oder? Sind wir mal legitim? Ja. Die ist cool. Nach Hause. Gibt es eine Wolke, die euch unsichtbar macht? Gute Frage. Gibt es nicht. An den Wickler? Gibt es nicht. Gibt es noch nicht. Achtung, da schießen die schon. Ja, wo ist mein Ranch? Wo ist die Slotmaschine? Die ist in der Cargo Bay, aber ich würde zuerst ein bisschen reparieren anfangen. Also ich kümmere mich mal ums Herumfliegen. So, warte mal. Ich fliege in den neuen Bereich. Ja? Ihr könnt schon mal Cargo Bay... die Slotmaschine installieren. Wir haben keinen... Die Slotmaschine braucht man gar nicht installieren. Die kann man irgendwo verwenden einfach. Also ich stelle jetzt mal die Slotmaschine in die Mitte rein da. Boah, das ist ein echter Ausweichkurs hier. Aber ihr seid gut am Reparieren, wir haben gar keinen Schaden. Echt gut. So, genau. Gut ab. Ah, es kommt noch mehr Scrap raus aus der Slotmaschine. Also wollen wir? Warten ein bisschen. Ich zock mal. Oh ja, und jetzt ist... ja. Sag Bescheid, wenn ich soll. Autoreifen. Also von mir aus könnte man jetzt, glaube ich, oder? Also die Slotmaschine ist so quasi, haben wir nichts gewonnen, ne? Ja, wir haben ein bisschen Scrap rausgekriegt und dann Autoreifen, und den haben wir ja scrappen können. Den brauchen wir auch im Wälder, ne? Ja, natürlich. Fast wie gut wie Buko, oder? Ausweichkurs und ab in den Hyperspace. So. Rough Riff Raff. Rough Riff Raff. Containment Breaches End. Diesmal umgekehrt. Da waren wir doch schon, oder? Also ich würde sagen... Wie viele Namen gibt es hier in der Liste? Das ist doch Random Name. Irgend so eine Liste, oder? Mit 20 30 Namen. Oder so. 30? Ja. Momentan halt. Also für die erste Mission gibt es momentan, glaube ich, 30. Okay, gut. Also Rough Riff Raff hatten wir noch nicht, ne? Vorhin haben wir den... Aber da hat man noch... Ja, da ist noch einmal Shop. Oder sollte man lieber Alien die Relic? Oh, Alien. Das ist eben die Frage. Ja, aber Shop, da kann man vielleicht irgendwas kaufen, so wegen Defense oder so. Ja, Alien die Relic auch. Ne? Also kriegen wir auch was. Alien klingt nach cooleren Sachen. Klingt aber auch noch mehr fein. Das ist okay. Wir hatten einen Area 51 Day. Ich beziehe mich auf den. Bezüglich Unrailed. Ja, Unrailed ist jetzt rausgekommen, oder? Ja, das ist großartig. Wir haben es gestreamt letzte Woche. So cool, ja. Das ist das Eisenbahnspiel, gell? Ja, die waren auch in der Indie Arena Boost auf der Gamescom. Das war wirklich gut, muss man schon sagen. Das hat auch einen Versus-Modus. Ich weiß, ja. Ja. Also mir gefällt dieser Trend von Koop-Spielen. Indie-Koop-Games, ja. Finde ich großartig. Diese Local-Dinger, das macht so viel Spaß. Ja. Es ist auch dieser blumige Spaß, irgendwie dieser unschuldige Spaß. Weißt du, was ich meine? Weil du hast diese Shooter, du hast Strategiespiele. Es geht immer darum, Massenmord zu begehen. Nenn es beim Namen. Es geht darum, Massenmord zu begehen. Und dann hast du diese Koop-Shooter. Ja. Und bei uns ist es kein Massenmod, sondern Screw Up the Universe. Ja, genau. Also ganz vom Scale ja viel kleiner. Okay, ich muss jetzt eine Frage stellen. Wenn ihr schon bei Wortwitzen seid, ist der letzte Endgegner eine Schraube? Das wäre jetzt zu viel Spoilern, wenn er das jetzt sagt. Du kannst Nein sagen und dann trotzdem ist es so. Das ist okay für mich? Nein. Okay. Aber ob es jetzt wirklich so ist? Zeigt uns dann das Licht, ne? Ja. Also wir haben Katzen, Schrauben... Und Erich von Däniken. Ja. Ich brauche eine Schraube in dem Spiel. Irgendeine Funktion muss eine Schraube haben. Der letzte Gegner ist... Ich habe nichts gesagt. der letzte Gegner ist ein Cocktail-Robot. Der macht nur Screwdrivers. Auch gut. Auch gut. So, wir haben nichts zum Upgraden, ja, eigentlich können wir gehen. Ja, dann gehen wir, oder? Rough Riff Raff. So. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, Dietmar, hello. Das geht um den Screwdriver. Ja. Jetzt hat er es verraten, der blöde Sack. Jetzt hat er es verraten. So, wir haben hier
5 Punkte, ich steuere den ersten an. Wo ist an, der ja? zweite, die zweite Ranch? Hier haben wir mal... Ich weiß nicht, jetzt was? That's none of my business. Da ist noch ein Besen. Ah, da rüben. Bitte kümmert ihr euch um das Onboard Equipment. Hier ist ein Schlüssel, ich muss den leider... Wir können das dann anderen Gegner in die Mine reinlocken. Oh. Wenn einer da wäre. Next Generation Tactics. Ja. Dann bräuchten wir nämlich nicht reparieren. Ah. So ist natürlich ja, alles. Das war auch schön, ja. ich schmenzle immer gerne in die Minen rein. Oh, da sind Gegner. Oh, ein Kristall. Den brauchen wir. Ja. Dankeschön. Rückzug. Das wird wehtun, das wird wehtun, das kann ich nicht ausweichen. Oh, kann ich sogar. Ha! Keine Chance. Oh, steht die nächste Mine. Oh. Das ist okay. So. Was habe ich verpasst? Begrüßungen hast du verpasst. Begrüßungen, ja. Hallo. Herzlich willkommen bei Preplay TV. Hallo erstmal. Der Rainer Angermann ist eine coole Socke. Und das sagst du nur, weil du willst, dass ich weiter repariere. Verrat's keinem weiter. Also hier wollen wir hin, oder? Das ist unsere Alien Station. Das Mystery, genau, da wollen oh, wir eigentlich. Da wollen wir Ausweichkurs, Ausweichkurs. Wir können natürlich. Okay, aber wärst du zu haben für so ein Star Trek Bridge Crew in VR, wenn wir das zu viert machen? Ja, definitiv. Und ja. Beim Studio dann werden wir mehrere VR Stations haben. Das ist auf jeden Fall. Das wäre lohnenswert. Was mir sogar, sehr lustig ich würde mir ja. sogar eine Star Trek Uniform anzulegen. Ja? So weit wird jetzt vielleicht nicht gehen, aber ja, ich würde mir aber was anlegen. Das muss so sein. Standard. So, was haben wir hier? 120. Ja, klar, genau. Gedrückt. Ja, wir können so. Jetzt, oder wir zahlen 200, also 240. Scrap for Kill. Scrap for Kill. Das ist, glaube ich, nichts für uns. T-Station. Favoriter. Ja, Favoriter. Ich würde es halt schon gerne den Torpedo ausprobieren. Nein, wir haben eine Challenge. Challenge ist Challenge. Man muss die Challenge, entweder man acceptet sie oder man acceptet sie nicht. Aber wir können ihn nur friedlich einsetzen, den Torpedo. Das ist ein Friedensbringer. Peacebreaker. Okay, also ich nehme mal diesen Favoriter. Nehmen wir mal den Favoriter, genau. So, ja. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, nochmal 240 aus. Haben wir gar nicht. Gut. Das ist die Antwort auf unsere Fragen. Ja. Haben wir gar nicht. Aber wir haben ja schon total viel Upgrade-Punkte, oder? Ja. Das heißt, wir können den Favoriter dann ziemlich raufleveln. Ja. Muss man den aktiv bedienen? Nein, oder? Der das bedient sich selber. So, ich geh mal ans Steuer. Ja, da. Ja. Fängt schon gut an. Es brennt, irgendwo brennt's. Irgendwas ist warm um meinen Arsch herum. Kann sich irgendwer drum kümmern? Also irgendwann ist das Fenster eh wieder kaputt. Ich probiere den Favoriter jetzt. Ja? Ich will das mal testen. Geronimo! Irgendwann ist das Fenster eh wieder kaputt. Hat er jetzt Schaden bekommen? Ja, hat er, ja. Aber unser Pilot brennt bald. Aber das Feuer breitet sich das aus auch dann so? Oder? Oh, wir haben das kaum Feuer Schaden breitet kommen. Sich aus, ja. Wir haben kaum Schaden. Also ist egal, weil irgendwann ist das Fenster eh offen. Man kann echt so. Könnt ihr bitte mal. Es brennt! Hallo? Ich bin da ausgesperrt. Ja, warte mal kurz. Könnt ihr bitte eure Ranches in die Hand nehmen und wir löschen das Feuer? Schauen wir mal, was wir da aufgesammelt haben sonst noch. Ist immer Schrott, oder? Das Raumschiff lenkt sich so cool, hey. Guck mal, Tokyo Drift hier. An der Mine vorbei, keine Chance. Die weiß nicht, dass ich hier war. So, hier schießt irgend so ein Bodending. Oh! Oh, ein Hit! Der zahlt sich ja wirklich hart aus, der Fehler. Ja, da schon, ja. Hallo? Und man kann ihn upgraden. Tust du dir auch weh? Oh Gott, wir sind unbesiegbar. Können wir 3 Fever-Returner machen? Naja, wenn wir welche finden, dann schon, ja. Oh, das wäre großartig. Das würde mich extrem glücklich machen. Wir können auch 4. Also wir haben 4 Slots. Nein, ich brauche eine Engine. Okay. Ohne Engine geht hier gar nichts, ja. Navigiere mich hier mal durch. Oh, hier ist ein Kristall unten, ne? Oh, den muss ich. Ihr habt eh noch Reparaturressourcen, oder? Ja. Da unten war irgendwo ein Kristall, da muss ich hin, ja? Ihr macht das schon. Oh, hier ist jede Menge Kohle. Guckt euch das mal an, was wir hier an Ressourcen kriegen. Ja. Oh, da oben ist noch was. Ich dreh mich weiter. Ist egal. Ressourcen brauchen wir. Ihr seid eher am Reparieren. Es brennt irgendwie, oder? So. Ein bisschen. Ja, und ich komme nicht einmal zum Fenster zum Aufmachen, weil das Tür brennt.
Die Tür brennt. Ich weiß, ich stehe auf Feuer. Aber wie machen wir das dann, wenn da das Fenster brennt? Ja, warte, bis das Fenster kaputt geht. Man kann aber nicht sterben, oder? Die Charaktere können nicht sterben. Das heißt, mir kann das Feuer nichts machen als Person? Nein, kann's okay. nicht. Aber die Wrench kann verbrennen, wenn ich sie in der Hand habe? Na, wenn sie gerade im Feuer liegt. Okay. Au, der hat mir jetzt echt wehgetan. Okay, weißt du was? Ausweichkurs, Alpha, Picard, 3, 5. Putz nur schnell mal kurz da. Putz mal auf, ja. Schau, dass unsere Seite nicht anfängt zu brennen. Weil so, wir sind hier im Subspace. Es ist Zeit, irgendwas zu trinken. Jungs, ich brenne, gell? Ich wollte es euch nochmal sagen. Ich muss noch kurz fertig gucken. Ja, ich muss doch verschrotten jetzt mal. Ich brenne. Es tut weh. So, wie sehen wir aus? Ich bin gewillt, durchs Portal zu gehen. Ja, warte, ich muss reparieren dabei. Ja. Darf ich anmerken, dass die Brücke brennt? Ja, weil da gibt es ja kein Fenster. Ja, aber du kannst rechts die Tür aufmachen und das Fenster rechts aufmachen. Also, ich muss das reparieren. Ich bin jetzt erstmal fertig. Wisst ihr, was? Achso, ich gehe in den Hyperspace. Ich gehe in den Hyperspace. Okay, wo? Also brennender. Wo wollt's denn hin? Nothing to see? Oder sad I'm not happy? Oh, sad I'm not happy. Das ist süß. Ich finde das. Nothing to see ist auch cool, aber dort können wir Sachen klauen. Okay. Klauen ist jetzt. Okay, cool. Wenn du wieder klauen willst. Wir klauen. So, warum ist nichts gelernt. Warum ist der Boden hier so dreckig? Keine Ahnung, wie gut. Also, weil du da brennst. Was ist hier passiert? Du hast gebrannt. Ich habe gebrannt. Er hat gebrannt. Wir können den Favor Returner upgraden, oder? Ja, jede Menge. Ja, ja. Gleich zweimal. Zwei. Oh. Ah, dreimal geht sie nicht aus. Dreimal geht sie nicht aus. Fünf Kristalle bräuchten wir für Stufe 3. Captain Brücke sauber. Captain Brücke sauber. Oh Gott, stell sich vor, wir spielen das mit Star Trek Uniformen. Ich würde mich nochmal 50% besser fühlen dabei. Ja. Ja. Würde ich, also, vielleicht schreibst du das dann so rein in den Steam. Make it so. In den Steam Shop. Schreib das in den Steam Shop rein. Nutzungsempfehlung. Ja. Besorgen Sie sich eine Sache. Das ist so wie der Serviervorschlag. Der Serviervorschlag, ja, genau. Vielleicht klebst du das auch irgendwo so ganz billig drauf, wie diese Fertiggerichte das machen. Solange man es nicht beim Namen nennt und dann verklagt wird, weil man den Namen nicht verwenden darf. Serviervorschlag? Ja, das ist ein Ding? Mhm. Ich glaube, so irgendwer hat Namensrechte auf Serviervorschlag. Na, auf Star Trek. Auf Star Trek? Ja. Ja. Nutzen Sie eine Nicht-Star Wars-Uniform, aber dann hätten wir Probleme ja. Star Wars. Yeah. Also, ich bin bereit. Wann auch immer ihr bereit seid, kommt mal zu mir an den heiligen, kleinen, traurigen Roboter. Computer. Aber wir haben jetzt zwei Upgrades, ja. Ich will das nur mal hier public sagen. Schau mal, da schießt schon der erste von uns. Ich glaube, wir zeigen mal gleich, was unsere Upgrades hier machen, ja. Den musst du schon rein crashen. Das war zu sanft. Gefühlt war es reingecrashed. Ja, jetzt. Ah, brennt. Ja, wo ist unser Anti-Feuer? Wieso hast du den Favorite dann abgebaut? Wirklich? Deswegen machen wir keinen Schaden? Wir haben ein Problem in unserer. So, ist schon wieder da. Ist er da? Ist er noch? Ja, und wo ist mein Ranch jetzt hin? Hast du mein Ranch verschrottet? Nein. Links oben ist einer, links oben. Das ist ein Besen. Bitte könnt ihr den Besen bitte auch wieder auf den Ursprung. Ja, ich werde ihn sofort zurückmonken. Warum ist Feuer neben mir? Kann bitte irgendwer was gegen das Feuer machen? So, Besen ist zurückgemonkt. Gemonkt. Bitte kann irgendwer das Feuer löschen. Macht einfach die rechte Tür auf. Schau, so. Die Mauern nehmen schon Schaden deswegen. Ich werde jetzt einfach. Ja, das ist ein Mobiltelefon. Achso, okay. Ja, guckst du, so sieht das aus. 57 Nachrichten auf WhatsApp. Holy shit. Das ist nicht okay. Okay, alles klar. Wir haben vier unbekannte Systeme. Wir werden hier auf Erkundungstour gehen, oder? Wir haben die Challenge am Laufen. Ich glaube, die Challenge, wir tun uns jetzt leichter als vorhin, kommt mir vor. Ja. Also Pazifismus ist. Pazifismus ist der Weg. Muss genervt werden. Schon wieder pädagogisch wertvoll. Pazifismus ist OP. Hier war irgendwas, hier hat irgendwas geleuchtet. Ach! Au, das tut weh. Ich brenne. Aber es liegt ja nur daran, weil wir zu zweit reparieren. Also. Was soll man denn sonst machen? Schießen können wir ja nicht, ne? Die können die ganze Zeit putzen. Ich suche den Shop, ja. Ich gehe noch nicht aufs Portal, ich suche den Shop. Oh, das war ein sehr knapp Ausweichspiel. Hey. Wer hat dich aufgefordert zu schießen? Ist nicht okay. Da ist ja der Shop. Schau mal rein, oder? Ja. Wir haben total viel Kohle. Wir haben mega viel Geld. Wie ist das passiert?
Haben wir irgendwen betrogen? Und wenn nein, warum nicht? Ich habe gut geputzt. Das ist gut. Ja, das Putzen. Ich glaube, das Upgrade-Case können wir mal auf jeden Fall brauchen. T-Station wäre möglich, oder? Also ja, die T-Station können wir ja auf jeden Fall. Tool brauchen wir nicht. Aber T-Station. T-Station nehmen wir und wir hauen ab, oder? Ja. Wir sind ja diesmal keine Anti-Robin Hoods. Ja. Habe ich gehört. Wir haben andere Challenges am Laufen. Wir haben eh so viel Geld. Wir sollten auf jeden Fall die Kristalle suchen. Die wären wichtig, glaube ich. Definitiv. Und, hier oben brennt es. Kann bitte... wisst ihr was, ich gehe ins Feuer, ja? Für euch stelle ich mich ins Feuer. Aber nein, aber machen wir nicht auf, man gibt meinen Schlüssel noch in der Hand so. Mein Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Du hast ja Schlüssel. Ah, ja, dann nimm mir jetzt deinen. Die Tür zu machen? Ja, du kannst die Tür zu machen, ja. Es brennt, Leute. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich sitze im Feuer. Ah, wir könnten schon weiter. Dann machen wir das Fenster auf. Mag irgendwer das Fenster aufmachen? Wir könnten schon weiter, ja? Wollen wir weiter? Oder wollen wir Kristalle suchen? Ja, vielleicht doch. Wirklich? Der nimmt Schaden nur, wenn er uns trifft. Ich dachte, das ist nur so ein... Putz. Au. Ah, super. Jetzt bin ich ausgesperrt. Das ist ein Problem. Ich bin von meiner Range weggesperrt. Was? Die repariert sich eben. Achso, jetzt kannst du es eh schon wieder. Ja, aber ihr habt zwei Ranges. Ihr seid eigentlich OP. Können wir eigentlich so viel Schaden nehmen, dass wir sterben? Ich probier's mal. Na, wir wollen... So viel zu weiter. So viel Schraubenschlüssel haben dann das... Raumschiffer Range Rover, oder? Kristall? Nee. Range Rover. Revenge Rover. Revenge Rover ist auch nicht schlecht. Das ist ein geiler Name. Aber Range Rover. Das ist quasi, das ist ein Achievement, ja, oder? Ja, aber ich muss zugeben, wir haben bei uns immer einen Stream gehabt, da ist es den ganzen Stream nur um Range Wort gegangen. Also ja. Das hat das angefangen mit Rancher Man, dann mit Ranch Code, also ja. Quasi der Ranch Code, der Mann ja, nur Schraubenschlüssel. Ja. Range Rover und noch ein paar so Sachen. Also, 100. Man fährt halt hier nicht wirklich durchs Gelände, ne? Aber der Revenge Rover. Der Revenge Rover. Wäre durchaus möglich mit dem. Mit diesem ja. Ding da, was wir da haben. Genau, wie heißt das nochmal? Favor Returner. Favor Returner. Ja, Revenge Rover, das klingt ziemlich abgefahren aber eigentlich. Du musst dich da jetzt ein bisschen konzentrieren, dass wir da nicht reinfliegen. Ja, es geht um reinzufliegen. Wir haben einen Revenge Rover. Könnt ihr euch konzentrieren, ich lese den Chat. Wup, wup. Ich will auch den Chat lesen. Wup, wup. Ich will auch den Chat lesen. Wup, wup. Hallo. Oh shit, ich hab den Chat gelesen. Und hallo, Fei Fei. Fein. Ah, wir sollten da mal. Soll ich? Ich flieg zum Portal, ja? Ich hab das ist ein Tool-Rate, den dürfen wir nicht haben, oder? Was? Nein, das ist die Coffee-Machine. Das ist die Coffee-Machine, ja? Also T-Station, sorry. PK aber, out. Ja. Hallo. Wiedersehen. Wollen wir das töten, wenn wir schon volles Leben haben? Ich mache in den nächsten Gegner rein. Ich wollte euch nur vorwarnen. Oh, ich fühle mich gerade richtig OP mit dem Ding. Ja, warum baust du... Oh, jetzt habe ich passiert. Warum du die Station abbaust, also die T-Station. Und währenddessen habe ich meinen Schraubenschlüssel in den Scrappy reingeworfen. Wow, wirklich? Ja, passiert. Okay, gut, also jetzt haben wir nur mal eine Schraubenschlüssel. Nein, ja, aber wir können ja gerne nachbringen. Nothing to see, finde ich sehr gut. Vapor Warehouse S. Vapor Warehouse. IR3, free. Nothing to see. Nothing to see finde ich sexy als Name. Das wäre ein cooler Clan-Name oder so. To see. Warum ist 2C viel cooler, wenn man es mit 2C schreibt? Tja. Als wenn man 2C hinschreibt. So, was haben wir denn hier? Coffee Machine habe ich gehört. Hat irgendwer in der Hand? So. Ah, das ist der Favorite. Favorite. Hat er schon wieder abgebaut. Okay. Das ist so ein... Ja, jetzt wären wir... Wir haben 7 Punkte. Wie viel hat der? Ja, Favor Returner upgraden nochmal, oder? 5, ne? Ich putze mal. Ja, los geht's. Und die T-Station auch. So. Putz mal bitte. Hier bei mir oben, danke. Ja, ist schon alles sauber. Danke. Und da oben ist noch was zum Reparieren. Jetzt bewegen wir es eh schon ziemlich schnell. Ja. So, was haben wir denn da noch? Du darfst nicht B vergessen, gell? Mit B kannst du. Ja, aber da putzt er nicht. Ja. Aber es ist nichts mehr dreckig. Weil ich putz. Aber jetzt habe ich keine Schraubenschlüssel mehr. Was ist der Schraubenschlüssel eigentlich? Ja, also den habe ich geschrottet vorher. Ich habe einen verloren vorhin. Ja. Ihr könnt bringt mal den Besen wieder zurück an die Ausgangsposition. Ja, das wurscht. Und ja, und komm dann an die Konsole nach oben, damit wir weiter können. Einfach mal hinschmeißen, oder? Nicht mal eines Platzes würdigen.
Sind wir soweit? Irgendwer fehlt noch. Ja, ohne Wrench. Du musst den Wrench weghauen. Genau, jetzt geht's los. Los geht's. Challenge accepted. Ist das jetzt das letzte? Ich glaube, es ist das letzte vor dem Boss jetzt. Wirklich? So weit ein Boss gibt's auch noch? Ja. Und den kann man pazifistisch besiegen? Ich weiß nicht, ob wir können. Wir werden den pazifistisch zerlegen, werden wir den. Wir werden ihn, wie sagt man, in diesem niederen Gesprächs... will ich gar nicht drauf eingehen eigentlich. Wir werden den besiegen bis in die dritte Generation. Oh, den wollen wir nicht besiegen. Ausweichkurs, Alpha 3. Alpha 3 erfolgreich. Oh, Alpha 3. Man merkt, dass ich war, im früheren Leben war ich eine prima Ballerina, ne? Oh, komm ich da seitlich vorbei? Oh, oh, oh. Oh, Problem. Oh, nein. Okay. Das war nur Breitzeitballer. Ich habe Breitzeitballer. Oder ist ein Kristall? Ihr macht das schon, oder? Ich habe das Gefühl, ihr macht das. Ich hau den Kristall kaputt. Also ist es eigentlich, wenn jetzt eine Seite komplett kaputt ist, ist man dann auch hin, oder? Nein, es breitet sich aus. Okay. Ah. Haben Sie den auch Ausweichkurs gesehen? So, der wird uns rammen, gell? Das wisst ihr eh jetzt schon. Gell? Bäm! Ich gehe mal nach, hier runter. Oh, oh. Oh. Oh shit, ich bin berührt. Naja, passiert. Ich habe jetzt zwei Reparaturmenschen. Huh! Ausweichkurs! Warum will ich die ganze Zeit sagen Ausweichkurs Alpha 3? Das Muster ist mir auch schon aufgefallen. Ja? Es ist immer warum? Alpha 3, oder? Warum ist es immer Alpha 3? Ich weiß nicht, warum es Alpha 3 ist, aber es hat ein Muster. Also versehentlich irgendeine Star Trek Folge auf Loop. Ist das wirklich Alpha 3? Jede Nacht diese Folge. Nein, die coolste sind anders bei der Alpha. Ja, das stimmt ja. Aber das hängt in mir fest. Aber wenn, dann ist immer so Programm Engine. PK Alpha oder so irgendwas. Ja, PK oder so Alpha, in dem, oder? Irgendwas so in, Alpha. In dem, ich ja. Hab, vielleicht liegt es auch daran, ich habe in den letzten zwei Wochen Andromeda geschaut. Ah. Weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, ist, aber ja. Hazardine, Morta und Rapid Tool. Tschüss. Das sind alles Waffen. Dürfen wir nicht. Die Engine habe ich genommen. Engine ist gut. Jetzt wären wir endlich schneller. Endlich, ja. Können wir bitte. Für den Boss. Du musst richtig fliegen? Wer fliegt hier nicht richtig? Ich flieg super richtig. Hast du meinen PK Alpha 3 schon gesehen? Nein? Guck so. Mal, das war PK so, Alpha jetzt, 3 jetzt gerade. Jetzt schneller. Ja? Hier. Pass auf, ich zeig dir mal richtig, ja? Wollen wir durch? Wollen wir da rechts durch? Hier, PK Alpha 5. Oh, okay, gut. Alpha 5 ist schlecht. Wir bleiben bei Alpha 3. Wir bleiben bei Alpha 3. Alpha 3! Er sperrt mich beinhart beim Putzen. Guck ihn an. Man muss ja auch sagen, ich habe ja die Pflicht, eigentlich ein paar Sachen zu rammen, oder? Damit wir. Ja, du musst. Damit wir den Revenge-Faktor kriegen. Ja, die Wand zum Beispiel, die fühlt sich. Die ist sehr böse. Wer ist rechts hier? Ich höre den Glockenschlag. Das heißt, es brennt was, oder? Ja, da unten brennt es, ja. Ich bin für eine Entlüftung des Sektors. Oh, wir sollten, wenn wir diese Star Trek VR wirklich machen. Sollten wir so wirklich Star Trek Sprache sprechen? Ja, das machen wir automatisch. Ja. In der Immersion machen wir das automatisch. Ich werde mir davor extra eine Woche lang Star Trek Folgen anschauen. Kann ich jetzt schon versprechen, kann ich euch das, ja? So, Fenrich? Weil da gibt es jetzt sogar ein Update. Also für Borg. Star Trek Update? Ja, nein, da gibt es. Also, die haben ja. Was haben wir? Oh, das ist der Endgegner. Ja, der Wormhole. Es geht um Wurm. Man munkelt, das geht um einen Wurm. Haben wir noch eine Upgrade-Phase davor? Ah, ja. Haben wir die Engine? Hercules in Space, oh, das wäre geil. Haben wir noch die Engine irgendwo? Die Engine haben wir doch. Ja, die haben wir schon installiert, da ist sie. Die können wir ja upgraden noch. Ah, das ist die Engine. Wir haben nur die Engine und den Ranch-Ding, ja. Oder? Das andere Favorite. Hatten wir nicht eine T-Station? Wir hatten eine T-Station. Ja, irgendwer hat die geschrottet. Der Blick! Wirklich! Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder wir haben sie verloren. Also es kann sein, dass die rausgegangen ist, wie das da. Ja, das kann sein, ich hab's nicht gesehen. Aber wenn sie fest verbaut ist, geht sie nicht raus. Ich weiß nicht, ich hab die nicht verbaut. Ja, das ist ein Problem. Ja, wahrscheinlich ist sie irgendwie versehentlich abhanden. Versehentlich abhanden. Ja, wer braucht das schon? Ja, so wie dieser Besen und die Range. Wer braucht das? Die. Im Übrigen, ja. Die Range hat auch eine Kissenphysik, gell? Sehe ich gerade.
Ja, die Ranch kannst du rumkicken, ja. Wir haben, wo sind unsere Ingenieure? Wir haben hier einen Schaden irgendwo. Na gut, wir machen den Endgegner. Ach, wir machen. Warum kommen wir ohne Waffen besser klar als mit? Weil das ein pädagogisches Spiel. Dankeschön. Alles klar. So. Wir hätten upgraden sollen, oder? Irgendwas. Wir hatten noch 5 Kristalle. Echt? Ja. Hat niemand upgegradet? Wir haben nichts upgegradet, nein. Und wer braucht Upgrades? Very safe steht da schon. Ja, macht euch bitte an eure Schraubenschlüssel. Ich gehe jetzt volle Gas rein, ja? Ich will perfektes Reparaturvermögen sehen. So. Hallo, Würmchen. Rexnack! Wie ist das Schema von dem ist, ich muss alles berühren, alles kaputt machen, oder? Komm, ich berühre den. Ja, du musst in ihn reinfliegen. Ich muss in ihn reinfliegen einfach, oder? Ja, ein bisschen Schaden. Schon ein bisschen Schaden. Ja, alles klar, wir fliegen rein. Oder auch nicht. Das ist mein Ausweichphänomen, ja. Das ist einfach noch so tief drin. Ich muss reinfliegen. Seid ihr bereit für die nächste Reparatur? Boah, ey, holy shit. Diesmal nicht bitte Alpha 3. Alpha 3, kein Alpha 3. Alpha 5, oder? Alpha 5 war rein einfach. Pass auf, ich fliege ihm hinterher. Alpha 5! Oh shit, er kann raus aus der Karte. Das hier. Ja, der frisst sich da durch. Was machst du jetzt? Ha? Was machst du jetzt, wenn ich dir in die Seite hier reinhau? Oh, das hat ihn ja richtig Schaden gemacht. Ja. Jetzt. Holy shit! Dem habe ich ja jetzt gegeben. Weiter so. Alpha 5! Alpha 5 ist es! Bam! Boah, das macht ja mega Schaden. Ja, wir haben den Favorite Turner super upgraded schon. Ja, bin bereit. Alpha 5. Pass auf, ich warte kurz. Ja, da rein, genau da rein. Ja, bisher. Ja, Alpha 5 kann es schon. Pass auf. Ich hab keine Ahnung, wo er hin soll. Guck dir die KI an. Also, was ist da jetzt? Das schießt das Butter. Schießen, das ist uns egal. Wir haben Reparatur. Wir haben Reparatur. Das ist das, was er nicht hat. Au! Ich flieg hier rein! Ah! Alpha 5! Hey, wir haben ihn fast tot. Guckst du mal, sein Lebensfeld an. Oh! Wo sind wir? Wir sind in der Wand. Der kommt wieder raus aus der Wand. Ja. Okay. Ist klar. Ja. Achtung, Alpha 5. Oh! Alpha 5! Oh, ich hab seinen Schwanz kaputt gemacht. Ja. Das tut mir sehr leid. Das ist nur mehr das Gefeuer. Jetzt ist nur noch der Kopf. Komm, ein Wurm, der nur einen Kopf hat und keinen Schwanz, ist kein Wurm. Wir wollen jetzt. Jetzt wird's aber kopflastig. Ja. Jetzt ist das eher im Reparieren, oder? Nee, was will. Ist das dann der Wurmfortsatz? Ja. Was ist die nächste Challenge? Nächste Challenge ist das Durchspielen ohne Pilotensitz. Das ist aber. Ja, das geht. Aber das dauert sehr, sehr lange. Das ist hart, oder? Ja, das ist hart. 4 Turrets. Nee. Ja, dann brauche ich das vor allem eine Rapid. Ich bleibe einfach stehen jetzt, oder? Ihr macht das fertig. Ich setze mich hier rein, ich trinke einen Schluck. Go Team! Ja jetzt. Aber besiegt. Go Team! Fertig. Das ist fertig, ja. Mhm. Ja, jetzt müssen wir nur noch. Hat irgendwer einen Besen bei der Hand? Jetzt sauber machen. Dann wollen wir sauber. Jetzt putzen wir alle. Komm, putzen wir alle. Jeder holt sich einen Besen. Habe ich einen Besen? Das Raumschiff wird nicht schmutzig. Bitte, jeder holt sich einen Besen. Damit's besonders. 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 So, jeder putzt hier mal. Putzt mal. Sind wir alle Besenwisser jetzt? Prinz, der Wurm hat nur Schaden genommen, weil wir diesen Faktor hatten, diesen Return of Favor. Ja, wegen dem Favor Return. Ja, das ist der einzige Grund, warum wir diese Challenge jetzt geschafft haben. Ja. Das ist wirklich der einzige Grund, warum diese Challenge funktioniert. Weil wir das Ding halt voll raufgelevelt haben. Ja. So, passt. Das Raumschiff ist sauber. Wir können zurück zu unserer Akademie. Ja. Wir können den Jungs zeigen, wer so einen Wurm richtig zerstört, ohne zu schießen. Was will nun der Exterminator? Haben wir ein Achievement? Ja, Exterminator. Wir haben ein Achievement. Und 346. Ja. Wie haben die 900 geschafft? Kannst du mir das erzählen? Ja, wir haben 346, wenn wir in den Gegner reinfliegen. Wir haben jetzt 37 Minuten gespielt. Und die haben, glaube ich, 1,5 Stunden. Das ist wirklich wenig. Also 37 mit Waffen. Wir haben mit Waffen. Heute haben wir schon eine Runde probiert. Stunden, ja, 50 Minuten haben wir gespielt. Ja, 59 oder was gerade vor, glaube ich, oder? So irgendwas. Wir haben
50 Minuten, also ich weiß nicht, wie lange. Ja, aber wir haben jetzt, unsere erste Run war. Ja, aber wir haben uns geredet. Das geht sich dann aus, wenn wir jetzt alles gerammt hätten und nicht jetzt so, also wenn wir collected hätten alles, so collected, also Ding, und dann wäre das als Kollektiv. Da freuen sich die, Borg. Bist du auch ein kleiner Star Trek-Nerd? Ich kenne schon ein paar Sachen, ja? Sagen wir es so. Ein paar Sachen? Aha. Alles gesehen? Nein, ich habe nicht alles gesehen, aber sehr viel. Lieblings-Star Trek-Serie? Das ist eine harte Serie Frage. Serie? Ich meine, ich bin schon ein Next Generation-Fan eigentlich. Also bei mir ist es immer Picard. Weil Picard ist das Kult. Ich hab's gesehen, es ist cool, aber, jetzt, aber Picard ist Picard. Ja, aber Deep Space Nine ist so. Ich bin so jetzt übrigens gerade Deep Space Nine, bin ich jetzt gerade beim Wiederanschauen. Ja. Gibt's ein Remaster, ja? Ja. Wirklich? Ja, HD und so. Und so. Es ist HD. Eher und so, glaube ich. Dieses HD. Aber Gegenfrage, wie habt ihr diese von den 2000er Jahren, die nur Enterprise heißt, die Serie? Ich hab die ganz gut gefunden, nämlich. Ich nämlich auch. Ich hab die auch gut gefunden, aber ich hab mich ein bisschen geschämt dafür. Ja, aber Fremdschämen oder was? Nein, es war irgendwie, ich soll es nicht cool finden, weil die alten Serien so cool waren. Ach so, meinst du, okay, ja. Cool. Nein, die war cool. Es gibt viele, die das nicht mögen, nämlich. Aber diese ganz mal, diese Discovery. Ja. Die ist cool, das sind ein paar Sachen, mit diesen, mit diesem Tardigrade. Wo sie diesen Antrieb haben, oder? Wo sich das Raumschiff dreht. Und dann es sind ein paar coole Ideen drinnen, aber irgendwie ist es nicht mehr so Star Trek-mäßig. Ich weiß nicht. Aber Enterprise hat... Aber die neuen Filme, oder? Ja, stimmt. Das ist halt J.J. Abrams. Aber die sind auch cool, aber... Ja, aber nicht als Star Trek-Film, sondern als Action-Film oder ja, so. Genau. Ja, wobei das sind halt ein paar so Star Trek-Elemente hat das. Also zum Beispiel diese Anfangsszene von Into Darkness, wo Religion erklärt wird, die finde ich schon ganz cool. Ja. Also das ist schon Star Trek. Aber es ist halt Star Trek, so zack, 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 alles muss so schnell gehen. Ja. Aber das Star Trek auf zack, 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 das ist ja das Ibiza der Star Trek. Also ich glaube, wir werden uns... Gibt es auch Terroristen dann? Ja. Ja, wirklich. Also wegen Enterprise noch, ich glaube, das ist, weil das mögen so viele überhaupt nicht, aber ich finde gerade bei der Serie ist es diese Aufbruchsstimmung, die ist total cool. Mhm. Das habe ich total cool gefunden. Ja. Man sonst ja hat schon ein paar Schwächen natürlich, aber. Es ist, glaube ich, für die extremen Star Trek-Nerds, die halt so dieses Star Trek-Universum und Geschichte und so Philosophie dahinter sind, ist das schon gut, weil halt viel erklärt wird von den Anfängern und mit wie die Föderation gegründet wird. Und Discovery ist das alles ändert. Discovery ist eigentlich auch cool. Also weil ich finde, das hat. Die Kämpfe endlich mal auf eine Qualität gehoben. Cineastisch. Also. Ja, das ist jetzt, weil mir ist das Track ist mir das relativ wurscht. Aber es ist schon schön, mal zu. Auch die Filme tatsächlich. Ja. Also, ja, man mag schon den Film halten. Warte, war das jetzt das Abenteuer im Kopf, das Argument? Oder? Nein, ich habe zum Beispiel Star Wars, habe ich mir nie angeschaut. Ich habe keinen einzigen Star Wars gesehen. Nein. Weißt du, was mein Ding ist? Ich bin tatsächlich abwechselnd. Und früher habe ich immer Spiele auch abwechselnd gespielt. Star Wars und Star Trek Fan. Ich bin zum Beispiel ein Jahr lang Star Trek Fan und dann finde ich wieder Star Wars cooler. Und dann finde ich wieder Star Trek cooler. Star Trek und das hat die ist das so in einem geraden Jahr so und in einem geraden Jahr. Das kann ich nicht sagen, ob es Schaltjahre gibt. Nämlich ziemlich ich weiß nicht, ob es Schaltjahre gibt. Das wäre ziemlich odd. Ja, also es gibt. Star Wars ist kein Science Fiction. Star Trek hat für mich. Fantasy. Star Trek hat für mich die cooleren Raumschiffe. Die cooleren Raumschiffkämpfe, die cooleren Föderationen und Klingonen und dies und das und jenes. Yes. Star Wars hat fucking Lichtschwerter. Und die sind cool, auch wenn sie scheiße sind im Kampfgeschehen eigentlich, weil du einfach eine fucking Artillerieschlag auf diese Typen haust oder eine Rakete oder was auch immer und sie explodieren und sind tot. Aber sie sind sehr stylisch. Was sagt der Chat übrigens zu der Diskussion? Star Trek oder Star Wars? Star Trek oder Star Wars, das ist eine Religionsfrage jetzt. Echt? Da gibt es ein Gerichtsverfahren wegen dem Tardigrade, wegen der Idee? Ja, das stimmt, Paramount 3D und so. Die sind auch nicht so wirklich mit der IP, die sind sehr, sehr streng. Ha! Cool. Wusste ich gar nicht. Star Wars, okay. Karin, du hast noch nicht mal Star Wars gesehen. Ich traue mir. Also sie ist eine, der sagst du Herr der Ringe und sie hat noch nie Herr der Ringe gesehen. Ja? Sie ist ein super liebes Mädel, aber sie hat noch nie Herr der Ringe gesehen. Aber Star Wars offenbar schon? Oder? Sagst du es auch nur. Vielleicht sagst du es auch nur. Bin ich mir nicht sicher. Star Wars oder Star Trek, Leute? Jetzt oder nie? Jetzt oder für immer schweigen? Die ersten Star Wars, Teile. Aber die neue.
Aber nicht die neuen Teile. Okay, ja, die neuen. Ja, Neff Track ist. Hat, die neuen verwundert Teile. Mich die neuen PK-Serie, da bin ich sehr gespannt, was damit machen. Ja, da bin ich gespannt. Also mit ja. Origin the Borg und so soll da einiges kommen. Aber ich kann mit dem nicht über Star Wars Serien reden. Oder? Star Wars ist ein Han Solo Film kommt jetzt auch. Aber Star Wars, also war's Vergangenheit quasi. Reden wir lieber über PK. Star Wars. Was cool war, also dieses Vader Immortal Spiel auf der Quest. Ja. Das habe ich ja, das ist das einzige Star Wars Erlebnis, das ich bisher durchgespielt habe, war in VR. Das ist dann wieder cool mit den Lichtschwertern. Ja, Lichtschwert und so. Ja, das ist, das bietet sich keine an. Das ist aber schon der Beat Saber. Ich meine, davon lebt es ja. Was haben wir denn hier? Star Wars, aber nicht die neuen Teile, die ersten 6 Teile. Track natürlich, alles bis 2005 jedenfalls, danach nicht mehr. Ja, eben keine Discovery. Und die Filme, naja. Ich finde Discovery auch cool. Ich finde. Aber nicht als. Also, ich hab alles angeschaut von Discovery und ich hab. Man schaut sich an, oder? Man schaut sich natürlich an. Aber wir sehen, ja, also das, was ist. Na, von dem abgesehen. Also es ist noch mehr Star Trek. Es ist ja nicht so, als ob das. Es ist, muss ehrlich sagen, ist ja nicht so, als ob das auf Formel weg ist. Discovery, ich hab das mit diesem Lurker. Ich spoilere jetzt nicht so viel. Ich hab das echt nicht gecheckt. Erst in dem Moment, wo es quasi. Erklärt man nicht. Erklären wir jetzt, was passiert ist in den letzten 10 Folgen. Okay, und das war schon cool an der Serie. Okay, ja, eigentlich nicht deppert. Ja. Also das hab ich hab's nicht verstanden. Aber es ist wahrscheinlich die Star Trek Serie, wo am meisten gebannt wird. Das glaube ich. Ja. Ständig in jeder Folge. Das stimmt, ja. Ja, es ist schon so an dem Level, wo es schon fast nervt. Aber das ist auch so ein Phänomen der heutigen Zeit irgendwie, oder? Ja, doch auch. Ja, das ist so viel Gemeinschaft an der Grenze dessen, wo es eigentlich nervt. Ne? Das ist quasi die heutige Zeit als Sammelsurium. Ja, aber das stimmt. Das ist schon, so jedes gleich. Man darf nicht sagen. It's called Ma'am. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mitbekommen habe. Ja. It's called Ma'am. Es ist schön zu sehen. So, man gebe mir meinen Heiligenschein. Was? Warum ist Heiligenschein? Karin, du kriegst keinen Heiligenschein. Du hast keinen Herr der Ringe gesehen. Der ist fake. Gut, was machen wir jetzt? Ist das eure, aber ist das, entstand dieses Spiel aus dem, unter anderem aus dem Grund, weil du ein Tracky bist, so ein bisschen? Gar nicht. Bist du? Ich kenne schon relativ nicht so, dass viel. Nicht so, dass du zu Conventions gehst mit Form und so. Nein, das nicht, aber ich kenne relativ viel aus dem Star Trek Universe. Und schau mal alle neuen Sachen an, schau jetzt teilweise eben die alten Sachen wieder an und so, das schon. Aber wie ich vorher schon erzählt habe, das We're Screwed ist eigentlich, beruht ja auf einem Prototypen vom Felix, der bei uns im Team einer der Programmierer ist. Und der ist zum Beispiel überhaupt kein Star Trek-Fan. Aber schon grundsätzlich viel Science Fiction, aber halt nicht Star Trek. Mhm. Und das Schöne aber daran ist, bei dem Thema und bei dem, wie unser Zugang zu dem Ganzen ist, wir haben so irgendwie so eine Linie für das Spiel, wo du eigentlich dir viel erlauben kannst. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle Star Trek-Referenzen da einbauen oder so. Ja. Können wir natürlich, jetzt machen wir teilweise, aber wir können alle möglichen anderen Sachen auch einbauen. Halt, ja? Also das ist das Coole. Ich finde halt, bei sowas sollte man sich echt nicht auf Star Trek limitieren, weil es gibt viel großartiges Science Fiction. Star Wars ist jetzt Geschmacksfrage. Star Wars, Star Trek ist immer so wie Xbox und PlayStation Krieg, ja? Ja. Nennen wir es beim Namen, es ist so. Nein, das kann man nicht vergleichen, weil Xbox und PlayStation sind beides Konsolen. Star Wars ist nicht Science Fiction. Also das kann man nicht vergleichen, ja? Aber. Jein. Eine Fantasie. Aber ich meine, was gibt's denn alles? Es gibt einen Battlestar Galactica, es gibt einen Andromeda, es gibt so viel Science Fiction, die wirklich gut ist. Momentan, wie heißt das auf Amazon Prime? Frontier oder so irgendwie. Es gibt wirklich gute Science Fiction en masse. Mhm. Und ja, da kann man sich schon dort und da bedienen eigentlich irgendwo und so. Ja. So die typischen Sachen dann irgendwie so referenzieren. Ja. Ich finde, das ist nur immer wichtig, wenn du jetzt ein Spiel hast, dass du mit dem, wie deine Namensgebung ist oder wie die Referenzen eingebaut sind, dass die Leute, die quasi das überhaupt nicht kennen oder kapieren, dass es für die trotzdem innerhalb des Spiels irgendwie stimmig ist. Ja. Ja, du kannst nicht irgendwas benennen also nach irgendeiner super Referenz. Sowas wie Dyson Sphere, ne? Ist zum Beispiel, weil Dyson ist eine Staubsaugemarke. Ja, und eine Dyson Sphere, wenn man weiß, was das kennst ist. Du kennst okay, das ist halt irgendeine Sphere oder so, ist schon okay. Ja? Die es nicht kapieren, ja, für die ist es halt irgendeine Sphere. Für die heißt es einfach so, ja. Und das stimmt dann visuell. Die Sphere ist und rollt und dann passt. Das passt, ja. Und für die es dann kapieren, die finden es halt super lustig. Und das ist eben so wichtig, dass man eben diesen, das ist ein schmaler Grat, das ist ein schmaler Grat, dass man da nicht irgendwie so reinkippt. Der ist es wert, entlang zu gehen, oder? Ja, genau. Ja.
Ja. Weil für die Leute, die es dann erkennen, ist es noch 10-mal cooler, wenn sie es erkennen. Neff sagt es gerade, Expanse. Expanse, das war's, danke. Das habe ich gemacht. Das ist die super Serie. Das ist die Amazon Prime Serie, ne? Die ich genau, da hat Amazon jetzt alles übernommen. Ja. Genau. Kommt jetzt dann eher neue Staffel. Richtig gut, ja. Richtig gut. Also eine der besten Serien in den letzten Jahren, ja. Momentan wenig Zeit, aber habe ich auch schon des Öfteren empfohlen bekommen. Ja, tatsächlich ist Amazon Prime so nice. Tatsächlich, man kann mal sagen, dass Amazon Prime gerade richtig gute Serien macht. Muss ich mal, also ich schaue momentan sehr viel Amazon Prime. So viel dazu. Ja. Aber das ist völlig themenirrelevant jetzt. Ja, aber man muss ja alles leer schauen, oder? Du musst erst Netflix leer schauen, dann Amazon Prime. Da hängen nicht umsonst zwei Monitore. Aber an einem arbeite ich, am anderen läuft irgendwas. Also ich habe gedacht, am einen nächsten Netflix und dann auch mal. Aber wo wir vielleicht noch eine Frage an einen Game Developer. Wenn wir schon bei Amazon sind, ja? Meine, wie siehst du diese Flatrate-Modelle für Spiele? Also dass man sagt, okay, Subscription-Modell und dann kriegt dann halt jeder wieder, weil ich meine, aus der Musikindustrie zum Beispiel ist es so, dass dann im Endeffekt für den Creator viel, viel weniger überbleibt. Weil am Anfang schaut das alles gut aus, für die als Erster draufspringen, dann ist das 5 Jahre gut und am Ende bleibt dann quasi nur mehr ein Hungerlohn für den Musiker. Das sind aber nicht nur Downsides, ja, weil du hast ja eine berechenbare Menge dann dafür. Ja, ja und nein. Es ist schon natürlich immer eine Chance, jetzt gerade wenn du quasi am Anfang mit dabei bist, das auf jeden Fall. Das Ding ist eher, wenn man sich die Subscription-Sachen anschaut, wo jetzt die Leute monatlich zahlen und dann irgendwelche Games spielen können dafür, wie das eigentlich genau bewertet wird, welches Game, wenn du jetzt, sage ich mal, 3 Games spielst, ja, dann geht deine Subscription, die wird halt irgendwie aufgeteilt auf diese 3 Games. Aber nach welchen Kriterien wird das rein nach Spielzeit aufgeteilt? Ist schon mal irgendwo, kann man eigentlich nicht machen, ja, oder sollte man nicht machen, weil das eine Spiel ist super intensiv, aber halt nur eine Stunde Gameplay. Musst du dein Spiel und das andere ist halt 25 Stunden, aber ödes dahinfahren. Da entwickelst du dein Spiel dann anders natürlich, ne? Wenn du willst, dass die Leute drin bleiben, entwickelst du es anders als wir. Ja, aber das ist ja schon das Problem Social Games, ja, die wir haben, wo du dann einfach nur mal darauf auf triggern und wieder alle 10 Minuten reinschauen oder alle halben Stunden. Also das. Also werdet ihr wieder dabei sein bei solchen Dingen am Anfang oder werdet ihr eher sagen, naja, das interessiert uns jetzt einmal nicht, wir machen Steam und das ist schon genug? Das kommt immer sehr auf die Details drauf an. Also ich kann das jetzt gar nicht so generisch beantworten, weil das muss man sich halt dann pro Service anschauen, wie die Abrechnung ist und wie viele Leute dann da mitmachen und wie groß quasi die Chance ist, wenn du irgendwo mit dabei bist und dann halt von den Stores auch nochmal gefeatured wirst deswegen. Ja, das kann schon viel bewirken, weil gerade in Hinblick auf jetzt Sichtbarkeit in einem Store, wo es halt eine Million Sachen gibt, wenn du dann irgendwo gefeatured wirst dadurch und zwar pro Unit eigentlich weniger verdienst, aber insgesamt mehr, weil du einfach mehr Units verkaufst oder mehr Leute dein Spiel spielen, dann kann das schon was bringen. Ja, also das ist ein Pandora's Box. Jumpen jetzt alle drauf und dann... Das ist eigentlich Stichwort Epic. Risiko, ne? Das ist Stichwort Epic. Ja? Eigentlich würde es durchaus Sinn machen, wenn du sagst Epic, wollt ihr ein cooles Party-Game? Ja, weil ich meine, die verschenken momentan Spiele wie Batman Arkham Collection. Ja, in ihrem Two-Bi-Weekly-Ding. Ja, ja. Ne? Alle zwei Wochen bringt Epic gratis Games drin. Das ist ein Wahnsinn. Und die haben die ganze Batman Arkham Collection rausgebracht, jetzt gratis. Ja, das sind alle Batman Arkham und wie sie alle heißen, Teile. Und das sind großartige AAA-Titel von Warner Brothers. Ja? Und wenn man da hingeht zu Epic, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das schon Sinn macht, rein wirtschaftlich, wenn man sagt, du Epic, wollt ihr irgendwie einen Exklusivtitel? Kann Sinn machen. Das ist ja das, was ich früher gesagt habe, aus der Sicht von einem Indie-Entwickler kann das durchaus Sinn machen, so einen Exklusivdeal zu kriegen, weil du da eine Sichtbarkeit hast und weil da halt von Epic das Geld auch dahinter ist, das entsprechend zu promoten, was du selbst als Indie-Entwickler vielleicht gar nicht hast. Ja. Siehst du als, ganz andere Frage, siehst du als Entwickler, ihr seid jetzt auf Steam. Ihr habt schon eine Steam-Store-Page. Es gibt für da euer Soon-to-be-Games sozusagen. Genau, ja. Seht ihr, wie viele Leute euch auf der Wunschliste haben? Ja, klar, das siehst du als Entwickler, ja. Und das heißt, je nachdem kannst du dann sagen, ob das interessant ist oder nicht und welche Reichweite du möglicherweise haben wirst oder nicht. Ne? Typischerweise ist genau das für die Entwickler eigentlich am wichtigsten zu sehen, wie viele Leute hast du auf der Wishlist. Daraus kannst du dann irgendwie so Rückschlüsse ziehen, wie viel vielleicht bei Veröffentlichung das kaufen könnten. Ja, wahrscheinlich 50% oder so. Oder weniger. Und noch weniger sogar. Ja, ich meine, das kommt immer ein bisschen drauf an natürlich und da kann es gibt keine so eine Formel dafür, aber es gibt so
ein bisschen Richtlinien dafür, von, wenn du mit anderen Entwicklern redest. Du kannst dann sagen, okay, wie viel habt ihr beim Launch auf eurer Wishlist gehabt? Wie viel haben sie dann gekauft? Aha, das ist ungefähr Game in die oder die Richtung. Ja. Ja. Und gerade das mit der Wishlist ist halt so wichtig, aus dem Grund, weil du so schlecht sichtbar bist. Ja. Wenn du released, es werden so viele Sachen released. Ja. Ja. Aber wenn du das Leute hast, die das, das gewishlistet haben, dann kriegen die zu deinem Release und zu anderen möglichen Zeitpunkten, wenn du zum Beispiel einen Discount machst oder irgendwas, die kriegen dir direkt eine E-Mail und sehen, das ist jetzt gerade rausgekommen oder im Sale. Und da erreichst du die Leute direkt, und zwar ja. die das interessiert. Ja. Und das ist eben eine wichtige Mechanik. Ich kriege auch jedes Mal eine E-Mail. Mit meinen ganzen Wishlist-Titeln, ja. Heute sind 4 Titel auf ihrer Wunschliste im Angebot. Ne? Und dann guckst halt mal nach. Ne? Ja, ja, klar. Ist irgendwas unter x Euro, ne? Das kommt aufs Spiel an und auf die Spielerfahrung, die man dort zu erwarten hat. Und Reviews natürlich auch wichtig. Und Reviews. Ja. Das ist natürlich auch wichtig. Die sind halt wirklich Erfolg und Fall eines Imperiums dadurch. Ja, meine Reviews sind nochmal ein ganz anderes Thema, weil das ist ganz interessant. Da gibt es kann man googeln, ich weiß jetzt nicht auswendig, wo zu finden, aber findet man relativ flott. Es gibt quasi so Studien oder Videos von Leuten, die Steam Store Pages anschauen. Ja? Und du kannst quasi Leute beobachten, was sie da wirklich tun. Ja? Das ist total interessant. Du siehst, okay, die schauen mal zuerst irgendwie über die Screenshots ganz kurz drüber, lesen vielleicht ein, zwei Wörter von dem Text, der daneben steht, und dann runter, meistens zu den Reviews. Und was wird gelesen? Die Top 5. Also ich lese immer Most Negative. Und weil du es aufmachst, sind sie ja gemischt normalerweise. Ja. Ja. Aber dann wird runtergescrollt bis zum ersten Negativen und das wird als erstes gelesen. Ja. Ja. Und das hat schon mal eine gewisse Aussage. Da können vorher 5 Positive sein, dann ein Negatives und dann wieder 5 Positive. Also, das Negative ich wird sagen, ich erwische mich auch, also wenn ich ein Spiel anschaue und es ist es ist ausgeglichen oder niedriger. Ja? Alles drüber ist okay. Ja. Da schaue ich gar nicht so im Detail nach. Ja? Ja, es ist ausgeglichen oder niedriger. Dann scroll ich mal runter. Wie viele sind positiv? Schaue ich gar nicht an. Ja. Und dann du liest nur die Negative. Top bewertete Negative. Ich will wissen, was schlecht dran ist. Da schaue ich dann rein. Ja. Das ist so der typische Prozess. Und genau das kann man eigentlich diskutieren, ob das der richtige Weg ist, quasi. Ja. Der richtige Weg, den gibt es wahrscheinlich ja gar nicht. Ja. Es ist auch nicht nur wichtig, was die da qualitativ reinschreiben, sondern wie viele denn positiv und negativ. Ja. Wenn da jetzt nur 50 Leute bewertet haben, weil sie es haben noch nicht viele gekauft, dann ist es... Oder es waren halt viele Freunde dabei von... Oder es waren viele Freunde dabei von euch. Dann ist es wieder relativ uninteressant, ja, was da drin steht. Oder auch du siehst zum Glück, wenn du jetzt quasi Steam Keys vergibst, ja, weil ich könnte ja jetzt für alle meine Freunde einfach gratis Steam Keys vergeben, du siehst zumindest das, ob der das gratis erhalten hat oder nicht. Ja. Und das hat dann schon... Das hat dann schon einen anderen Einfluss als Review. Wert, ja, natürlich. Ja. Es ist aber auch die Ausführlichkeit des Reviews, ne? Muss man auch reinschreiben. Wenn da nur ein Satz steht, it sucks, interessiert mich gar nicht als negative Bewertung. Ja, zählt das halt in den Gesamtscore. Zählt in den Gesamtscore. Für mich persönlich, wenn ich das als top bewertete negative Kommentar sehe, dann weiß ich schon, okay, habt's mich gern. It sucks. Ich finde es ja manchmal bei so negativen Reviews, also ich bin ein großer Paradox-Fan, und das sind halt komplexere Spiele, und dann gibt es selbst noch diese Hardcore-Fanbase, ja. Und was da teilweise kritisiert wird, ja, da denke ich mir, Spielzeit wahrscheinlich. Nein, da haben Leute 200 Stunden Spielzeit, und kritisieren dann irgendwie was, so was ist so aber, ich muss sagen, ich habe bei 980 Stunden PUBG habe ich geschrieben, it sucks. Ja, weil ich will nicht, dass Leute das gucken. Ich kann es nicht empfehlen, ja, weil es einfach sich weil man nein, ich erkläre euch jetzt warum. Ich erkläre euch jetzt warum, ja. Ich habe es gekauft, wie es im Early Access war. Ja. Ja. Hab's gekauft, hab's gespielt, ich fand's cool, und dann habe ich die Entwicklung beobachtet. Mhm. Ja, und 900 Stunden später habe ich gemerkt, es gibt fast nur Cheater und Tencent schaut überhaupt nicht, allein schon, dass es Tencent ist, da weiß man eh schon, woran man ist, ja, und schauen halt überhaupt nicht auf die Community und auf die Entwicklung des Spiels. Und dann habe ich geschrieben, nein, danke. Und jetzt ist die Frage, nach 900 Stunden, wenn ich da eine negative Bewertung abgebe, ist das dann legitim oder nicht, ja? Es weil, haben sie immerhin 900 Stunden geschafft, sich zu unterhalten zu einem Preis. Kann man, das ist jetzt die Frage. Kann man das dann ernst nehmen? 2 Kilokarten. Ja, also, ja. Kann nicht negativ sein. Weiß, ja. Genau, aber das meine ich. Ja? Genau das meine ich. Das mit dem auf den Preis beziehen, das ist, da habe ich ein paar gute Beispiele aus dem Mobilbereich. Vor allem durch Game Dev Tycoon. Ja. Weil wir das nach wie vor auf Mobil auch betreuen. Und Game Dev Tycoon hat super Bewertungen. Ja. Also 4,9 von 5 auf beiden Plattformen, stabil und seit 2 Jahren. Ja. Und wirklich außergewöhnlich coole Reviews zu lesen auch. Aber natürlich gibt es auch negative. Und da gibt es auch so Sachen wie, vor allem es ist ein Mobile Game, es kostet 5 Euro. Ja. 5 Euro ist jetzt
eigentlich nicht viel. So die Schmerzgrenze, glaube ich, wo man dann sagt, das wird teuer und ich muss mir überlegen. Ne? Ja, aber man muss sich immer überlegen, was das eigentlich kostet, ja? Ja. So ein Spiel zu machen. Ja, das sind 5 Pokémon-Packs. Und nein, aber, so kann man es auch rechnen. Es gibt, auf einem Mobile-Spiel muss man es heutzutage so rechnen. Am Mobile-Game ist es immer die Konkurrenz mit dem Rest des Marktes, natürlich. Also bei allen Plattformen. Natürlich, und da schaut man, was gibt es für Game, was ist so der Durchschnittspreis eines Mobile-Games. Aber, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, es hat zum Beispiel ein Review gegeben von jemandem, der hat gesagt, ja, ich habe es die letzten 2-3 Tage durchgespielt quasi, nonstop. Ja, und die Message war, ich bin unterhalten worden. Und das ist, immer ein Singleplayer-Game und du kannst es durchspielen. Ja. Du brauchst für einen Durchgang ungefähr 6-8 Stunden oder so. Ja. Dann bist du durch. Ja. Und dann kannst du es halt noch einmal spielen und das ist ein bisschen anders. Ja. Und der hat das 2-3 Tage durchgehend gespielt und sagt dann, ja, ich habe es jetzt 2-3 Tage gespielt, dafür sind 5 Euro aber schon viel. Wirklich? Und das ist ein Argument, wo ich eigentlich sagen muss, naja, ich meine, ich verstehe das, dass man quasi sich mit dem Markt vergleicht und weil es halt so viel gibt und so. Ja? Aber wenn du es jetzt überlegst, wenn du die gleiche Person fragst, warst du gestern mit deinen Freunden ein Bier trinken oder so? Du, und die sagt, ja, wie viel hast du denn da ausgegeben? Ja, das werden schon mal mehr als 5 Euro sein. Weißt du, was mein Vergleichsfaktor ist für solche Games? Eine Kinokarte. Mhm. Ja, weil Kino ist quasi bezahlte Unterhaltung. Also für mich, ich vergleiche es immer mit Kinokarten, ich weiß nicht warum, ja, aber irgendwo so zwischen 5 und 10 Euro und dann weiß ich, das muss ich jetzt... Mit 5 Euro gehst du aber in kein Kino mehr. Ja. Irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Die gehen für den aus mit 5 Euro. 10 bis 15, ja. Aber ja. Aber ich sag nur, das ist so mein gefühltes Ding, zwischen 5 und 10 Euro muss ich mindestens... Damals war Kinokarte noch 50 Schilling gekostet. Hat, ich weiß, das ist schon eine Weile her. Aber da muss ich mindestens 2 bis 5 Stunden unterhalten sein für den Preis. Ja. Also... Ja, aber ich glaube schon, dass die Mehrheit der Leute, also wenn ein Computerspiel dich um 10 Euro nur 2 Stunden unterhält, dann sagen sie, habt's mich gerne. Das glaube ich, das kannst bringen bei einem VR-Titel, der halt echt, aber weil du den dann anderen Freunden sagst, das geht bei Weder Immortal geht das, weil das halt so, das kostet 10 Euro, bist in 35 Minuten durch und keiner sagt, das waren jetzt schlechte 35 Euro, weil es halt echt so Befeuerung ist. Aber bei einem Mobile-Game wird es auf keinen Fall gehen. Ja. Und bei einem PC-Spiel auch nicht, glaube ich. Also da muss schon ein Tag beschäftigt sein. In Wahrheit ist, wir messen halt viele Sachen an der Spielzeit, ja, wie so zum Beispiel Steam-Refund 2 Stunden und so weiter. Ja, ich würde sagen. Und in Wahrheit ist das, in Wahrheit kann man das ja so nicht messen, weil du kannst, wenn du ein Spiel hast, das super intensiv ist, wo alles stimmt und das Erlebnis ist nur 20 Minuten, kann es dir trotzdem viel, viel mehr geben als ein anderes Spiel, das du 3 Stunden spielst und in Wahrheit nicht so gut unterhalten bist. Aber das ist schwer zu messen oder schwer zu vergleichen. Das fällt mir jetzt eher in diesem neuen VR-Markt auf, weil der ja am Anfang dafür kritisiert wird, dass lauter so kurze Experiences sind. Ja, und das ist nicht so wahnsinnig. Ich meine, ich finde es dann irgendwie wieder logisch, weil du kannst ja jetzt nicht 9 Stunden nonstop in VR, das halten halt die wenigsten halt auch raus. Und deswegen ist es eh okay, dass ohne Kübel. Das geht ja nicht so ganz aus. Ja. Aber bei einem klassischen, normalen PC-Spiel, glaube ich, 2 Stunden, kennst du da irgendwas, das gut ist? Es gibt ein paar Narrative-Games, die nur so 2 Narrative Stunden dauern. Und da erlebst du halt eine Geschichte, die sehr intensiv ist oder cool aufgebaut und da spielst du halt nur 2 Stunden, aber trotzdem bist du 2 Stunden super unterhalten. Das ist wahrscheinlich, man kann bei Narrative Games, die dann natürlich eine Geschichte meist recht linear erzählen, das finde ich im Vergleich mit einem Film recht gut. Das stimmt, ja. Das heißt, da sind 1,5-2 Stunden der Film und du bist auch gut unterhalten. Ja. Aber da macht dann mehr so eine Netflix Flatrate wieder selbst. Ja. Was haben wir da? Noch über Reviews? Da gibt es wer, weil. Achso, ja, der Dyson. Freeman Dyson, genau, der Physiker. Es hat sich der Neffe nämlich nicht aus den Fingern gesaugt, den Staubsaugerwitz, sondern Freeman Dyson, genau, ja. Sind wir wieder bei der Dyson Sphere? Ja. Also bei Freeman Dyson. Freeman Dyson. Ja, der Physiker. Was nimmt Steam? 40% sind, oder? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt öffentlich sagen darf. Echt? Ich hab's immer mal man munkelt. Können. Aber man munkelt, dass das ist viel ist. 30. Okay. Und Epic? Bei Epic kriegt man als Entwickler mehr. Hauptsächlich, weil sie noch im Aufbau sind, oder? Weil sie den Markt erobern wollen, also von Steam wegnehmen wollen. Ich glaube schon, dass das so bleiben wird. Ja. Das ist auch eine klare Kampfansage. Ich glaube, was ich gehört habe, gibt es da aber auch nochmal einen Unterschied, je nachdem, wie der Deal ausschaut oder so. Ist schon schön, wenn ein Unternehmen von Fortnite finanziert wird, ne? Ja. Wie steht es ihr zu Fortnite eigentlich?
Könnt ihr Fortnite überhaupt spielen? Ich habe Fortnite nicht gespielt. Nicht skillmäßig, sondern haltet ihr es aus? Weil ich halte es zum Beispiel nicht aus. Also skillmäßig, ich würde es gehen, aber ich halte es nicht aus. Also bei mir ist es weder skillmäßig gehen, wenn ich dir dann zuschaue, und ich halte es auch nicht aus. Und was ich jetzt sehr, sehr problematisch finde, ist dieses das Finanzierungskonzept dahinter. Weil einfach, ich meine, Lunch Money for Content, und es nimmt ein bisschen überhand, finde ich. Also ich habe das ist ja beobachtet, weil halt viele Mechanismen drinnen sind mit dem Kisten aufmachen und bin man die aus der Glücksspielbranche kommen, wo ich sage, die sollten erst ab 18 erlaubt sein. Und dass sich da keiner, also dass das Thema einfach so unterbewertet, also das Fortnite ist ja so. Letzten Montag hatten wir wen da vom Bundeskanzleramt, die sich mit dieser Thematik befassen, und die haben einen Folder rausgebracht zu Fortnite, wo sie die Eltern explizit davor warnen, eben diese Lunch-Money-Thematik ist da diskutiert worden, ja. Und davor warnen sie die Eltern explizit. Aber ich meine, wer schaut sich das an? Sind wir sich ehrlich? Nee. Das ist so. Ich meine, es gibt viel zu wenig Aufklärung für die Eltern, was solche Games angeht, ja. Weil es schaut ja cute aus, oder? Und der Grafikstil ist so bunt und freundlich, und dann hast du diese süßen Charaktere und die Tänze und dies und das und jenes. Aber trotzdem, im Prinzip, am Ende des Tages ist ein Battle Royale und man tötet alle anderen. Und dann kommt noch diese Thematik obendrauf, ne? Ja, also ich halte die Kombination. Aber ich habe es gespielt. Wie es rauskam, war es cool, die ersten zwei Wochen. Und dann hat sich langsam kristallisiert, welche Art Community da dranhängt. Und das war für mich dann zu viel. Weil ich mit dieser extrem jungen Klientel, das ist halt super anstrengend. Nennen wir es beim Namen. Ja. Und auch wenn ich mal wirklich ein halbes Jahr Lehrer war, und unterrichtet habe auch, und ich weiß, wie es ist, mit solchen jungen Menschen umzugehen. Ich will es halt nicht in meinem Hobby drin haben, ja, quasi in meiner Entspannungsphase. Und das ist, was ich kann ein, und ich bin tatsächlich auch ein Battle Royale-Fan, ja, auch wenn dieses Spiel. Auch wenn du 980 Stunden PUBG ja, in Sachs spielst. Es sind eh schon 1300 gewesen, bis ich es aufgehört habe und den Schläger habe und nie wieder angegriffen habe, ja. Das ist ein Review geändert, it really sucks. Prinz 90er, ich spiele zum Beispiel Clash Royale, habe immer wieder mal die Angebote gekauft und war total erschrocken, als ich meine Übersicht gefunden habe, weil das verstecken die ja auch ganz gut. Wie viel Geld hat man überhaupt? In diesem Zusammenhang vielleicht, für alle, die da draußen jetzt zuschauen, ja, es gibt für Steam, ich weiß jetzt leider die genaue Seite nicht, ja, aber wenn ihr es googelt, werdet ihr es sicher finden, es gibt eine Seite, die euch zeigt, welchen Wert euer Steam-Konto hat. Das ist ganz interessant. Dürft es aber nicht auf Private stellen an das Konto, sondern es muss Public sein, dann kann dieser Mechanismus das auswerten. Und ich habe einen Tag lang nichts gespielt, wie ich es gelesen habe. Also es war durchaus im vierstelligen hohen Bereich. Ja, aber jetzt, wenn du jetzt als Hobby Autopimpen hast, ja, ich meine, eher früher sind halt Nenn das beim Namen, mein Steam-Konto hat einen Wert von 5.600 Euro. Ja, ich meine, aber seit wann hast du das Steam-Konto? Seit Half-Life 2 rauskam. Ja, also seit Anbeginn war es. Seit Anbeginn der Zeit, ja. Ja, was für ein Auto fährst du? Ein Opel Astra habe ich. Eben, der andere kauft sich ein BMW und da gehen sie auf Steam-Konto aus. Und du hast mehr Spaß als mit dem BMW. Aber mit meinem Steam-Konto kann ich nirgends hinfahren. Das stimmt ja nicht. Du kannst überall hinfahren und sofort in Steam einloggen. Also. Ja, du kannst verschiedene Welten besuchen. Ja. Also als Hobby ist es... Gaming ist als Hobby immer noch Gaming ein Steam-Konto. Gaming ist als Hobby, ja. Es ist besser, als wenn man Crack nimmt oder irgend sowas. Ich glaube, das ist teurer. Manche sagen, es macht beide süchtig, aber okay, das ist wieder eine andere Diskussion. Ja, aber ich meine, ja, und ich kenne auch Leute, die nur durchaus 300 Euro in Handygames ausgegeben oder mehr. Ja. Es gibt dann, ja, gerade diese Free-to-Play-Sachen, so Clash Royale und so weiter, da gibt es Leute, die geben im Monat 1.000 Euro aus. Ich kenne sogar aus meinem näheren Umfeld auch Präzedenzfälle, wo durchaus eine Kreditkarte genutzt wurde von den Eltern, um 13.000 Euro für Fortnite auszugeben. 13.000 Euro? Ja, und da spricht man dann halt wirklich von Gerichtsverfahren, wenn es um solche Beträge geht. Ja, weil, ich meine, aber wie dumm ist man als Elternteil, ganz ehrlich jetzt, wie dumm ist man als Elternteil, wenn man dem Kind die Kreditkarte gibt, ja, Papa, ich will den und den Skin, und dann kaufe ich einfach den ganzen Scheißmarkt leer als Kind, weißt du? Das ist ja wirklich, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das bei Fortnite genau funktioniert, aber... Übrigens zu dem, was wir vorher diskutiert haben, ich gerade sehe, der Neff hat gepostet noch Spiele, die kurz sind und es trotzdem absolut wert sind. Portal, super Beispiel, To the Moon, habe ich selbst nicht gespielt. Ja. Limbo ist aber auch super. Ja. Stanley Parable,
auch super Game. Ja. Und du bist ja ein wenig, also... Gibt es viele. Und da gibt es einige Games. Und die muss man nur finden. Ja, die muss man finden. Die sind es auch wirklich... Ja, ein Portal ist jetzt nicht so schwer zu finden, aber die... Ja, beide Teile 1 und 2 eigentlich. Ja, ne? Ja, sind beide gut. Ist natürlich großartig vom Storytelling her. Limbo, die Entwickler von Limbo haben jetzt einen Inside, Nachfolger. Ist der Nachfolger. Ich glaube schon, ja. Der soll auch cool sein. Den habe ich noch nicht gespielt jetzt, aber... Den habe ich auch noch nicht gespielt, ja. Standard Parable ist super lustig. Kennst ihr noch Games, die kurz sind, kurzweilig sind, aber trotzdem das Geld wert? Ja, aber das waren eh schon super Beispiele jetzt eigentlich. Shovel with Dead. Also, ja. Ja, was ist das? Shovel with Dead Simulator, den kennst du nicht. Er ist speziell. Okay. Er ist speziell. Im Prinzip hast du, du bist ein Kind, kommst in der Dusche, ich weiß gar nicht warum, und du hast dann lauter Dads, die irgendwie dort duschen und du musst den richtigen Dad finden. Mehr will ich dazu nicht sagen und auch dieses Thema nicht weiter vertiefen. Okay. Aber das ist nicht halt. Sehr tiefer Wortwitz. Okay. aber ja. Frambo, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Cute Horror Point and Click. Das kenne ich auch nicht. Ich bin aber auch nicht so tief in Horror-Sachen. Ich mag Horror nicht. Ich nenne es beim Namen. Und damit machen wir jetzt wahrscheinlich keine Freunde. Aber Point and Click. Point and Click ist wieder cool. Papers, Please, das war cool. Papers, Please, das hat man super, auch da, das ist irgendwie anspruchsvoll. Papers, Please war cool und... Ich bin eigentlich kurz davor... This War of Mine, das ist ein Brettspiel, was ja... This War of Mine ist ein super Spiel. Das habe ich einen Tag lang gespielt, ja. da war ich gerade in Bulgarien und es war Winter und es war kalt draußen und die Heizung hat nicht funktioniert und ich habe This War of Mine gespielt und das Spiel hat echt meinen Kopf... Das hat einen Impact, ja. Das hat tatsächlich auch einen pädagogischen Mehrwert. Auch wenn es sehr viele Themen... Anreiz, die vielleicht nicht unbedingt im pädagogischen Kontext thematisiert werden wollen. Aber es regt zum Nachdenken an. Was für mich tatsächlich ein Spiel war, ich meine, wahrscheinlich war es sogar Triple A nicht. Aber Life is Strange. Ah, Life is Strange, ja. Das hat mich tatsächlich emotional bewegt, muss ich sagen. Das ist eines der ganz, ganz, ganz wenigen Spiele, die mir eine Träne rausgelockt haben. Ja, und das will man sich als Mann nie eingestehen, ja. Aber hat's getan. War vielleicht tatsächlich damals eine schwierige Zeit, aber das ist ein anderes Thema. Aber Life is Strange fand ich cool. Kann ich empfehlen für alle Leute, die irgendwie mit sich selber im Klaren kommen wollen und emotional irgendwie mal, ja. Gutes Astronautenfutter. Ja. Das ist schon geil. Es schmeckt doch total gut. Es erinnert mich an. Es erinnert mich an den Herbst. Ich weiß nicht warum. Ja. Es ist Herbst. Es ist Herbst, aber es erinnert mich auch an den Herbst. Ja. Es ist sogar heute Herbstbeginn. Ja. Wirklich? Ja. Tatsache. 23.09. Herzlich willkommen im Herbst, ne? Tränen aus, okay. Ja. Na gut, das ist wieder eine andere Thematik. Durchaus haben mich einige dieser 1300 schon PUBG damals zum Weinen gebracht, aber das ist ein anderes Thema und liegt hauptsächlich an den Teammates. Liebe Grüße an Drake, Wikipedia und alle anderen da draußen. Ja, so viel zu eurem Spiel auf jeden Fall, Hauptmann. Großartig, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die weiteren Missionen und ich persönlich würde mich wirklich freuen, wenn wir das unterkriegen. So ein Bridge to VR-Ding. Das wäre natürlich lustig. Wenn du mal wieder in Wien bist, ich werde die Uniformen organisieren. Das heißt, wir müssen dann in Uniformen. Wir werden da sitzen mit Star Trek-Uniformen. Die Farben werden wir noch klären. Also wer muss denn das Redshirt? Wer muss das Redshirt tragen? Wer muss das Opfer spielen? Es kommt auf die Frage an, welche Generation ist es? Ja, das stimmt. Vielleicht noch, wann ist der Release geplant? Ich glaube, das bezieht sich jetzt eher auf We Are Screwed. Das bezieht sich auf We Are Screwed. Soon, Trademark, also nächstes Jahr. Aber wie gesagt, es gibt es zum Wishlisten auf Steam. Unbedingt, bitte Leute, alle Wishlisten. Und für alle, die es interessiert, darf ich ein bisschen Werbung machen für unseren Stream. Bitte mach Werbung, tob dich aus. Weil wir eigentlich fast jede Woche auf twitch.tv/rarebyte Fortschritt vom Spiel streamen. Wir haben meistens auch Stream-Gäste, die halt die aktuelle Version spielen. Mhm. Und so kann man das Ganze ein bisschen mitverfolgen. Also jede Woche, was neu dazukommen ist. Und ja, diverse Hostings sind euch sicher, ne?
Kann man schon mal ganz klar sagen. Ja, wir haben euch doch auch gehostet. Habt ihr einen Tag, wo ihr zumeist Freitag. Freitag. Ja, Freitag ab 5 ungefähr. Ab 5. Ja. Das ist, wenn Feierabend ist bei euch im Büro quasi, oder? Ja, das ist so der Übergang eigentlich. Ja. Also meistens zwischen so 5 bis 7 oder 5 bis 8, je nachdem. Wir streamen halt bei We Are Screwed vor allem Playtesting jetzt, also mit Gästen. Wir machen hier und wieder auch andere Streams. Wir machen zum Beispiel, wenn wieder lokaler Game Jam oder so war, dann spielen wir Game Jam Games. Das wird jetzt wahrscheinlich eh bald wieder mal sein. Ich würde mich ja wirklich freuen über einen Stream mit euren ersten Spielen. Mit unseren ersten Spielen. Dann, ja, also da wäre ich, mit Herz und Flamme wäre ich dabei. Das U-Boot-Spiel, alles. Müssen wir mal wieder reaktivieren. Wir haben, es ist eigentlich lustig, dass du das ansprichst, weil wir haben letztes Jahr ist unsere Firma 12 Jahre alt geworden und dann haben wir einen 12 Jahre, 12 Stunden Stream gemacht. Wir haben quasi 12 Stunden lang gestreamt, wo wir dann alle alten Spiele angeschaut haben oder was halt irgendwie noch herzeigbar oder spielbar ist. Und dazwischen halt so ein bisschen einfach geplaudert mit den Leuten und auch aktuelle Sachen gespielt. Und ich habe das eigentlich heuer auch wieder vor. Da müssen es halt 13 Stunden. Kann man sich da anmelden. Und wir schreiben das normalerweise dann eh vorher noch aus. Schaffst du die 50 Jahre, den 50 Jahre Stream dann so konditionsmäßig jetzt? 50 Jahre, 50 Stunden. Ich bin mir sicher, ja, 50 Jahre Challenge accepted, oder? Hey, wir haben hier das Spiel geschafft ohne eine Waffe. Den 50 Stunden Stream schaffen wir auch. Ja, also wie gesagt, für alle, die es interessiert, bei uns mal reinzuschauen. Auf Twitch, twitch.tv/rarebyte. So viel dazu. Finde ich großartig. Also kurzes Fazit zu eurem Spiel. Vielleicht, wir schließen nicht mal, wir machen hier jetzt eine unsichtbare Mauer. Ja, jetzt kommt die richtig harte Kritik. Als ob du nicht im Raum wärst, hier kommt jetzt die richtig harte Kritik. Ich da kommen dann die Tränen und die muss dann den Rest vom Astronautenfutter aus Frust wegessen. Hier, du kriegst schon mal Frust essen, bitte. Nein, nein. Ich glaube, so schlimm wird es nicht werden. Nein, so schlimm wird es nicht werden. Ich finde es tatsächlich äußerst unterhaltsam. Es ist, ich finde, es ist eine richtig gute Mischung aus diesen drei Games, die wir vorhin schon besprochen haben. FTL, Overcooked und Lovers in a Dangerous Space Time. Lovers in a Dangerous Space Time haben wir ja schon gespielt am Kanal, FTL und Overcooked noch nicht. Wenn ihr es nicht kennt, ist im Prinzip alles angelehnt hier, an dem Game, das wir heute gespielt haben, auf die eine oder andere Weise. Ich finde, also ich bin wirklich gespannt, auf was da jetzt noch kommt, punkto Raumschiffe. Weil ich glaube, dass das durchaus sehr viel taktische Tiefe reinbringen kann, wenn ich Raumschiffe mit einem extrem anderen Konzept habe. Ja, also nur mal Hust, Hust, veränderbare Räume und so. Ich sag's, das ist nur ein Vorschlag. Ich schmeiß mal rein und dann schauen wir, was draus wird. Auf die Dyson Sphere bin ich auch gespannt. Ich glaube, die hat Kultfaktor jetzt schon verdient. Und wenn es dann released wird, freuen wir uns auf eine Kopie und dann werden wir das definitiv streamen ein paar Mal. Wir haben ja tatsächlich ein Format, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben ein Format, das heißt Couch Beef. Und da zocken wir immer wieder mal solche Spiele. Und es würde mich echt freuen, wenn man solche Spiele dann aufnehmen kann. Also unter anderem eures, aber auch andere aufnehmen können in dem Format. Also ich finde auch, also für mich heißt letztendlich nicht Konsolenspiele, also fremdes Objekt. Ja. Es ist chillig. Ja. Also es hat irgendwie, für mich hat es irgendwie so einen Slither.io-Vibe. Ja. Also rumfliegen und es ist gleichzeitig chillig und stressig gleichzeitig. Ja. Und optisch, also die Character Design ist amazing. Es ist zuckersüß. Und es ist wirklich zuckersüß und das ist echt schön für Party Games, weil die funktionieren mit zuckersüß. Ja, das ist auch definitiv so gewollt von uns her. Vielleicht könnt ihr noch irgendeine Animation machen, wenn man quasi reinsprintet in einen anderen, damit, dass der sich irgendwie aufregt oder irgend sowas. Ihr habt vielleicht eine Sache noch nicht gesehen. Oh, haben wir irgendwas wahrscheinlich noch es gibt ansatzweise. Kannst mal rausgehen? Ja. Und wäre das dann auch das Modell von den Skins, dass du dann so verschiedene Tänze und so wie bei Fortnite kannst, wenn es erfolgreich genug wenn du das, das D-Pad nach oben drückst. Am D-Pad ist jetzt was? Genau, nach oben, dann kannst du nämlich winken. Und solche Sachen kommen natürlich jetzt auch noch dazu. Hast du uns ja das Wichtigste da verstanden. Da kannst du quasi high-fiven, komm. Ja, Bist du bereit? Das müssen wir natürlich das im Stream auch noch zeigen, weil ich glaube, dass die Kamera nicht. Wir schalten um. Leute, Achtung, seid ihr bereit? Warte mal. High five und wupp. Aber das könnten wir zum Abschied machen. Wir winken einfach alle. Wir winken alle zum Abschied. Ja, mein Controller hat, glaube ich, schon den Geist aufgegeben. Oh je, steck ihn mal ab und an. Warte mal. Kriegen wir hin. Ich kriege den Controller wieder zum Laufen. Warte mal, ich schalte mal runter.
Technik. Ja, Laser OP, ja, das stimmt. Laser ist OP, da kann ja, ich das, zustimmen. Das stimmt, ja. Laser ist OP. Geht er jetzt wieder? Ah, jetzt geht er wieder. Jetzt geht er wieder. Jetzt müssen wir es alle da herstellen. Ich glaube, das wäre ein netter Abschluss, oder? Also irgendwelche finalen Worte? Nein, gut, passt. We are screwed! We are screwed. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend, Leute. Wir sehen uns spätestens am Mittwoch wieder. Jetzt steht gerade Sync mit Games for Good drin, aber man munkelt, dass wahrscheinlich irgendein Multiplayer-Titel kommen wird am Mittwoch. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr alle dabei wart. Es war wirklich mir eine Ehre, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen und ich freue mich wirklich auf den Titel, wenn er dann rauskommt. Ja, danke für die Einladung nochmal. Alles klar. Bis bald. Wir sind raus für heute. Bye, bye. Ciao. Ciao.